Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Klartext, die Ausgabe Nummer 66 heute am 21. Februar 2013. Ich begrüße alle Zuschauer auf unserem Livestream-Kanal unter livestream.com/kulturstudio oder auch unter livestream.kulturstudio.info. Ja, ich begrüße natürlich alle Zuhörer auch bei okitalk.com, dem Bürgerradio aus Österreich, die uns freundlicherweise heute wieder mit übertragen. Und natürlich sind die Okitalk-Zuhörer auch wieder eingeladen, heute mitzusprechen, mitzudiskutieren und Fragen zu stellen. Ja, aus dem Kulturstudio-Team heute dabei ist wieder mal die Mia. Hallo Mia, du warst letzte Sendung ja, glaube ich, erst ein bisschen später gekommen. Herzlich willkommen, du bist heute wieder von Anfang an dabei. Ich höre leider nichts von mir. Okay. Dann begrüße ich den Boris natürlich. Hallo Boris. Hallo Michi, hallo Zuschauer. Okay, da bin ich gerade ein bisschen in Panik geraten, ob hier schon wieder die Leitung abgestürzt ist. Ja, heute auch noch dabei der Gino. Guten Abend, Gino. Hallo zusammen. Und in der Konferenzleitung wieder der Volker. Guten Abend, Volker. Ja, schönen guten Abend. Ja, unser heutiges Thema ist wieder eines, das sich mit Geschichte befasst. Deswegen das Thema Geschichte oder Marketing. Und wir haben uns natürlich dazu einen hervorragenden Protagonisten ausgesucht und eingeladen ins Kulturstudio, den ich jetzt herzlich begrüßen möchte, recht herzlich begrüßen möchte. Und zwar begrüße ich jetzt Bernhard Klapdor. Herzlich willkommen, lieber Bernhard. Ja, hallo zusammen, guten Abend. Ja, Bernhard, schön, dass du heute Zeit gefunden hast, mit uns diese Sendung hier zu machen. Wir kennen uns ja auch schon etwas länger, wenn auch nicht persönlich, aber haben schon über eine geraume Zeit auch privaten Kontakt zueinander und schon sehr interessante Gespräche auch geführt. Deswegen ja, habe ich gedacht, wir machen auch beide mal eine Sendung. Du bist Baujahr 61, hast Fachabitur gemacht, Industriekaufmann gelernt und hast auch in der Versicherungsbranche lange gearbeitet und bist momentan, ja, machst du Consulting für Stiftungsnetzwerke. Du bist jemand, der hat sich schon sehr, sehr früh in frühester Kindheit sozusagen mit geschichtlichen Themen auseinandergesetzt und auch dort sind dir schon sehr früh gewisse Diskrepanzen aufgefallen zu der sozusagen offiziellen Geschichtsschreibung oder zu der Geschichte, die man halt so im Allgemeinen sieht im Mainstream oder in Lehrbüchern oder im Unterricht in der Schule, zu dem, was so deine Recherchen ergeben haben. Und ja, dann lass uns doch einfach mal zum Thema kommen. Kann man aus deiner Sicht heraus direkt so von Geschichtslügen sprechen oder ist dieser Duktus eigentlich gar nicht so richtig? Es gibt immer wieder Situationen oder immer wieder Personen, die bestimmte Sachen einfach anders darstellen, als sie gewesen sind oder die Hälfte weglassen oder vielleicht eine Sache etwas anders interpretieren. Das meiste aber, was eigentlich auffällt, ist, dass viele Sachen im Hintergrund laufen oder gelaufen sind und die gar nicht erst nach vorne kommen, die einfach wegretuschiert werden oder weggelassen werden. Und am besten stolpert man über solche Sachen, wenn man zeitnahe Quellen hat. Also es bringt absolut nichts, wenn man aus heutiger Sicht sagt, so ich habe jetzt neue Erkenntnisse gewonnen, ein Ding zu interpretieren, was schon 20 oder 30 Mal durchinterpretiert worden ist und da tun sich immer mehr Fragen zu auf, sodass man letztendlich sagen kann, gibt es da noch einen anderen Hintergrund, gibt es noch eine andere Beleuchtung, sodass jetzt praktisch noch eine Keule kommt, die dann einfach nur aussagt, hey, wir haben neue Erkenntnisse, wir müssen das alles neu überdenken, was in letzter Zeit sehr oft passiert. Also das heißt, es ist eher so die Kunst auch des Weglassens in der Regel, also nicht unbedingt nur eine Lüge, auch wenn man sicherlich in vielen Fällen Lüge Ja, direkt sagen könnte. ich gebe mal ein Beispiel. Da wollte ich eigentlich gar nicht so sehr drauf einsteigen, aber ihr kennt alle noch diese Ausstellung, diese Reiseausstellung über die Verbrechen der Wehrmacht Ja. von Reemtsma, ne? So, und die ist ja auf richterlichen Beschluss eingestellt worden, weil einfach zu viele Fehler entdeckt worden sind. Und dann hat in der Zeit hinterher, also 10 Jahre später ungefähr, ein etwas jüngerer Professor für Geschichte, der an der Uni in Warschau arbeitet, nochmal so etwas Ähnliches in Buchform verfasst und hat sich dabei auf diese verbotene Ausstellung bezogen. Das ist auch keinem aufgefallen, außer einem jüngeren Historiker, der Jahrgang 79 ist, der hat die gleichen Quellen nachgearbeitet, die da in dem Buch angegeben worden sind und ist zu der Überzeugung gekommen, hat er auch in dem Buch selber veröffentlicht, dass die
Interpretationen, die vorher gemacht worden sind in dem Buch, gänzlich falsch ausgelegt worden sind. Also nicht? Und da, der hat dann einfach dann hinterher gesagt, alleine wer nur die halbe Wahrheit sagt, ist ein kompletter Lügner. Und das kommentiere ich jetzt einfach mal gar nicht. Ich beschreibe das nur so, was er selber gesagt hat. Und es ist nachvollziehbar. Also es liegt natürlich dann auch immer im individuellen Betrachten des Historikers, der sich natürlich mit gewissen Themen befasst, wie vielleicht das eine oder andere auch dargestellt wird, obwohl das ja eigentlich, sag ich mal, ja, neutral nach der Faktenlage sozusagen auch darstellen sollte. Richtig, ja. Eher beschreiben als werten. Genau. Vielleicht können wir ganz allgemein mal nachfragen, welchen Einfluss hat denn die Art und Weise auch der Geschichtsschreibung auch auf unsere heutige Situation? Ich sag mal, erstmal ein gültiger Allgemeinplatz ist eigentlich, dass Schüler, zumindest aus meiner Betrachtung, auch aus der Vergangenheit raus, Geschichte oder Historie überhaupt als einen ganz trockenen Stoff empfinden. Und mach auf der einen Seite am Interesse liegen, auf der anderen Seite auch an der, wie bring ich das Ding rüber an den Schüler. Und das kennt wohl schon jeder selber auch. Die Betrachtungsweise selber liegt eigentlich immer im eigenen persönlichen Interesse. Wenn man weiß, mit wem man umgeht, also mit wem man als Schüler umgeht und in welchem Interessenstand man umgeht, ist es nachher ein leichtes, Geschichte so zu reduzieren auf, ich sag mal, Daten und auf Fakten, dass man sagt, ja, das ist da passiert, da sind so und so viele Tote gewesen, da sind 30 Schiffe hingefahren oder wie auch immer, dass man sich praktisch mit den Oberflächlichkeiten beschäftigt und sich eigentlich nicht mit den Aussagen dahinter mehr beschäftigt. Und insofern kann man sagen, hat man, wenn man Geschichte interpretiert als Allgemeinplatz für alle zugänglich, ein relativ leichtes Spiel. Mhm. Also als Gebender, ne? Als Gebender, der einen Auftrag, einen Bildungsauftrag hat. Also man kann praktisch damit natürlich auch ja Meinung manipulieren über geschichtliche Ereignisse in dem Sinne, dass Menschen natürlich auch dann mit diesem Glauben sozusagen weiter durch die Welt laufen und das natürlich auch ein Weltbild prägt. Ja, richtig. Man könnte dazu auch ein Beispiel geben. Wer würde jemals auf die Idee kommen, bei der, ich sag mal, die Geschichte des Zweiten Weltkrieges, dass mindestens zweimal britische Streitkräfte, französische Streitkräfte angegriffen haben, mit einem offiziellen Auftrag anzugreifen? Wer würde darauf kommen? Tja, in erster Linie erstmal steht es in keinen Geschichtsbüchern so drin, glaube ich, offiziell, ne? Zumindest in der Schule. Nicht unbedingt. Vielleicht können wir gleich mal einen Schritt weitergehen. Wo findet man auch Hinweise für, sagen wir mal, Kontrollorgane der Geschichte, wenn man das so nennen kann? Also wer könnte dafür verantwortlich sein oder wer ist in erster Linie dafür verantwortlich, wie letztendlich die Geschichte geschrieben wird? Ich denke, Politik ist ein ganz entscheidender Beweggrund, Geschichte zu schreiben. Da sehen wir, also besonders sehen wir das bei uns. Und man stützt sich im Grunde genommen immer auf, man kann sich immer auf einseitige Berichterstattung stützen, wenn man sagt, so, ich möchte, dass Geschichte in die und die Richtung läuft oder in die und die Richtung verstanden wird. Und da ist eigentlich die Quellenauswahl, die kann man dann relativ gut setzen, damit jemand, der sich wirklich für Geschichte interessiert, nicht unbedingt weit kommt im ersten Ansatz. Nicht? Also da muss man also ein gesteigertes Interesse selber reinsetzen, um zu gucken, wo bekomme ich Quellen. Ja, ich denke, dass das geregelt ist, besonders hier in Deutschland geregelt ist. Nicht? Wie siehst du das dann, wenn wir mal ein bisschen weiter in die Geschichte zurückgehen? Also wir sehen ja, sagen wir mal, Geschichtsverfälschung, wie sie ja auch vor unseren Augen ganz aktuell abläuft, ob es nun Irakkriege waren, sei es zum Beispiel die Zahl der Opfer und so weiter, wie dort einfach beschönigt wird. Kriegsgründe, die natürlich immer in der offiziellen Geschichtsschreibung stehen, auch gerade die letzten Irakkriege kann man da sehr gut anführen, aber auch zum Beispiel Vietnamkrieg, die sich ja auch nachweislich dann als ja Lüge herausgestellt haben, sie aber offiziell so in den Geschichtsbüchern landen. Wenn wir da mal ein bisschen weiter zurückgehen, also wer hat dort Einfluss genommen auf die Geschichte? Wer war dort sozusagen der Verantwortliche? Das musst du jetzt noch ein bisschen konkreter stellen als Frage. Ja, waren es direkt der König oder gab es dort noch untergeordnet irgendwelche Mächte, die... in früheren Zeiten? Genau, genau. Ja,
wir müssen einfach davon auch ausgehen, dass zum Beispiel einsetzend mit der Zeit macht den Luthers erst die Leute angefangen haben, wesentlich mehr zu lesen, weil sie sich dann auch interessiert haben, überhaupt lesen zu lernen. Und dass da jemand kam, der endlich mal, ich sag mal, ein wichtiges Buch für die Bevölkerung, damals wichtiges Buch, die Bibel, eben auf Deutsch verfasste. Und insofern kannst du Leute auch vom Lesen weghalten und ja, oder von der Bildung weghalten, indem du den Sprachraum einschränkst. So, im Laufe der Zeit danach hat man ganz offen zur Zensur gegriffen. Wenn also irgendjemand Missstände anprangerte, ich mache da immer so an so Sachen erinnern wie Candide von Voltaire. Das hat keiner geliebt, diesen Roman. Der zielte wirklich auf die Unmenschlichkeit des Absolutismus ab. Oder man denkt einfach nur an das Bild, was Francisco de Goya mal gemalt hat, wo er den französischen König, den spanischen König von hinten gemalt hat, wie er in den Spiegel reinschaut und aus dem Spiegel schaut ein Esel raus. Das Ding hat ihn wirklich in Ungnade in Spanien gebracht. Und solche Sachen sind dann ganz offen gemacht worden. Oder die Zeit nach 1815, nach dem Wiener Kongress, wie der Clemens von Metternich die Zensur praktisch durch ganz Europa getrieben hat. Und jeder hat auch Beifall geklatscht. Nicht so sehr die Russen, aber da konnten eh kaum Leute lesen. Zur damaligen Zeit, nicht? Also man hat schon versucht, Sachen zu unterbinden, wo Quellen wirklich wahr dargestellt wurden. Also das heißt, es gibt natürlich auch Hinweise darauf, dass sich Menschen natürlich dieser Kontrolle auch früher schon entzogen haben. Ja, immer, zu jeder Zeit. Kannst du da mal ein paar Beispiele nennen, die vielleicht auch uns geläufig sind, vielleicht oder mal oder vielleicht auch gar nicht so geläufig sind, dass wir wissen, aber die Namen vielleicht bekannter sind? Also jemand, der wirklich für Furore gesorgt hat in einer Zeit, wo man richtig aufpassen musste, das war der Friedrich von Spee. So um 1629, 1630, der war der Erste, der also die Hexenverbrennungen angeprangert hat mit einem Buch Cautio Criminalis. Der hat sich also wirklich vehement auch dann noch als Geistlicher dagegen gestellt, wie man Menschen einfach so behandeln konnte und wie man die infam verfolgen konnte, einfach mit einem Vorwurf, wo eigentlich nichts dran war, nichts haltbar dran war. Den hat man dafür auch kaschiert. Den konnte man also nicht irgendwie um die Ecke bringen. Dafür war der dann schon zu populär mit seinem Buch. Den hat man dann einfach immer ein Stück weiter runtergestuft, bis er dann irgendwann mal in Trier pestkranke Soldaten gepflegt und dann dabei bei der Gelegenheit dann auch noch gestorben ist. Nicht? Also solche Sachen hat es immer wieder gegeben. Aber das war zum Beispiel ein ganz mutiger Mensch. Okay, hast du noch weitere Beispiele? Also auch nochmal vielleicht in die Richtung hin, wie lief so eine Zensur damals ab? Also vielleicht das profane Umbringen ist ja heutzutage auch ab und zu immer nochmal da, dass man einfach jemanden ja, töten lässt oder so, der halt zu gefährlich ist für gewisse, für das System, sage ich jetzt ganz einfach mal. Gab es da früher noch andere Methoden? Ja, also eben was ich angesprochen hatte, praktisch Inquisition, die also wirklich schon im Mittelalter eingesetzt hat, zum Beispiel Hussiten oder Katharer, die hatten alle andere Weisen oder andere Lebensgemeinschaften entwickelt, die wurden auch gefährlich. Und das war eigentlich auch eine Kritik an herrschenden Zuständen, die hat man dann gnadenlos verfolgt. Man hat ganze Kriege gegen Katharer und Hussiten geführt und hat die dann haufenweise umgebracht, nicht? Verbrannt oder auf dem Schlachtfeld auch kein Leben gelassen. Ich denke, diese ganzen Geschichten, die haben wirklich eine Abfolge durch die Geschichte, die kann man wirklich über die letzten zwei Jahrtausende wirklich zurückverfolgen. Ich denke, entscheidend ist schon gewesen, damals als 380 die römisch-katholische Kirche zur Staatskirche gemacht worden ist von Theodosius, weil die hat dann in ihrem Pamphlet verbreitet. Also jeder darf daran glauben, aber der nicht daran glaubt, den erklären wir für wirklich wahnsinnig und toll und verrückt und geistesversucht. Das war eigentlich schon die Eröffnungsklausel für eine Verfolgung Andersdenkender oder Andershandelnder. Und Andersdenken und Andershandeln sind immer die Leute, die genau dieses System dann gefährden. Das waren zu dieser Zeit schon, ich sag mal, die Heilkundigen. Aus dieser Heilkunde ist eigentlich auch die ganze Hexenverfolgung oder diese Hexenverbrennungsgeschichte entstanden, nicht?
Ja, dabei war ja die Kirche eigentlich diejenigen, die die 10 Gebote aufgestellt haben und ja, auch die am meisten dagegen verstoßen haben. Das denke ich auch so, wobei ich denke mal aus meiner heutigen Überzeugung raus, meine ich also, dass die Kirche nichts mit Gott zu tun hat. Ja klar, wenn man sich natürlich mit der Thematik etwas näher beschäftigt, ist es ja eigentlich auch aus, sagen wir mal, offiziellem Geschichtswissen, denke ich mal, gut zu erkennen, dass solche Grundsätze wie du sollst nicht töten, die Kirche natürlich exzessiv gerade in der Zeit der Inquisition ja auch durchgeführt hat, ja. Richtig. Und ich denke, also was auch wegweisend ist, ist eben, dass aus der Kirche heraus eben dieses kanonische Recht oder dieses römische Recht entstanden ist, nach vorne getragen worden ist. Und an solchen Sachen erkennt man immer, ein Gebilde, das sich versucht, selbst zu schützen und sich selbst zu überdauern auch, ne? Und das kann immer nur einen Zweck haben, dass man sich Pfründe sichert und stetes Einkommen sichert und eigentlich gar nicht so sehr darauf setzt, dass irgendwas gedeiht. Außer man selber eben irgendwie, ne? Ja, vielleicht können wir mal konkret werden. Lass uns das noch mal an einem oder an mehreren Beispielen vielleicht auch mal durchsprechen. Wir wollen uns noch mal beziehen auf ein Land, was natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle auch in der Geschichte gespielt hat, und zwar England. Also welche Rolle hat England? Ja, wir haben, wie gesagt, einen Einfluss der Geschichtsschreibung, die uns bis heute ja sozusagen leitet und Weltbild prägt. Und welche Rolle spielt dann sozusagen England in diesem ganzen Spiel? Gibt es da, sag ich mal, ein Ereignis, welches man so bis heute nennen könnte, was unser Leben beeinflusst, also auch in die heutige Zeit? Ja, also ich denke, so von meinen Recherchen her ist der 26. Juli 1858 ein wirklich entscheidendes Datum. Der sagt im ersten Augenblick erstmal gar nichts, dieser Tag. Ist ja vielen, naja, vielen will ich jetzt auch nicht sagen, aber dieser englische Sommer da, der Juli 1858, der ist eigentlich in die Annalen eingegangen als The Great Stink, als man vermehrt Wasserklosets eingebaut hat in den Häusern. Konnte man also besser abspülen, aber diese Pits, in denen praktisch sich die ganzen Fäkalien sammelten, die wurden gar nicht mehr so schnell ausgespült. Die liefen dann alle zu. Und da herrschte in London ein so wahnsinniger Gestank, dass selbst das Parlamentsgebäude davor stand, geräumt zu werden. Man hat dann alle Vorhänge mit Limonensaft eingesprüht, damit man ein bisschen anderen Duft in den Räumen hatte, und hatte schon wirklich die Befürchtung, die Leute im Unterhaus und im Oberhaus konnten überhaupt nicht mehr debattieren. Und das ist eigentlich so, was man aus der Zeit, aus diesem Sommer weiß. Aber am 26. Juli 1858 ist Lionel Rothschild, der damals auch schon geadelt war, ins Parlament eingeführt worden, ins House of Commons vorgestellt worden. Das Außergewöhnliche an diesem Vorstellungstag ist eigentlich gewesen, dass der 11-mal, also 11 Jahre lang, seit 1847 versucht hat, da reinzukommen, seinen Sitz, den 4. Sitz für die City of London einzunehmen. Und das hat 11-mal nicht geklappt. Das hat einmal dann nicht geklappt, weil er nicht den Schwur annehmen wollte, den man ihm vorgelegt hat. On the truth upon the truth of a true Christian. Und das war eigentlich also, was man forderte, in den Schwur auf die Bibel, dass man ein wahrer Christ ist. Und dann hat er den Schwur oftmals dann eigenmächtig abgeändert und hat dann nicht auf die Bibel geschworen, hat gesagt, er schwört nur auf eben seinen Gott, was man dann auch nicht so gelten lassen wollte, bis dann in dem Jahr jemand anders den Weg bereitete. Das war dann Earl Lucan, der ist dann hingegangen und hat gesagt, mein Gott, dann schwören wir hier im Unterhaus eben einen anderen Schwur und im Oberhaus behalten wir eben unseren. Dann haben wir zwei getrennte Schwüre. Was soll's? Nicht? Und wenn jemand dann in 11 Jahren, also 11 Anläufe macht, 11-mal nicht da reinkommt, entweder aus eigenem ja, Dafürhalten nicht oder aus anderes Dafürhalten nicht, aber dieser Sitz bleibt dann 11 Jahre unbesetzt. Das ist eine Merkwürdigkeit der Geschichte, sage ich mal. Aus meiner Sicht. Ich meine, hätte ja diesen 4. Sitz auch mit jemand anders besetzen können. Kann man, ist es da auch wichtig, nochmal die Ereignisse vor 1858 zu durchleuchten? Also wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass ein Rothschild diese Ambition hatte, in das englische Parlament einzusteigen?
Ja, ich sag mal, man sieht also England heute als Verfechter der Demokratie, der britische Löwe verteidigt die Demokratie also über die ganze Welt hin. Und das war zur damaligen Zeit eigentlich auch so angesehen. Nur womit sich viele Leute eigentlich niemals auseinandergesetzt haben, war, dass das britische Parlament etwas, ja, wie möchte ich mal sagen, etwas war, was für sich alleine stand und das schon seit geraumer Zeit für sich alleine stand und spätestens seit 1689 ein Club, also wie sage ich jetzt mal ganz, ganz fies, ein Club für sich selber gewesen ist, mit dem Bill of Rights. Und das Parlamentswesen in England bestimmt genauso ein Parlamentswesen wie irgendwo anders auch ist, aber der Hintergrund dabei ist, dass wir immer alle annehmen, dass der Hüter der Demokratie oder der Verfechter der Demokratie auch eine geschriebene Verfassung hat. Und das ist nicht der Fall. In England spricht man von einer gesprochenen Verfassung, von einer Verfassung, die sich ständig weiterentwickelt. Ich würde sagen, das wäre eine Verfassung, die sich ständig verändert. So Sachen kennen wir hier aus Deutschland auch, aus dem Grundgesetz, da wird dauernd rumgeschmiert und Zusätze gemacht, wird weggenommen oder wie auch immer. Und das ist insofern in England nicht anders. Es gibt also keine geschriebene Verfassung. Und wenn man sich die Aufstellung wirklich so anguckt, was ist das Unterhaus, was ist das Oberhaus? Also im Oberhaus sitzen die Lords, das House of Lords. Das House of Commons beinhaltet im Grunde genommen oder hat früher mehr oder weniger wirklich reiche Kaufleute oder auch geadelte Kaufleute beinhaltet. Das ist heute eigentlich auch nicht viel anders. Und wer heute ins Unterhaus reinkommt, der ist auf jeden Fall politisch ausgesucht. Das ist genauso wie in aller Welt auch. Nur ich denke, die Besonderheit ist, dass man darauf guckt und sagt, das ist die absolute Demokratie, das gibt's schon unheimlich lange und das kontrolliert schon unheimlich lange die Monarchie. Und da tut es eigentlich gar nicht. Wir haben also in der englischen Geschichte bestimmt viele Auseinandersetzungen gehabt, besonders in der Zeit der Civil Wars zwischen 1639 und 1600, boah, möchte ich mal ausdehnen, bis auf 1650, 51 auf jeden Fall. Das sind also, ist nicht ein einziger, nicht ein Bürgerkrieg gewesen, das hat gestartet mit dem Bishops War 1639, dann ist es in drei Bürgerkriege übergegangen. So, wo dann mehr oder weniger aufgeräumt wurde und der erste Commonwealth gebildet wurde durch Oliver Cromwell, aber im Grunde genommen war das eine riesige Säuberungsaktion. Nicht? Da wurde einfach weggesäubert, was royalistisch anzusehen war, um sich im Parlament, in dem sogenannten Rumpfparlament, was es damals gab, eine richtige Machtposition zu festigen. Und die Machtposition im Rumpfparlament, die wurde eben durch mehr oder weniger reiche, wirklich reiche Kaufleute ausgeübt, die dann irgendwo auch einen besonderen Sitz hatten. Die hatten meistens ihren Sitz, also ihren Kaufmannssitz in der City of London, in irgendeiner Livery, in irgendeiner Livery Company. Ja, davon gibt es 108. Zwei zusätzlich welche, so eine Feuerwehrkompanie, die noch dabei ist, also die jetzt da irgendwie nichts Besonderes ausfüllt, aber diese anderen 108, da sind zum Beispiel die Merchants oder die Merchants Banker oder Banker organisiert und das schon seit fast grauer Vorzeit, nicht? Und insofern muss man auch damals die Bill of Rights als etwas verstehen, was nicht irgendwie für das Volk gemacht worden ist oder vom Volk aus initiiert worden ist, das ist einfach von diesen, also von Baronen und von Lords und Earls aus gemacht worden, vorgelegt worden, dem William dem Zweiten und seiner Frau Mary, William dem Dritten und seiner Frau Mary der Zweiten, Entschuldigung, praktisch als Aufgabe. Da steht dann drin, also wir schwören euch die Treue, wenn ihr uns verteidigt und euch daran haltet, dass wir hier in dieser City of London alle unsere Rechte, dass wir unsere Rechte hier durchführen können, dann ist die City of London also nicht ausdrücklich erwähnt, aber gemeint ist sie damit. Und es ist auch da abgehandelt worden. Und man erkennt dort heute, wenn jetzt zum Beispiel die Queen in die City reinfährt, die greift dann immer den Griff von dem Schwert, was der Bürgermeister von der City of London ja hinhält. Das hat eigentlich nur zwei Bedeutungen, wirklich nur zwei Bedeutungen. Die eine Bedeutung ist, ich bin euer Chef, weil ich fasse den Heft des Schwertes an, oder das Heft des Schwertes.
Auf der anderen Seite heißt das aber, ich überreiche dir das Schwert. Das heißt, du hast von uns den Auftrag angenommen, um uns zu verteidigen, wenn uns Ungemach droht. Ja, lass uns auf die City of London ein paar Minuten später nochmal zurückkommen. Ich würde gerne nochmal auf das Vorhergesagte nochmal kurz zurückspringen, und zwar das Thema Rothschild im Zusammenhang mit Napoleon. Da gab es natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Sache, die den Rothschild zu viel Macht und Geld sozusagen verholfen hat. Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz ausführen. Ja, also die Anfänge der Rothschild Bank, die liegen 1809 in der Swithin Lane in der City of London. Da hat Nathan Rothschild die Bank gegründet. Der ist dann zu der Zeit aus Manchester gekommen, wo der ungefähr 10 Jahre vorher sich am Tuchgeschäft, Tuchhandel und auch Tuchfabrikation beteiligt hat. Und ist auch hatte ein tolles Backup von seinem Vater aus Frankfurt. Justus auch, ich sag mal, zu der Zeit, als damals der Landgraf von Hessen, der nicht dem Rheinbund, von Napoleon initiierten Rheinbund beitreten wollte, 1803 initiiert, der musste dann kurzerhand auch mal weg aus Kassel und Darmstadt und ist Richtung Dänemark geflohen, hat aber sein Vermögen nicht mitnehmen können. Und dann ging es dann um einen richtig dicken Betrag, damals 600.000 Taler. Die hat er dann Rothschild übergeben, praktisch zur Verwahrung. Und der hat dann mit dem Geld eben, ich sag mal, den Spanienfeldzug von Wellington finanziert, 1809, den ersten. Hat das Geld also im Kreis gedreht, die Truppenbezahlung übernommen und. Man muss wissen, dass zu dem Zeitpunkt die Krone, die britische Krone, das nicht finanzieren konnte. Dann damals mit den Bill of Rights ist auch noch natürlich verfasst worden, dass wenn der König oder wenn irgendjemand Steuern in England erheben wollte ab 1689, musste natürlich das Parlament zustimmen. Und dann haben die Parlamentarier natürlich an ihre Funde gedacht und haben gesagt, nee, das geht aber so nicht. Und zu dem Zeitpunkt, als Wellington auf die Iberische Halbinsel gezogen ist, war die Krone, ich rede jetzt nicht von dem englischen Königshaus, war die Krone pleite. Das manifestierte sich 1814 ganz doll, als Napoleon schon nach Elba zum ersten Mal verbannt worden war, dass man also kaum was finanzieren konnte. Man ließ das ein Rumpfheer in Belgien stehen und Wellington bezahlte sich selber zu dem Augenblick, der wurde also gar nicht von der Krone bezahlt. Und dann kam die Gefahr auf einmal wieder zurück. Napoleon ist im März 1815 von Elba wieder, hat er sich also davon gemacht und ist innerhalb kürzester Zeit also auch in der Lage gewesen, 125.000, 130.000 Mann aufzustellen und hatte mit seiner Taktik zwei Vorausabteilungen zu bilden. Einmal die losen Kontakt mit den Preußen hielt, die anderen einmal losen Kontakt mit den Engern, aber mit der Hauptmacht in der Mitte, so dass er praktisch ein Gewicht auspendeln konnte. Wer zuerst kam, den wollte der zuerst schlagen und dann den nächsten dann aufreiben. Und die Taktik war genial gewählt. Die brachte die Alliierten in wirkliche Schwierigkeiten. Und zwar in solche Schwierigkeiten, dass sie gar nicht genug Geld hatten, Truppen aufzubieten. Besonders nicht die Engländer. Die Preußen hatten ungefähr knapp 50.000 Mann zur Verfügung, die Russen einen ganzen Haufen, aber die standen ziemlich weit weg. Es wurden zu diesem Zeitpunkt, sage und schreibe, fast 1 Million Mann gegen Napoleon aufgestellt. In dem kurzen Zeitraum. Das war also eine ungeheure Geldleistung. Die konnte kein einziger Fürst, kein einziges Land in diesem Augenblick bezahlen. Nur die große Gefahr war, dass er mit diesen 130.000 Mann den entscheidenden Faktor, nämlich Wellington und Blücher, gleichzeitig rauskickte. Was dann um das Geschehen vom 16. Juni angefangen, von Quatre Bras, Wavre, Ligny, angefangen, sich nach Waterloo ausbildend, was da geschah, war eigentlich, dass dieser ganze Schauplatz von einem Ring von Agenten umsetzt war, von Beobachtern. Es wurde einfach nur geguckt, was passierte, wie schnell oder in welche Richtung, welchen Ausgang könnte das haben. Und was den Rothschilds allerdings wirklich gelungen war, schon seit Frankfurt, war ein unglaubliches Netz an Informations Fluss aufzubauen und mit einer unglaublichen Schnelligkeit. Und das war auch so bei der Schlacht von Waterloo am 18. Juni.
Als der Blücher auftauchte, konnte man im ersten Augenblick mit dem ersten Auge nicht ausmachen, ob es sich da um die Preußen handelte, die ja blau-schwarz, also richtig zum Teil schwarze Uniformen hatten, oder ob es die dunklen Uniformen von Ney gewesen sind, der von Ligny raufrückte, sich von den Preußen gelöst hatte und dann zur Verstärkung kam. So, und dann hat man so lange gewartet, so lange beobachtet, bis man wusste, aha, das sind preußische Uniformen, und dann sind die Beobachter schon abgehauen. Die haben also zu diesem Zeitpunkt um 16 Uhr gewusst, dass Napoleon, wenn der überhaupt einen Sieg gegen Wellington erreichen würde, einen absoluten Führersieg erreicht hätte, also ziemlich geschwächt aus der Aktion rausgeht. Und in dem Augenblick, wo die Preußen anrückten, wusste jeder, die Schlacht war für Napoleon durch, die war verloren. Und das war gegen 16 Uhr der Fall. Da hatten die Agenten also ausgemacht, das sind die Preußen, die im Anrücken sind, da gibt es keinen Zweifel mehr. Die haben sich sofort in Bewegung gesetzt, sind über den Kanal übergesetzt und sind am nächsten Morgen, so wie Biografien beschreiben, vom Rothschild selber empfangen worden mit der Nachricht, und der ist weiter nach London. Wir haben also da keine ungeheure Strecke von Dover bis nach London, auch aus heutiger wie aus damaliger Sicht nicht. Als dann der Stock Exchange aufgemacht hat und es darum ging, wer weiß was über die Schlacht von Waterloo, wusste keiner wirklich was. Also keiner hatte eine offizielle Mitteilung vom Schlachtfeld gehabt. Aber der ist bei Eröffnung der Börse hingegangen und hat sofort seine Staatsanleihen verkauft. Staatsanleihen, Kriegsanleihen und die Bonds, also die Krone praktisch ausgegeben hatte. Der fing an, die zu verkaufen, also nicht nur er selber, sondern auch über Mittelsmänner. Und daraus schloss die ganze Börse, der weiß Bescheid. Der weiß Bescheid. Der hat also keine Miene dabei bezogen, so wurde er auch wirklich beschrieben. Keine Miene bezogen, hat immer weiter verkauft. Und alle Welt dachte, der weiß Bescheid, die Schlacht ist verloren, Napoleon hat die Schlacht gewonnen. Und alle verkauften die Kriegsanleihen, weil England, also die Krone, eh pleite war. Und man wusste, wenn da nichts passiert, passiert auch mit dem Geld weiterhin nichts, außer dass man sein Geld wirklich verliert. Also gab es einen erdrutschartigen Verkauf, und als dann der Siedepunkt eigentlich da war, wo fast alles verkauft war, so zwischen 13 und 14 Uhr, ist er hingegangen und hat aufgekauft. Und in einer rasenden Eile aufgekauft für einen Apfel und ein Ei. Fast über 60% des ausgegebenen Vermögens der Krone. Und das hat gereicht. Und dann kam die Nachricht vom Schlachtfeld. Da waren alle Verkäufe oder alle Käufe getätigt, dass Napoleon eben die Schlacht verloren hat. Und dann war die Krone sozusagen, die Crown Corporation, in privater Hand. Dadurch auch die Bank of England. Nicht? Das ging an einem Tag, am 19. Juni, ging das alles über die Bühne. Also ein genialer Zug sozusagen aus seiner Sicht, sieht natürlich sehr viel Geld und Macht anzureichern. Nebenbei gesagt, Rothschild gilt ja auch einer als der ersten Begründer, glaube ich, mit von Presseagenturen. Also die Agentur Reuters zum Beispiel ist ja eine Rothschild-Gründung. Nee. Ist das richtig? Nee. Julius Reuter ist selber Jude gewesen und hatte mit Rothschild eigentlich nichts zu tun. Der hat nur den Namen Reuter angenommen durch Heirat, und der hat selber diese Presseagentur gegründet. Der hat mit Brieftauben operiert, und der hat nachher, als das erste Kabel gelegt wurde, seit 1865, ist da eingestiegen, hat auch die ganzen Signalstationen, der hat es begriffen, worum es ging. Die Rothschilds haben ihn genutzt. Die haben ihn auch dafür bezahlt. Und er hat auch mal gleich 1865 einen ekelhaften Streit mit denen gehabt, weil die den einfach nicht mehr bezahlt haben. Und wo der fast dran pleite gegangen wäre. Also die sind untereinander dann auch nicht sanft miteinander umgegangen. Ne? Also der hat sich wirklich selber etabliert. Okay, gut, dann hast du mich nochmal berichtigt an der Stelle. Aber zumindest gab es einen Zusammenhang, dass Rothschild finanziert hat, ja. die Reuters. Also insofern. Aber zumindest stark in Anspruch genommen, also auch starke Auftragslage, ne? Das auf jeden Fall. Okay, ja, dann lass uns doch nochmal zu dem Thema City of London kommen. So, da sind wir wieder, auch auf dem Stream. Der Ton war mal wieder weg, deswegen mussten wir nochmal neu starten. Ja, Entschuldigung für die technische Störung. Ja, es hat sich leider der Browser mal wieder aufgehängt. Ja, gut, Bernhard, wir fangen nochmal an, haken nochmal ein bei der Frage, die dort war. Also, welche besondere Rechtsstellung oder Stellung hat die City of London?
Ja, also die ist wirklich eine althergebrachte Rechtsstellung aus der Zeit, ja, ich möchte mal sagen, Hochmittelalter, frühes Hochmittelalter. 886 hat die City schon, also damals wirklich die Stadt London, die in den Wällen existiert hat, besondere Rechte von Alfred dem Großen bekommen, dem damaligen König von England. Das war ein Angelsachse. Und die Rechte, die sind dann 931 von seinem Nachfolger Æthelstan, das ist ein Name, der also kaum jemandem geläufig ist, nochmal ausgeweitet worden. Und zwar auf eine ganz besondere Art und Weise. Die haben in England damals zu der Zeit 6 Münzprägestätten gehabt für Silbermünzen. Und 931 gibt dieser Æthelstan dann an die City of London das Recht, nochmal selber eigene 8 Münzprägestätten in der City aufzubauen. Steht ja in keinem Zusammenhang, denke ich, ne? So, rein von der Fläche her steht es in keinem Zusammenhang. Aber in der ganzen Zeit, in der die City jetzt schon diese Rechte bekommen hatte, bis 931 haben sich unheimlich viele Händler da bewegt, aus dem ganzen nordeuropäischen Raum, mit Waren, die von überall herkamen, die über Mitteleuropa geschleust wurden, über Frankreich, von der Iberischen Halbinsel. Und es haben sich da sehr, sehr, sehr viele Händler einfach auch getroffen, um zu handeln. Es war ein echter Knotenpunkt gewesen. Und gerade für die City ist dann praktisch eine Rechtsaufstellung durchgegangen, damit Händler auch nach Händlerrecht oder im Handelsrecht mit sich selber auch umgehen konnten. Im Handelsrecht für alle Nationen, die da beteiligt waren, ne? Oder für alle Sprachen, die daran beteiligt waren, möchte ich mal sagen. Das hat sich also wirklich weiterentwickelt. Man hat die englischen Könige haben durch die City of London eine ganze Menge Geld eingenommen, weil die City of London damals auch die Zollhoheit bekam. Also alle als Umschlagsplatz, alle Waren wurden praktisch da angeliefert, um in diesem Knotenpunkt gestapelt zu werden. Dafür wurden Gebühren fällig und. Eben auch die eigene Rechtsprechung. Man hat die City insofern auch schon verändert, dass viele, ich sag, heute würde man sagen Hotels Hotel Garnis da entstanden sind, ne? Also die Boarding Houses und sowas. Pension, genau, sowas in der Art, ne? Und dann eben ausdrücklich nur für Händler. Das hat also unheimlichen Anzug und Zulauf gehabt. Und dann gab es noch was Einschneidendes, 1141. Da möchte ich mich jetzt nicht vertun, kann auch 1132 gewesen, aber ich meine, bei 1141 hat der damalige König Heinrich I. der City of London das Recht eines Countys gegeben. Ein County ist ja, eigene Gerichtsbarkeit, eigene Steuererhebung und. Ne? So wie wir heute noch Countys zumindest in den USA erkennen können. Ne? Und vor diesem Zeitpunkt ist aber 1075 noch etwas passiert. Und zwar gab es 1066 eine der letzten bekannten Invasionen auf England durch Wilhelm den Eroberer. Schlacht bei Hastings, Stamford Bridge und so weiter. Die einzige Stadt, die sich da wirklich verteidigt hat und ihm den Zugang verwehrt hat, war die City of London. So, und das hat er geehrt. Der hat 1075 der City of London komplett ihre Rechte bestätigt. So, und das ist insofern bemerkenswert, weil ab 1066 setzte ein Umbruch im englischen Rechtssystem ein. Und zwar kannte das englische Rechtssystem vorher so eine Art, ich möchte mal sagen, eine Art Sachsenspiegel, wie wir den hier in Deutschland später auch nochmal gehabt haben, aber damals praktisch aus den freien Sachsen hervorgegangen waren, die von Karl dem Großen ja durch eine Invasion, ja, ich sag ganz, ganz salopp, einfach platt gemacht wurden, die mit ihrem eigenen Rechtssystem, nicht? Und Karl der Große eben mit dem kanonischen Rechtssystem dahin kam, um das zu erledigen. Aber dieses Recht herrschte in England bis 1066 vor. Und dieses Recht kannte eben auch den freien Bauern, also den freien, normalen Menschen. Also nicht den Edelmann oder den Baron oder Ritter, sondern auch den stinknormalen freien Bauern, der eigenen Grund und Boden hatte und für keinen
als Belehnter arbeitete oder in späterer Zeit eben als Pächter arbeitete, als Peasanter. Nicht? Das gab's also. So, und das wurde ab 1066 dann sukzessive erledigt. Der Wilhelm der Eroberer brachte das französische Feudalrecht mit. Das ist auch zum großen Teil kanonisches Recht. Und erledigte das. Ne? Siebte dann die freien Bauern Stück für Stück aus und verteilte dann deren Länder an Barone. Als Lehensherr an seine Lehensleute, Lehensmänner. Und das war schon der Umbruch. Das war also so, dass Common Law auf eine Weise verändert wurde, die mit dem Ursprung des Common Law nichts zu tun hatte. Aus der Sicht, der aus englischer Sicht. Und noch bemerkenswert dabei ist, es wird ja auch in der heutigen Zeit ganz offen über Admiralty Law gesprochen, also Seerecht. Das ist nicht in England entwickelt worden. Das kommt eigentlich aus Jerusalem. Das wurde da adaptiert von ja der Mutter von Richard Löwenherz. Die war am zweiten Kreuzzug, auf dem zweiten Kreuzzug war die zugegen mit ihrem Mann, mit Ludwig dem Siebten von Frankreich, der als Mönch galt, darum haben die sich auch später getrennt. Das meine ich jetzt nicht sarkastisch, das hatte dann auch später eine Bewandtnis, weil die dann Heinrich den Zweiten von England geheiratet hat. Und da gab es dann Zwist. Jedenfalls brachte diese Eleanor von Aquitanien dieses Seerecht aus Jerusalem mit, was der damalige König, also das war auch schon ein eingesetzter König, der Name, der liegt mir jetzt nicht auf der Zunge, der praktizierte das. Und dieses Seerecht hatte der übernommen aus dem alten Recht, man höre und staune, aus dem alten Recht, was damals im mediterranen Raum herrschte, was die Phönizier schon gebraucht haben. Also schon zu dem Zeitpunkt 2500 Jahre vorher. Und das Seerecht sagte im ersten Augenblick eigentlich nur aus, dass ein Kapitän, dessen Mannschaft oder dessen Seeleute irgendwie nicht richtig in Schuss waren, dass der alles tun musste, damit die funktionierten. Ich sage jetzt hier wirklich körperlich funktionierten. Die mussten nicht gesund sein oder die mussten nicht wiederhergestellt sein, die mussten funktionieren. So, und des Weiteren handelte das Seerechte eben ab, was kann ich, alles, was mit See zu tun hat, also Fracht, ich befördere Fracht, ich habe Fracht, ich will verkaufen in einem Hafen und. Das beinhaltete alles dieses Admiralty Law. Und das Erste, was die Eleonore von Aquitanien machte, die hat das dann auf der Insel Oderon, in der südlich von der Bretagne, eingeführt und wurde da bekannt als Rules of Oleron. Oder man kann auch heute sagen Rules of Oleron. Jedenfalls, als sie dann Heinrich den Zweiten geheiratet hatte, 1152, die hat sich also von dem Ludwig dem Siebten scheiden lassen, oder vielmehr der wollte auch nicht mehr, weil die nur in Anführungsstrichen zwei Töchter bekommen haben. Also die heiratete dann Heinrich den Zweiten, der damals Herzog von der Normandie gewesen ist und von Poitiers. Ihr hört richtig, der war dann auch König von England und hat alles zusammen nannte man das Angevinische Reich. Und der Heinrich der Zweite war aus dem Hause Plantagenet. Das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Diese Eleanor, die hat dann also 1160 dieses Admiralty Law eingeführt auf der Isle of Oleron. Und das ist dann auch gleichzeitig eingeführt worden in der City of London. Weil das ein anderer Rechtsraum war als der Rest von England. Und man sagte, man brauchte das, weil da eben auch so viel Handel passierte zu dem Zeitpunkt immer noch. Ne? Daraus hat sich also dieses Admiralty Law entwickelt, über diesen Weg. Das ist dann im Laufe der Zeit immer etwas verändert worden, gerade wie man das so brauchte oder wie man das anpassen musste. Und das hing auch zusammen damit zusammen, wie bekomme ich Steuern oder welche Steuern bekomme ich, an welchen Steuern kann ich als König dran teilhaben, wenn ich gerade wirklich Steuern brauchte. Es war eine relativ verzwickte Zeit damals, weil der Herrschaftsanspruch der Plantagenets sich nicht so sehr auf England beschränkt hat oder Teile von Irland. Man versuchte einfach sein
ja, ich sag mal, seinen Anspruch in Frankreich weit, weit auszubauen. Und wenn man auf Karten dieser Zeit schaut, dann wird man feststellen, dass die Plantagenets fast, also ich möchte ja vielleicht sogar mehr als die Hälfte des französischen Bodens als Lehen vom französischen König bekommen hatten, also sich im Laufe der Zeit auch erstritten hatten. Was für den französischen König eigentlich übrig blieb, war eine relativ kleine Kronendomäne, die aber finanziell völlig durchgesundet war. Dann gab es noch ein paar Lehnsleute, die abhängig waren vom französischen König, die also direkt an den französischen König, man würde heute sagen, Bericht erstatteten, also ihre Abgaben zahlten, aber die Plantagenets hatten ein Riesengebiet in Frankreich, das ein Dorn im Auge für den französischen König war, weil die daraus echte Funde abgezogen haben, richtige Funde abgezogen haben. Die Schwierigkeiten, die fingen eigentlich relativ früh schon an, so um 1170, 1173, als Heinrich II. Dann auch noch von seinen älteren Söhnen in Zusammenarbeit mit seiner Frau militärisch bedroht wurde, die Zugeständnisse, die er an seine Söhne gemacht hat, einzuhalten, nämlich den einen zum König von Anjou oder von Irland und. Diese Dinge, die gingen dann auf jeden Fall irgendwann so aus, dass zwei von den Söhnen tot waren. Zwei von den Söhnen tot waren und zwei noch eben lebten. Der eine war Richard Löwenherz und der andere war der später als Prinz John, der Robin Hood bekannte, oder auch Johann Ohneland, John Lackland. Der war nämlich der Jüngste und er hatte von seinem Vater nichts zugesprochen bekommen. Und darum hatte der auch den Beinamen John Lackland bekommen. Der Richard Löwenherz, der hat also in der ganzen Zeit vorher, bis der 1189 König von England oder von einem gewöhnlichen Reich wurde, auch gegen seinen Vater also wirklich Missstimmung gehabt und hat sich mit Philipp II. Von Frankreich gegen seinen Vater verbündet. Der Heinrich II., der, wie gesagt, eine ganz verzwickte Situation, der hat also allen seinen Söhnen verziehen, nur seiner Frau hat er nicht verziehen, die hat er dann eingeknastet von 1173 an bis 1189, bis er selber starb. Und dann wurde eben Richard Löwenherz König von England. Und der hatte in dem Augenblick aber nichts Besseres zu tun, als zu sagen, wir initiieren zusammen, der Philipp der Zweite von Frankreich und er, wir initiieren zusammen den dritten Kreuzzug und war dann mal eben weg. Und überließ seiner Mutter praktisch die Regierungsherrschaft über England und das angewinische Reich, wobei sie dann von ihrem jüngsten Sohn John auch immer wieder gestört wurde, der immer wieder andere Machenschaften aufgebracht hatte, bloß einfach, um nachher eines Tages nicht leer auszugehen. In der Zwischenzeit wurde dann auch von einem seiner verstorbenen Brüder war dann auch ein Nachfolger Arthur vorhanden, der dann irgendwo in Wales ein Herzogtum bekam, der dann auch irgendwie einen Anspruch auf den Thron hatte, den er auch irgendwann mal fürchtete, glattbügeln zu müssen. Insgesamt war es dann aber so, dass die Eleonore dann dieses Admiralsrecht, also dieses Seerecht, in England durchgedrückt hat, an bestimmten Gerichtshöfen, also vornehmlich in der City of London. Das war komplett eingeführt. Hat sich auch keiner der Söhne darum gekümmert, warum die da tat. War eine kluge Frau, eine schöne Frau, eine sehr, sehr, sehr einflussreiche Frau, was eigentlich für diese Zeit überhaupt nicht, sag ich mal, irgendwo auf der Karte drauf stand, dass eine Frau so viel Einfluss haben konnte. Aber die hatte den. Die ist letztendlich auch schon, ich glaube, über 80 Jahre alt geworden, was für die damalige Zeit natürlich auch enorm gewesen ist. Der Richard Löwenherz, der hat eine unangenehme Eigenschaft gehabt. Der war sehr forsch und in seinem Auftreten und teilweise sehr arrogant. Der hatte bei der Belagerung von Akkon das so weit gebracht, dass er dem Leopold von Österreich einfach die Standarte nach der Eroberung von Festungswall in den Graben reingeschmissen hatte. Das ist ein Zeichen dafür, dass jemand an der Beute nicht teilhaben darf. Das hat der Mann dem nicht verziehen. Und insofern kam es dann zu einem Ereignis, das dann die Dinge in England so ziemlich beschleunigt hat. Der wurde von dem Leopold auf seiner Rückreise durch Mitteleuropa, also als er nach England zurück wollte, gefangen gesetzt. Und dann an Heinrich IV., dem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation übergeben, der den hier in der Eifel auf dem Trüffels eingebuchtet hat und den gegen Lösegeld freilassen wollte.
die Mutter von Richard Löwenherz, die Eleonore, die hat krampfhaft versucht, die Lösegeldforderung, 23,3 Tonnen Silber, das ist eine Menge für die damalige Zeit, zusammenzukratzen. Der einzige Störfaktor, der dabei war, das war ihr Sohn John, der also eigentlich lieber selber König geworden wäre. Der ist in der Zeit hingegangen, hat sich mit Philipp II. Ja, so zusammengesetzt, also mit den Franzosen so zusammengesetzt, dass er gesagt hat, komm, ich schwöre dir ein Lehenseid, wenn du mir hilfst gegen meine Mutter und gegen Richard. Das war natürlich schäbig. Die Legende zum Beispiel von Robin Hood, die sagt ja auch aus, dass das ganze Land ausgeplündert wurde. Also was man gleichsetzen kann, aus heutiger Sicht wirklich gleichsetzen kann, ist, man findet einfach kein Silberbesteck, keine Silbergeschirre in Kirchen oder sonst irgendwo, die aus der Zeit stammen. Die sind einfach alle einkassiert worden, eingeschmolzen worden und abgeliefert worden. Also das Lösegeld ist tatsächlich bezahlt worden. Was dabei auch noch augenscheinlich passiert ist, ist wohl, dass Richard Löwenherz Heinrich IV. Den Lehenseid geschworen hat. Darüber kann man jetzt mal separat nachdenken. Das will ich nicht weiter ausführen, aber zu solchen Sachen ist man dann früher übergegangen oder zu solchen Sachen und Maßnahmen hat man gegriffen. Jedenfalls kam Richard Löwenherz dann 1194 wieder zurück nach England, hat seinem Bruder vergeben, der hat ihm tatsächlich vergeben, und hatte dann auch nichts weiter zu tun, als weiter Krieg zu führen, am besten auch in Frankreich, und nur um seine eigenen Lehensleute, seine Unterlehensleute zur Raison zu bringen, dass weiter Steuern eingetrieben werden konnten. Das heißt, England war zu dieser Zeit finanziell schon recht marode, also wirklich marode. Da ließ sich fast nichts rauspassen. Der Umstand, der dazu führte, dass man nicht so viel Steuern aus England rauspressen konnte, das war ein ganz gewitzter. Und zwar habt ihr auch öfter den Begriff Sestrique Vie gehört. Denke ich mal. Na, erklär ihn vielleicht sonst einfach nochmal ein bisschen. Das ist ein Begriff, der etwas später auftritt als in der Zeit. Vorausschauend, was zu der Zeit herrschte, das war der Sestrique Jure. Das heißt, ich habe etwas, sowas ähnliches wie ein Trust. Oder ich bilde einen Trust. Ich bin jetzt mal weg, so nach dem Motto, und jemand anderes muss für mich was verwalten. Dann übergab man seine Ländereien und sein Vermögen entweder an eine Person seines Vertrauens, die meistens in der eigenen Familie kaum zu finden war in der Zeit, warum auch immer. Dann übergab man das einfach der Kirche für einen gewissen Zeitraum. Und die Kirche hatte ihr eigenes Recht. Also es war so eine Art Treuhand, kann man sagen, ja? Trust ist ja Treuhand. Eine richtige Treuhand, ja. Und der Begünstigte, das war der, dem das eines Tages wieder zurück übertragen wurde. Oder einem Sohn oder einem Nachfolger, wenn irgendwas passierte. Nur die Besonderheit dabei gewesen ist, wenn das der Kirche, einem Erzbistum oder einem Bistum übergeben wurde, es wurden keine Steuern gezahlt. Und das machte den König natürlich irgendwie verrückt. Es gab keine Kohle mehr. Versteht ihr das? Also man entzog sich dadurch sozusagen, ja, wie man es heute kennt, Steuer. Also war praktisch eine Steuerflucht, kann man das so sagen. Eine Steuerflucht im Lande selber durch diesen Sestrique Jure. Zack, weg war das. Dann haben natürlich alle Könige versucht, dagegen anzugehen, die aufzulösen und Streit anzufangen. Berühmt zum Beispiel, auch von Shakespeare ist da was gemacht worden, Thomas Becket, 1170, der kam schon mit Heinrich II. Darüber in Streit, und der Heinrich II. Hatte sich dann lautstark darüber beklagt, wie so jemand mit dem König so umgehen konnte. Dann fühlten sich zwei Leute berufen, das als Mordauftrag anzusehen, und haben den dann praktisch in seiner Sakristei erdolcht. Das war nicht schön, nicht? Das kann man nicht so ohne weiteres hinnehmen. Da gab es auch Streit mit dem Papst, mit allem drum und dran. Nur trotzdem wurde der Sestrique Jure nicht unterbunden. Augenscheinlich ist aber so um die Zeit 1160, 1170 in ganz Europa massiv versucht worden, das kanonische Recht einzuschränken. Ich sag mal so als Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel im kanonischen Recht die Kirche jemand aufgegriffen hatte, der gestohlen hatte. Der wurde verurteilt und der kam für, ich sage jetzt mal, für einen Monat in Bau, oder der wurde ausgepeitscht oder sonst was, und dann war es gegessen. Wurde der aber unter Common Law aufgegriffen,
dann verlor er seinen Kopf, dann hing er. So, wenn ich aber einmal verurteilt war im kanonischen Recht, durfte ich von dem weltlichen Gericht nicht mehr verurteilt werden. Dann war die Sache ausgestanden. Und dann kann man sich vorstellen, wenn die Räuber irgendwo unterwegs waren oder wenn irgendwas passierte, von dem die sich erwischen ließen. Also nochmal kurz zur Erklärung, kanonisches Recht ist Kirchenrecht sozusagen. Kirchenrecht, ja. Also das Recht, was aus dem römischen Recht raus erwachsen ist das kanonische Recht, was das römische Recht weitergetragen hat. Und was dann auffällig ist eigentlich zu der Zeit, also was wirklich auffällig ist, ist, dass so im 11. Jahrhundert, so zur Zeit von Wilhelm dem Eroberer, auf einmal in Klöstern Gesetzestexte des römischen Rechtes gefunden wurden und wieder nach außen getragen wurde. Und das Augenscheinliche war, dass es auf einmal Personen gab, die Rechtssprachen, die in zwei verschiedenen Rechtssystemen ausgebildet waren. Einmal hier in Deutschland zum Beispiel Sachsenspiegel, aber dann auch Kirchenrecht. Und das zog sich über ganz Europa dann praktisch hin. Und die Leute, die versuchten da wirklich rauszukommen, das waren die Franzosen, die versuchten rauszukommen, aber die Deutschen nicht, weil hinter dem Namen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation steht natürlich eine Bürde. Nicht? Man ist also von Gottes Gnaden eingesetzt worden und versucht hat auch weiter laufen zu lassen. Und dann kommt eben diese Zeit, wo man diese Gesetzestexte in den Klöstern wiederfindet. Und gleichzeitig tauchen so Sachen auf, die wir heute kennen, zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Das kennt ihr. Nicht? Ja, ja. So, das taucht also vermehrt in der Zeit auf und da bin ich mir also nicht mehr ganz so sicher, ob es da vorher irgendwas gegeben hat, was vorher anders geregelt war. Ich tendiere zu der Meinung, also das ist jetzt wirklich meine Meinung, dass damals Europa verteilt wurde über Urkunden. Dass irgendjemand einen Lehnsspruch geben konnte oder einen verleihen konnte, also einen Lehen rausgeben konnte und einen Lehensmann dann noch Sublehensleute runtergeben konnte, bis der irgendwann mal bei denen landete, die unfrei waren, also nicht so frei wie andere, die dann als Pächter praktisch so Land beackert haben und ihren Zehnten abgeben mussten und so weiter. Das rührt aus der Zeit her. Die Zeit war natürlich damals mächtig im Umbruch und die mächtigen Umbrüche, die jetzt nichts mit Italien oder mit Deutschland zu tun hatten, die passierten tatsächlich in England. Der Richard, der starb 1199 bei einer Belagerung von Chalus, der wurde verwundet und starb dann ein paar Tage später darauf und der Nachfolger war dann sein Bruder Johann Oneland, John Lackland. Und der wurde als intelligent bezeichnet, aber auf der anderen Seite auch schon mal depressiv, aufbrausend, jähzornig. Und der hatte einen ziemlich ausschweifenden Lebensstil und der versuchte, da sein bröckelndes Reich, dieses angevinische Reich, wirklich durch militärische Maßnahmen zusammenzuhalten. Was der, wie soll ich das mal ausdrücken? Der hatte auf jeden Fall die leise Angewohnheit, auch mit jedem Streit zu kriegen, auch der das nicht wollte. Ein Beispiel ist, der selber hatte einen Sublehensmann, also einen Unterlehensmann in Frankreich auf eines seiner Lehnsgebiete, also er war selber ja auch lehnsverpflichtet an den französischen König, dann zu der Zeit Philipp II. Und dieser Unterlehnsmann, der fühlte sich von ihm schlecht behandelt und hat sich bei ihm beklagt und er reagierte nicht. Man würde heute sagen, das ist entehrend, weil er nicht reagierte. Also ist er hingegangen und hat sich dann bei seinem Lehnsherrn beschwert, bei Philipp II., der zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz mächtig gewesen ist. Aber der Philipp II., der holte sich dann die Rückendeckung von der katholischen Kirche, vom Papst, und sagte, man kann nicht gegen ihn vorgehen. Da sagte der Papst, ja, wenn er das so und so macht. Und das. Daraufhin ist er militärisch gegen ihn vorgegangen. Und das konnte sich John Lackland zu dem Zeitpunkt schon fast gar nicht mehr leisten. Durch diese ganzen Sestiquius nahm der immer weniger Steuern ein, durch seinen Lebensstil verprasste er eine Menge an Geld. Dann bekam der mit seinem Bruder schon gleich 1109, also mit seinem Halbbruder Geoffrey, der Erzbischof von York war, schon Streit um die Steuerkollekte, weil der hat ihn nämlich klar gemacht, hör mal, das ist ein Sestiquius, was ich hier verwalte, das sind mehrere, da kann ich keine Steuern draus zahlen. Das Recht ist abgesichert und von Alters her abgesichert. Darüber haben die beiden sich also praktisch als Halbgeschwister schon gestritten, auch ernsthaft gestritten. Und ein paar Jahre später kam dieser Streit dann noch weiter aus.
Und zwar gab es dann einen Erzbischof für Canterbury, der Stephen Langton, der ließ sich von Johann Ohneland auch nicht mehr viel sagen in puncto Steuerkollekte. Und da war der also sehr erbost drüber. Der stritt sich mit dem so dermaßen rum, dass sich dann der Papst 1208 einschaltete und sagt, also wenn das jetzt hier nicht zu Ende geht, dann gibt es auch ganz andere Maßnahmen. Dann wird ein Interdikt über England ausgesprochen, dass England zum Beispiel in England kein Gottesdienst mehr abgehalten werden darf und, und. Jetzt muss man sich in die damalige Zeit mal reinversetzen, was das hieß. Also wenn jetzt die Bevölkerung langsam mal hingehen konnte oder durfte, ein Gebet abzuhalten, dann habe ich eine schlimme Situation erreicht, aus damaliger Sicht. Dann war es eine richtig verfahrene Situation. Philipp II. Drängte, der drohte, auch überzusetzen, auch mit einem Heer nach England. Und der Mann, also John, konnte sich kaum wehren. Der konnte sich nicht drehen und wenden. Und in dem ganzen Zinnober ist dann der Stephen Langton noch hingegangen und hat die Kirchenfürsten, man muss ja wirklich Kirchenfürsten sagen zu der damaligen Zeit, und einige ausgesuchte Barone eingeladen nach Canterbury und hat denen dann erzählt, sag mal, Heinrich der Erste, der hat uns ja auch schon so eine Charter of Liberties gegeben, wo der gesagt hat, ich garantiere euch diese Rechte, zum Beispiel, dass Steuern nicht erhoben werden dürfen ohne triftigen Grund und. So eine echte Liste von Liberties. Das haben die Jungs sich dann alle angehört. Ich rede jetzt sehr salopp. Die haben sich das angehört und haben gesagt, ja, das ist doch eine Sache für uns, ne, dass wir dann also den König dann so beschneiden können, dass wir den kontrollieren können, das wäre doch was für uns. Wie gesagt, das war 1213, das dauerte auch einige Zeit, aber der konnte sich wirklich nicht mehr drehen und wenden und Philipp drohte jetzt tatsächlich 1214 überzusetzen nach England und ihm den Garaus zu machen. Der hatte also mittlerweile so viel Geld auf die Seite geschafft durch seine kleinen Domänen, aber gesunden und intakten Domänen, dass er auch also wirklich auch den Zusammenhalt hatte, ein Heer aufzustellen und überzusetzen. In dieser höchsten Not geht der 1213 hin, der John, und sagt, ich habe auf diesen ganzen Klumpatsch keinen Quatsch mehr, auf diese ganze Verantwortung. Ich will, dass der Papst sein Machtwort mitredet und schenkt England und Irland dem Papst. Verschenkt hat. Und bietet sich gleichzeitig als Lehensnehmer an für England und für Irland und sagt, ich zahle 700 Mark Silber für England im Jahr und 300 Mark Silber für Irland. Und der Papst sagt, jo, danke. Und das soll laut Legende innerhalb von 6 Tagen abgewickelt gewesen sein zwischen Rom und London. Das heißt also, das war eine abgekartete Sache. Der wusste, dass er ziemlich schwer unter Druck stand, durch die Baronerie, die er nicht mehr richtig mit wollte. Und die hatten dann in dem Augenblick, wo er das machte, wirklich die Faxen dicke und sagten zu dem Stephen Langton, dann schreib uns das in die Hand rein, diese Charter of Liberties, die legen wir neu auf. Und daraus wurde dann 1215 im Juni die Magna Carta. Und ich glaube, am 15. Juni 1215 hat dann John notgedrungen die Magna Carta gesiegelt, also unterschrieben, weil er nicht mehr weiter wusste, um selber auch noch ein Heer aufzustellen, um nach Frankreich überzusetzen, um Philipp zuvorzukommen, was er dann auch tat. Und kriegte dann bei Bouvines, in der Schlacht bei Bouvines, fürchterlich einen auf den Deckel, wo die ganze Kiste dann verloren war. Auf jeden Fall tat er dann etwas, was nicht so ganz fein war. Der beschwerte sich dann über den Bischof und über die Barone, dass sie ihm jetzt kein Tribut mehr zahlen und er kein Tribut, also kein Lehnsgeld mehr zahlen konnte an den Papst. Und daraufhin ist der Papst hingegangen und hat von dem Stephen Langton verlangt, dass er dann die Barone exkommuniziert, also mit einem Bann belegt, Interdikt ausspricht und alles Mögliche. Und der hat sich aber geweigert. Und dann kam es richtig zum Ärger. Stephen Langton wurde dann aus England rausgedrückt. Der musste dann fliehen, auch praktisch auf Druck vom Papst, von Johann sowieso. Und das nutzte dann Philipp II., um 1216 tatsächlich nach England überzusetzen und im Juni 1216, London zu besetzen. Und dann war die Kiste am Ende. Die Barone standen nicht mehr auf der Seite von Johann. Keiner machte mehr mit. Die Kapetinger waren in London. Ende der Fahnenstange. Kurz darauf stirbt er.
Johann Ohneland, und der Papst ist dann allerdings auch gestorben, und der Nachfolger von Johann, sein Sohn Heinrich III., hat dann den Stephen Langton wieder zurückgeholt und hat dann die Kapetinger auch aus England wieder vertreiben können, mit Hilfe der Barone, die sich dann hinter ihn gestellt haben. Zu diesem Zeitpunkt, wo wir da sind mit der Magna Carta, haben wir immer noch nicht das, was eine Verfassung ist. Was eine Verfassung ist, haben wir nicht. Die Magna Carta war ein Zugeständnis von Rechten an die Barone und ausschließlich an die Barone und an den Adel und an die Kirchenfürsten in Bezug auf Steuern und Sammlungen und Tarife und Zölle. Das war's. Und dann immer noch mit der Einheit City of London als rechtlich selbstständiges Gebilde seit 1189 mit einem eigenen Bürgermeister, seit 1141 eigenes County. Aber seit 1141 mit der Krone als Corporation da drin. Das heißt, die Krone wurde zu einer Firma umgewandelt. 1141 wurde die zu einer Firma innerhalb der City of London, weil es da wirklich nur den Bürgermeister gab, aber keinen König, keine Königin, nur die Verwaltung und die Lehenszusage an den König, den an Zöllen und Tarifen zu beteiligen. Und natürlich an den Gerichtsentscheidungen, wenn zum Beispiel über Sachen, die auf See verloren gegangen sind oder die eingezogen worden sind, da Gerichtsverhandlungen, also diese Admiralty Law, ausgeübt wurde. Ja, vielleicht lass uns den Zeitpunkt mal nutzen, um vielleicht auch gleich nochmal auf ein paar Fragen aus dem Chat einzugehen. Aber vielleicht die Frage auch nochmal gleich vorweggenommen. Wie sieht das dann heute aus? Also hat die Stellung der City of London sich heute verändert im Laufe der Zeit? Du hast ja auch erzählt, dass England sozusagen an den Papst verschenkt wurde. Sind denn diese Besitzansprüche immer noch da, oder ist das irgendwann auch nochmal aufgelöst worden? Ich sag mal, das ist gelöst worden, wie der gordische Knoten mit dem Schwert gelöst worden ist. Wenn man die Geschichte etwas weiter verfolgt, dann gab es nach der Magna Carta 1217 gleich auch nochmal eine Charter of Liberties, nochmal eine Absegnung der 1215er Klauseln. Und was in der nächsten Zeit passierte in England, war eigentlich, dass jeder versuchte, als König versuchte, seine Corporation innerhalb der City of London Vermögen zu machen, aber natürlich auch mit dem Einfluss als König. Aber jede Menge Gegenpart hatte. Es kam dann irgendwann mal im Laufe der Zeit zu den Rosenkriegen, die vielleicht auch bekannt sind, Rote Rose, Weiße Rote Haus, Lancaster Haus, York, die sich bekämpft haben, wo dann letztendlich der Vater Heinrich der Siebte, der Vater von Heinrich dem Achten hervorgegangen ist. Und derjenige, der dort wirklich, also Heinrich der Siebte war fast ein Gauner gewesen, der also überall eigentlich nur geguckt hat, dass wirtschaftlich jemand anders in die Enge getrieben wurde, also aus Belgien oder aus Flandern oder aus Deutschland, bloß um britisches Tuch irgendwie hoffähiger zu machen. Nicht? Also die hatten eine ganze Zeit lang richtig viel verpasst durch diese ganzen Querelen untereinander. Aber Heinrich der Achte, der hat dem allen ein Ende gesetzt. Der hat die Witwe seines Bruders geheiratet, die Katharina von Aragon. Und die hat ihm eine Tochter geschenkt, 1516, die Mary, die später auch als Bloody Mary, also nicht als Getränk, sondern als die blutige Maria in die Geschichte eingegangen ist, eine echte überzeugte Katholikin. Und der hatte dann irgendwann, sag ich jetzt mal wirklich salopp, auf Katharina keinen Nerv mehr und wollte sich von der scheiden lassen. Und dann gab es ja Zinnober mit dem Papst, der sagte dann immer, das geht absolut nicht so, wie du das vorhast. Und das hat er aber durchgezogen. Er hat dann gesagt, nee, das ziehe ich durch. Das ziehe ich einfach durch. Der hat sich dann von der scheiden lassen, hat die Ehe dann aufgehoben und hat dann Anne Boleyn geheiratet. Was er dann, das war 1532, was er dann aber auch noch gemacht hat, war 1534 sich dahinzustellen und zu sagen, ich bin das Oberhaupt der anglikanischen Kirche weltweit. Die hat er dann geschaffen. So einfach, um sich dann auch von dieser Lehnsherrschaft, die in den anderen Jahrhunderten zwischendurch nicht mehr bedient worden ist, aber um sich da klar abzugrenzen und England klar auf seine Seite zu ziehen. Er hat gesagt, ich gehöre nicht mehr der römisch-katholischen Kirche an, ich bin die anglikanische Kirche. Und jeder in England
gehört er dann der anglikanischen Kirche. Und das machte er dann auch relativ einfach. Der zog dann 800 Kirchengüter ein, alle Klöster, und unterstellte sich, die schlug die der Krone zu und hatte praktisch Befehlsgewalt dann gleich darüber. Ne? Und etwas Bemerkenswertes ist dann zu der Zeit auch passiert in ganz Europa, da war ja die Zeit von Martin Luther schon angebrochen, 1517, und die Leute, ich sag mal, die Kirche geriet halt durch diese Reformierten tatsächlich in Unordnung. Der Heinrich der VIII., der nutzte da, der sagte, pass auf, ich beobachte das, was da passiert, und der stellt auf einmal fest, in ganz Europa, besonders also in Mitteleuropa, werden überall Kirchenregister eingeführt, obwohl es hier schon 1325 in Rheine, hier im Emsland auch schon ein Kirchenregister gegeben hat, aber zu dem Zeitpunkt ab 1530 kann man sagen, verstärkt wurden da die Kirchenregister eingeführt, und die wurden alle in lateinischer Sprache geführt. Das heißt also, jemand, der sich da einschreiben ließ, so, wir haben geheiratet oder wir haben ein Kind bekommen, der konnte das gar nicht lesen, das konnte nur der Pfarrer lesen. Die konnten gar kein Latein, nicht? So, das setzte also ein, und die Kirche beanspruchte dann daraus zu sagen, ey, die haben sich uns treuhänderisch übergeben, die haben sich da einschreiben lassen. Das war in der Zeit also relativ wichtig, um dokumentieren zu können, dass man mit solchen Sachen wie Ablasshandel oder Inquisition goldrichtig lag, wenn irgendwie einer abtrünnig wurde. Man denke immer noch daran, an dieses Dekret von 380, als die Kirche gesagt hat, und alle anderen erklären wir hiermit für toll, wahnsinnig und wirklich verrückt. Das ist eine einfache Aussage. Und Heinrich der VIII. Merkte das, nutzte das für sich und sagte, damit können wir noch eine ganz andere Sache erledigen. Vorausschickend muss man sagen, 1538 hat er seinen Lordkanzler, der Thomas Cromwell hieß, den hat er losgeschickt und hat in jedem Parish, der Parish ist die Kirchengemeinde, auch ein Register einführen lassen, ein Taufregister, wo sich dann alle eintragen lassen mussten, die in dem Parish lebten. Damit waren die auch alle erfasst. Und in England ist es verdammt gründlich gemacht worden. Die haben wirklich alle Leute erfasst. Und haben darüber auch schon die ersten richtigen Volkszählungen gemacht. Da ging es dann also wirklich auch um Geld. Da gehörte also jeder zum Parish. Und wir erinnern uns, der hat gesagt, ich bin dann Oberhaupt der anglikanischen Kirche weltweit. Ich habe 800 Klöster eingesackt und Kirchengüter noch dabei eingesackt. Und wer gehört zum Parish? Oder wozu gehört das Parish? Das ist die gute Frage. Die gehört natürlich auch zu der ortsansässigen Kirche, die er eingesackt hatte. Und jeder, der im Buch eingeschrieben war oder registriert war, gehörte ihm dann praktisch auch persönlich. Eine Ausnahme machten dann die sich da nicht drin eintragen lassen mussten. Das waren dann natürlich der Adel, Lords, Pairs und Barone. Ne? Und in dem Zuge hat er auch gleichzeitig gesagt, wir haben eine ganz wunderbare Einrichtung in der City of London, wir haben da das Admiralitätsrecht, da wird alles drüber abgewickelt. Alles, was abgehandelt werden musste über Admiralitätsrecht oder was auf See passierte, wurde dann auch in London abgehandelt. Was passierte als nächstes? Der führte 1540 den Sestwicke ein, den ersten, und erklärte alles für das auf See verloren und untergegangen, was sich nicht innerhalb von 7 Jahren als lebendig erklären konnte. Das heißt, wenn irgendwo einer sagt, ich habe einen Sestwicke gemacht, habe das übergeben und bin nicht innerhalb von 7 Jahren da, oder der Begünstigte kann sich nicht innerhalb von 7 Jahren melden, dann ist das Ding erledigt. Und das wurde erledigt vom Admiralty Law vor dem Gericht in der City of London. Dann gab es dann in der City of London noch Inner Temple, Middle Temple, Lincoln's Inn, Gray's Inn, und das war da, wo die Advokaten gesessen haben, und die verdienten dann ihre Kohle damit. Das wurde da verhandelt. So, und die Geschichte, die ist dann auch weitergegangen. Heinrich der VIII. War relativ rabiat, also der hat sich gar nichts bieten lassen. Jemand, der auch wirklich dann nur wirklich falsch gehustet hat, ich will jetzt wirklich bewusst übertreiben, der kriegte immer sein Lieblingsding an den Kopf geknallt, Treason, Hochverrat. Darunter litt auch irgendwann Thomas Cromwell und wurde dann abgesägt. Die Köpfe rollten schnell, der hat 6 Frauen gehabt. In England hieß das früher immer survived, beheaded, divorced, divorced, beheaded, died, divorced, beheaded, survived. Das waren also die 6 Frauen. Davon hat nur eine überlebt, der Rest ist perdu gegangen. Da hat er also gut dazu beigetragen.
Insgesamt kann man sagen, der war sehr patriarchalisch ausgerichtet, der war sehr martialisch ausgerichtet, der hat also neben sich nichts gelten lassen. Was weitergetragen wurde, ist die Rechtsprechung, die wirklich auch in die Zeit seiner Tochter Maria reingetragen wurde, die dann alles wieder zum Katholizismus umkehren wollte und riesige Missstände in England herbeiführte. Und die wurde dann abgelöst von ihrer Schwester, also von ihrer Halbschwester Elisabeth I., die das alles, was da passierte, tatsächlich verstärkte. Die führte 1584 ein Register ein, dass jeder dann auch noch, der in so einem Parish registriert war, einen Stempel bekam, P, also im Register ein P, das heißt Pauper, Poor oder Peddler, also alles nur Arme, Bettler und Menschen, die man eigentlich nicht zählte. Und wenn ich jetzt darüber den Überspann nehme zu den Bill of Rights, dann sagen die Bill of Rights letztendlich nur aus, dass der Baron oder der Lord, der William dem Dritten und Mary der Zweiten die Gefolgschaft geschworen hat für den Fall, dass ihm was passiert oder dass die beiden dann auch den Adel verteidigen müssen, also auch die City of London verteidigen müssen. Im Zusammenhang mit allem, auch mit all the people on their estates. Und Estate darf man zu diesem Zeitpunkt nicht mit Vermögen übersetzen, sondern mit Staat. Das heißt, es ist keine Verfassung, es ist auch keine Gerechtigkeit für den kleinen Mann gewesen, der wurde einfach mit auf dem Papier runtergewischt. Und ungefähr 25, 26, 27 Jahre vorher gab es nochmal einen Gesetzesakt, der von Charles II. Gemacht wurde, 1662, das war der Act of Removal and Settlement, oder Settlement and Removal, so heißt er richtig. Da wurde das, was Elisabeth II. 1584 mit dem Pauperismus da manifestiert hatte, mit diesen P-Zeichen, richtig manifestiert. Da bekam jeder so eine Art Ausweis, so wie wir das heute kennen. Und da wurde dann auch richtig Pauper reingeschrieben. Und das waren dann die untersten Leute in so einem Parish. Und darüber wachte der Geistliche, der Parish leitete, oder auch der Friedensrichter. Daher kommt Friedensrichter, Justice of Peace. Und die mussten nämlich nur für eins sorgen. Wenn irgendjemand aus einem Parish in das andere rüberwechseln wollte oder hinwandern wollte, dann musste der für 40 Tage gewährleisten, dass der ohne Ärger, also ohne aufzufallen, sich selber ernähren konnte und arbeiten konnte. Ging das nicht innerhalb dieser 40 Tage, dann war dieses neue Parish, also wo der neu hinkam, war dazu berechtigt, den zurückzuschicken zum alten Parish und die mussten den wieder aufnehmen. So viel zur Reisefreiheit. Und da hat sich bis heute, denke ich mal, also der Hintergrund hat sich da wirklich bis heute gehalten, ne? Ja, okay, dann lass uns mal an der Stelle auch nochmal auf ein paar Fragen aus dem Chat eingehen. Und zwar schaue ich gerade nochmal hier rein in meinen Chat hier. Aha, also Sunny fragt, ob in deiner Recherche, also ich übersetze das ganz einfach mal, ob in deiner Recherche auch dir etwas zu Ohren gekommen ist über die angeblich eingefügte Zeit. Also es gibt ja so ein Gerücht, dass dort eventuell 300 Jahre dazu gedichtet worden sind. Hast du da irgendwie auch mal was recherchiert in diese Richtung? Ja, also recherchiert nicht, aber die Vermutung liegt wirklich nahe. Und man kann eigentlich dadurch, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, drauf kommen, mit dieser Erwähnung erstmals urkundlich erwähnt. Du fragst dich immer, was ist in der ganzen Zeit vorher passiert. Ne? Also eine relativ sparsame Zeit ist die Zeit um Karl den Großen rum und vorher. Die ist relativ sparsam ausgekleidet. Und da könnte sein, dass die Lücke da also zwischen dem 5. Jahrhundert, also zwischen dem 6. Jahrhundert und dem 9. Jahrhundert wirklich eingefügt ist oder sehr komprimiert dargestellt worden ist. Das kann also sehr gut sein. Da kann ich also jetzt so aus dem Stegreif wirklich nichts zu sagen, aber es fällt auf. Es fällt wirklich auf, ja. Also die Vermutung liegt nahe, dass ja, da eventuell manipuliert ist. Dann kommt natürlich die Frage auch zu deinen Quellen. Also wie bist du zu deinem Wissen gekommen? Wo orientierst du dich da? An welchen Quellen kannst du dich dort kannst du dein Wissen sozusagen herausziehen, dass du halt auch mehr weißt als das, was vielleicht in einem normalen Geschichtsbuch drin steht? Also es ist eins wichtig. Ich habe
in früherer Zeit relativ genau das gewusst, was in Geschichtsbüchern drin gestanden hat. In wirklich früherer Zeit. Ich denke, für jeden ist es wichtig, wenn ein Punkt kommt, wo man sagt, ich will darüber mehr wissen. Entweder gibt es einen Anstoß nach dem Blickwinkel, immer ich komme damit nicht zurecht, was da gesagt worden ist. Stimmt die eine Seite, stimmt die andere Seite, dass man sich dann in den Quellentext daran fällen muss. Und wichtig ist, also wirklich ganz wichtig ist, dass man ziemlich nah an der Quelle dran ist. Ziemlich nah am Zeitgeschehen dran ist. Es nützt also, mir persönlich bringt es nichts, wenn ich heute ein Buch lese, das neu aufgelegt worden ist, das sagt, ich habe neue Erkenntnisse darüber, ich interpretiere jetzt aus der Zeit, was weiß ich, 30-jähriger Krieg. Da müsste man zeitnahe Quellen wirklich angehen, auch Bücher, die vielleicht 100 Jahre später geschrieben worden sind und die Überlieferungen irgendwie noch beschreiben. Die sind wirklich zeitnah. Und die geben mehr Aufschluss, ne? Und die geben vor allen Dingen, lassen die eins zu. Was heute gerne gemacht wird, ist, ich beurteile nach heutigen Ermessenssachen, also nach heutiger Gegebenheiten, Menschen wie Wallenstein oder Friedrich den Großen oder Napoleon oder auch Rothschild, ganz egal, also da will ich jetzt keinem Unrecht mit tun. Ich beurteile die nach heutigen Maßstäben und sage, das kann alles nicht sein, das darf alles nicht sein und reißt die aus ihrer Zeit raus und ich habe dann wirklich ein leichtes Spiel, jeden zum Arschloch zu machen. Nicht? Und das ist eigentlich das Gefährliche. Man muss also so weit in der Quelle zurückgehen, dass man sagen kann, okay, das hat Authentizität, das kommt dem unheimlich nahe. Und dann sollte man sich auch bemühen, mehrere Seiten sich einfach anzugucken. Also nicht nur eine A-Kategorie, auch eine B-Kategorie oder etwas, wo jetzt zum Beispiel so ein Zeitgeschehen an anderer Stelle nochmal irgendwie eine Berührung hat mit einem zweiten Zeitgeschehen. Das sollte man einfach machen. Es gibt also Sachen, die kann man wunderbar verknüpfen. Man glaubt gar nicht, wie viele Sachen man innerhalb der Zeit verknüpfen kann. Die Welt ist und bleibt ein Dorf. Okay, ja, und dann hat aus dem Team der Gino nochmal eine Frage. Bitte, Gino. Ja, danke, Michael. Ja, es passt einfach zum Thema, weil wir eben darüber gesprochen haben, oder du besser gesagt darüber gesprochen hast und es erklärt hast, bezüglich des Sonderstatus City of London. Ich hatte vor ein paar Tagen mit jemandem, der aus England kommt, eine Diskussion und erörterte dort kurz bei einem Bierchen die Thematik City of London und auch die verschiedenen Police Officer und Policemans. Also dort haben sie ja dann also auch irgendwo den staatlichen Polizisten und dann welche, die über irgendwelche Corporations oder sowas aktiv sind. Und meine Frage wäre dann halt also, gibt es diesen Sonderstatus City of London so heute noch? Ja. Das heißt also, dort gilt auch noch nach wie vor eine andere Rechtsstellung? Ja. Mhm. Okay. Die City of London hat eine eigene Polizei, die ist nicht der Metropolitan Polizei unterstellt. Das ist ganz wichtig, augenscheinlich auch. Die City of London, die Bürger der City of London, die heute knapp 8.000 zählen, die haben mal 390.000 zu einer anderen Zeit gezählt, also heute 8.000, die heißen auch nicht Londoner oder Engländer oder Briten, die heißen Freemen. Ah ja, okay. Nicht, also wirklich Freemen, in einem Wort Freemen. In der City of London kann praktisch jeder wohnen oder auch, da kann auch jeder hinziehen, der muss auf jeden Fall Engländer sein, der muss Europäer sein. Mhm. Das darf der. Und der muss eine Anbindung irgendwie an Europa haben. Das heißt also, wenn ich eine Anbindung an Europa habe, ich sage jetzt mal ein Beispiel, ihr erinnert euch bestimmt noch daran, dass der George Bush Jr. Zum Ritter geschlagen wurde. Mhm. Das heißt, er hätte die Berechtigung, dahin zu gehen. Nicht? Und dann, es gibt ja also bestimmte Merkmale. Wir haben heute die Situation, dass über 500 größten Banken der Welt und Handelshäuser und Merchant Bankers, Handelsbanken, Warburg zum Beispiel, dass die da ansässig sind. Keine Bank legt eine Bilanz vor. Keine Bank bezahlt Steuern an das britische Finanzministerium. Sitzen tut da auch die Bank of England.
Okay, dann hast du mir zumindest soweit die Frage beantworten können, dass ich also auch nochmal auf die Sendung oder die aufgezeichnete Sendung dann verweise und ich dann mit meinem Bekannten dann vielleicht nochmal ein bisschen tiefer schürfe. Noch eins. Muss ich also wirklich, also manchmal überkommt es mich einfach, ich muss da nochmal eins hinterher setzen. Man spricht immer über Einladungen oder sonst was. Also der Bürgermeister, der Mayor of der City of London darf die Queen einladen. Der lädt die ein und dann ist die innerhalb. Bin ich noch auf Sendung? Ja, ja. Achso, dann ist die innerhalb von 7 Tagen da. Wenn der Cameron eingeladen wird, ist er innerhalb von 10 Tagen da. Und wir reden nicht von umgekehrt, wir reden von da, ne? Versteht ihr? Welchen Grund hat das? Das ist in den Bill of Rights manifestiert. Die kommen, also die Queen kommt mit ihrer bestimmten Kutsche, die da seit 1751 immer hinfährt. Die macht den Verschlag auf, er hält ihr das Schwert hin, sie fasst das Heft des Schwertes an. Und das heißt, wir sind deine Untertanen für den Augenblick jetzt. Das heißt aber, du verteidigst uns, wenn es uns ans Fell geht. Das ist in den Bill of Rights festgehalten. Und die Bill of Rights, mache ich noch eine kleine Ausführung, die gibt es eigentlich als Petition schon seit 1628. Da hat Charles I. Parlamentarier verhaften lassen, weil er einfach nicht mit dem einverstanden war, was sie im Parlament sagten. Und dann haben die Parlamentarier ihm praktisch diese Petition vorgelegt und haben gesagt, wir müssen als Mindestmaß das haben, weil wir vorher die und die Rechte hatten. Und das hat er nicht eingesehen. Und darüber ist es dann auch zu diesen Bürgerkriegen, also Bishops war in diesen 3 Bürgerkriegen gekommen und hat Oliver Cromwell hervorgebracht. Die Bill of Rights, die sagen ganz einfach aus, das ist hier ein Frieden auf höchster Ebene. Du respektierst uns, wir nehmen dich auf. Und du verteidigst uns und wir sind dir dann treu ergeben. Aber Steuern und solche Sachen und freie Rede, die enthältst du uns nicht mehr vor. Und das ist mit William III. Und mit der Mary II. Ausgemacht worden. Die haben die beide unterschrieben, weil der William im Grunde genommen ja nur King Consort sein konnte. Also die Mary war ja die Tochter von James dem Zweiten, der praktisch aus England dann geflohen ist. Nur in dem Augenblick war das abgesichert. Und das ist bis heute abgesichert und jeder hat sich dran gehalten. Und das Beste, was der City of London dann passieren konnte im Laufe der Zeit, war eben dieser Act of Settlement, dass dafür gesorgt wurde, dass nur protestantische Herrscher der Stuart-Linie, ne, protestantische Nachfahren praktisch auf den Thron kamen und dann, damit man also nicht mehr dieses Unterlaufen durch die Katholiken, also durch die richtige Stuart-Linie von James II. Hatte. Es hat ja dann mehrere Aufstände in England gegeben, diese Jacobites, die dann aber wirklich ziemlich brutal weggebügelt worden sind. Aber das Manifest, was daraus erwachsen ist, ist, dass die City of London steht wie eine Eins. Und dass jeder dafür Sorge trägt. Nur die City of London, die verschuldet sich nicht für irgendeinen Krieg oder sonst irgendwas. Dafür ist tatsächlich die Krone zuständig, aber nicht die Krone, als Privatbesitz in den Händen der Queen, sondern das englische Volk, das schottische Volk, das walisische Volk. Da werden die Steuern erhoben. Das ist also praktisch das Schlachtfeld der Steuererhebungen. So, und das macht man auch relativ einfach. Dafür hat man dann die Bank of England 1694 gemacht. Da hat man gesagt, die versorgt uns einfach mit Krediten, wenn wir das und das machen müssen, auch wenn wir Kriege führen müssen. Und dann müssen wir gucken, wie wir das da rausholen. Aus England, nicht aus der City of London. Mhm. Es hat nur einmal eine Abweichung gegeben, das aber nicht in Form von Steuern. Und zwar beim letzten Jacobite 1745 haben sich also die neu hinzugekommenen, betone ich jetzt wirklich mal, die neu hinzugekommenen Bürger der City of London, die sehr, sehr vermögend waren und bestimmten Auserwählten zugesprochen werden können, die haben mit 1,7 Millionen Pfund, natürlich nicht als Schenkung, sondern als Kredit, damals an Georg II. Praktisch die britische Krone unterstützt, um überhaupt Krieg führen zu können gegen die Jakobiten in Schottland und in England. Ist denn die City of London einzigartig in dieses Konstrukt? Ist es einzigartig, dieses Gebilde, oder gibt es dort auch noch ähnliche Stadtstaaten, wenn man es so nennen mag? Ja, es gibt also ähnliche Gebilde. Das ist auf jeden Fall Washington DC.
Nicht alles ist ähnlich aufgebaut. Und ich denke auch, nicht nur ähnlich aufgebaut, ist auch mit Hilfe von der City of London aufgebaut worden. Weitere? Gibt es noch weitere außer Washington DC? Weil ich mir so vorstellen könnte, was vielleicht im Augenblick, wo jetzt jeder einen Aufschrei macht, aber das müsste man aber wirklich mal genau untersuchen und kann man auch genau untersuchen und es lässt sich auch offenkundig so an, das scheint Berlin zu sein. Okay, zumindest West-Berlin. Oder ganz Berlin? Nee, ganz Berlin. Aha, okay. Und ganz Berlin ist ausgeschlossen vom Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Nach wie vor noch. Seit 1990, auch seit dem sogenannten 2+4-Vertrag. Okay, also es gibt immer noch, ja, also das hat dieses Konzept hat praktisch auch mehrere Standorte gefunden. Ja, wobei das in Washington, also ich sag mal, wirklich verfeinert worden ist, ne? Das ist also wirklich verfeinert worden. Inwiefern magst du da nochmal näher drauf eingehen? Die Hauptprämisse, die muss man einfach jetzt wirklich mal vorausschicken, ist, dass der amerikanische Bürgerkrieg in dem Sinne nicht erledigt worden ist. Also nicht mit einer Erklärung erledigt worden ist, der ist im Grunde genommen einfach wieder eingeführt worden. Und zwar hat es die besondere Situation gegeben im April 1861, als die Südstaaten sich von der Union seziert haben, sozusagen seziert haben, ist praktisch die ganze Gesetzesstruktur oder Gesetzeskultur in den Vereinigten Staaten zusammengefallen. Es hat weder in dem Augenblick einen Kongress gegeben, der ordentlich aufgestellt war, es hat keinen Senat gegeben, es hat kein Repräsentantenhaus gegeben. Die Verfassung ist in dem Augenblick eingeknickt, weil praktisch die 11 Südstaaten sich von den Verfassungen abgewendet haben, die für die Union gegolten hat. Ja, die war für die Union eingeführt, die Verfassung von 1791. So, das ist praktisch mal Fakt gewesen. In dem Augenblick hat Lincoln überhaupt keine Handhabe gehabt, gegen irgendjemand vorzugehen. Zumal man auch noch bedenken muss, eine Kriegserklärung an irgendjemand oder um irgendjemand Krieg zu erklären, hätte dann auch nur der Kongress gedurft, also Lincoln mit Unterstützung des Kongresses und dann auch nur eine ausländische Macht. War aber alles nicht gegeben. Also in dem Augenblick ist das ganze Rechtssystem zusammengebrochen in den USA. Und das Entscheidende, was dann passiert im April, also am 15. April 1861, ist damals der Aufruf gewesen, 75.000 Freiwillige aus den Milizen der Nordstaaten zusammenzustellen, um die Rebellion zu unterdrücken. Der Norden konnte natürlich nur sagen, das ist eine Rebellion. Der Süden ist immer von einem War between the two states ausgegangen, also von einem Krieg zwischen zwei Staaten. Bemerkenswert ist dieser Emergency Power Act vom 15.04.1861, der als Executive Order Nummer 1, Number 1 rausgegeben worden ist. Die Executive Order ist ein Instrument, dessen sich der Präsident immer im Kriegszustand bedient, weil er auf kein Gesetz zurückgreifen kann. Im weiteren Verlauf des Krieges mussten Sachen einfach bewerkstelligt werden, um überhaupt diesen Krieg zu finanzieren. Und zwar kennt jeder die Geschichte mit den Greenbacks, dass Lincoln hingegangen ist und hat selber Geld gedruckt, von einer Seite grün bedruckt, damit man sehen konnte, aha, das ist Kriegsgeld, das wird irgendwann mal wieder aufgelöst. Entscheidend ist aber dabei, dass dieses Geld auch nochmal mit Warbonds hinterlegt wurde, also mit Kriegsanleihen hinterlegt wurde, die in der ganzen Union verkauft wurden. Und geschickterweise sind dann auch Mittelsmänner, wie August Wellman zum Beispiel, in New York hingegangen und haben solche Bonds aufgekauft. Die Jungs, die dafür gesorgt haben, dass diese Bonds verkauft wurden, das war Jay Cook, ich muss jetzt an dieser Stelle sagen, ein Freund von Lincoln, und Henry Cook, auch ein Finanzier und ein Zeitungsmensch. Bei Jay Cook ist eigentlich auffällig, dass er am 1. Januar 1861 eine Banklizenz für Pennsylvania erworben hat, um gleich darauf im April, also man wusste, in welcher Situation man sich da befand zu diesem Zeitpunkt, also das ohne weiteres, der hat dann 3 Millionen Dollar an Pennsylvania verliehen, damit die Regimenter aufstellen konnten. Also man merkt eine richtig verzwickte Geschichte. Diese beiden, diese Cooks, die haben dann auch, da muss man jetzt auch nochmal drauf abstellen, ab Januar 1865 nochmal dafür gesorgt, dass über 800 Millionen Dollar an Bonds rausgegeben werden konnte. Da war der Krieg
praktisch, der war praktisch erledigt, der Krieg. Aber es wurden bis Juli, im April 65 waren die Kampfhandlungen zu Ende, aber bis Juli wurden diese Bonds noch verkauft. Und ihr könnt euch auch vorstellen, wer die mit Freuden aufgekauft hat. Lincoln ist am 14.04.65 erschossen worden. Eine Woche vorher hat er also gesagt, dass die am 25. Februar 1863 wieder eingeführte Nationalbank überflüssig ist und wieder erledigt wird. Gleichzeitig hat er gesagt, der Süden, der wird also freundschaftlich wieder aufgenommen, der wird wirklich wieder aufgebaut. Das Wort ist nachher missbraucht worden. Und gleichzeitig hat er eine Absage an die Schuldübernahme der konföderierten Kriegsschulden, hat er eine Absage erteilt. Er hat also klar gesagt nach Paris und nach London, also ihr habt auf das falsche Pferd gesetzt, das ist eure Sache. Wir übernehmen nicht die Kriegsschulden. Und in dem Vergleich müssen wir uns einfach mal an Zahlen gewöhnen. Das ist einfach in dem Bereich wichtig. Es hat ein paar Jahre zuvor den Krimkrieg gegeben, 53, also 1853 bis 56. Der hat auf englischer Seite für ca. 32 Millionen Pfund Kriegsverschuldung gesorgt, diese drei Jahre. 32 Millionen Pfund. In Paris kann man da nicht so genau drauf gucken, aber Tatsache ist, dass Napoleon III. Sich nicht von den Rothschilds in Paris finanzieren lassen wollte. Der hatte also insofern einen Rochus auf die, weil der wirklich noch in Erinnerung hatte, was 1817, 1818 bis 19 passiert ist, dass die Rothschilds also praktisch auch die französische Wirtschaft lahmgelegt hatten durch Auskäufe von Staatsanleihen. Er hat die also nicht zur Finanzierung zugelassen. Aber für eine Kompensation, da stand er also genug unter Druck, war, dass der 120 Millionen Franc für die Eisenbahn ausgeben musste an die Rothschilds, die das finanziert haben. In dem Zuge, weil die den Krieg nicht finanzieren durften. Wir haben jetzt also zwei Größen, 32 Millionen Pfund, 120 Millionen Franc. Jetzt kommen wir zum amerikanischen Bürgerkrieg. Der amerikanische Bürgerkrieg war ein sehr extensiver Krieg. Das war die Probestellung eigentlich, wo man sagen konnte, die Amerikaner schaffen das von 0 auf 100 in ein paar Minuten auf Kriegsproduktion umzustellen. Da hat es wirklich enorme Anstrengungen gegeben und da sind auch Namen zutage getreten, die auch heute noch in Erscheinung treten. Wichtig ist aber, dass dieser Krieg am Ende 1865 mit 6,6 Milliarden US-Dollar zu Buche geschlagen ist. Steht in keinem Verhältnis zum Krimkrieg. Das heißt also, sie haben wahnsinnig viele Kohle verdient und eine Erklärung dafür kann man sagen, also ein einfacher Unionssoldat, der bekam bis 1864 13 Dollar im Monat, 13 US-Dollar und ab 1864 16 US-Dollar. Die hatten am Ende des Krieges 2,1 Millionen Unionssoldaten unter Waffen. 2,1 Millionen. Der Süden konnte sich kaum strecken, der hatte zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal mehr 140.000 Mann unter Waffen. Aber die hatten 2,1 Millionen Mann unter Waffen, die bezahlt wurden. Die hatten riesige Rüstungsaufkäufe gehabt. Ein richtig guter Verdiener ist Bethlehem Steel gewesen, die später in einem großen Konzern, Vickers, Kriegsproduktionskonzern, mit eingebunden wurden, der im Ersten Weltkrieg auch eine massive Rolle gespielt hat. Auf allen Seiten. Aber dieser Krieg, nochmals, hat 6,6 Milliarden US-Dollar Kriegsschuld hinterlassen. Und da könnt ihr euch vorstellen, da wollte keiner von lassen. Und dann kommt einer hin und sagt, hey, wir erledigen das nicht. Im Süden alleine sind 2,2 Milliarden angefallen. Das ist unglaublich. 2,2 Milliarden. Das wollte irgendeiner wieder haben. Auch wenn es nur Buchgeld gewesen ist. Ne? Das wurde nur zum Teil mit Gold gedeckt und die Kredite dafür wurden überall aufgenommen. Die wurden in Frankfurt aufgenommen, die wurden in Wien aufgenommen, die wurden aber größtenteils in London und in Paris aufgenommen. Und heute redet man darüber, dass man eigentlich nur über einen Kredit von 15 Millionen Dollar weiß, den das Haus d'Arlanger rausgegeben hat. Die hießen vorher aber Erlanger, die kamen auch aus Frankfurt. Ihr könnt euch auch vorstellen, aus welcher Nähe die kamen.
da hat es auch Leute gegeben, die dort alles komplett so eingefädelt hatten. Und in dem Augenblick, als der hinkam und sagte, ja, ich beende den Krieg, ich beende die Executive Orders, ich stelle die Rechte der Staaten wieder her, ich stelle die Verfassungen der einzelnen Staaten wieder her, weil die ja auch abhandengekommen sind dadurch, dass die Union zerfallen ist. Jeder Staat hat ja seine eigene Staatsverfassung. Es war ja sozusagen ein Gebilde, wie das hier in praktisch im Deutschen Reich später gewesen ist. Es gab Texas als eigenen Staat, es gab genauso gut New York als eigenen Staat, genauso wie hier Preußen oder Hohenzollern gab oder Bayern gab als eigenen Staat oder Königreich Sachsen. So, und das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Dieses Ding ist auch kurzfristig nach dem amerikanischen Bürgerkrieg wieder aufgetreten. Da gibt es jetzt im Augenblick den Film über Lincoln, wieder diesen 13. Verfassungszusatz durchboxt 1864, den er am 1.2.1865 auch wirklich noch eigenhändig unterschrieben hat. Die Befreiung der Neger, also der Schwarzen, Entschuldigung. Der Punkt daran ist nicht der, was der Film zeigt, wie darum gekämpft wurde, dass Leute bestochen wurden und. Der Punkt ist eigentlich der, das ist durch den Kongress gegangen, ist durch den Senat gegangen, das Repräsentantenhaus hat zugestimmt, Lincoln hat unterschrieben. Jetzt fehlt nur noch ein Ding, damit das Ding überall anerkannt ist. Und das ist natürlich die Anerkennung der Staaten. Jetzt sind wir am 1.2.65 noch in den letzten Zügen vom Bürgerkrieg, der Belagerung von Richmond, Petersburg, unheimlicher Blutzoll für die Union. Vorausschicken muss man noch sagen, 1864 hat es eine absolute Kriegsmüdigkeit im Norden gegeben, die von den War Democrats ausgenutzt wurde, die wurde auch richtig ausgelöst. Ne? Und immer die latente Gefahr, dass England massiv in den Krieg eingreift, mit Truppen, die in Kanada stationiert waren, an die 40.000 Mann. Und in Mexiko standen immerhin 75.000 Franzosen, um vorgeblich natürlich Maximilian praktisch dazu zum Kaiser von Mexiko zu machen. Aber die standen im Grunde genommen dafür da, um auf Seiten der Südstaaten einzugreifen. Die Spaltung der Union war das erklärte Ziel, um Freihandel da einzuführen, wo ab 1857 Schutzzölle gelten sollten. Das ist das, was wirklich nach außen getragen ist. Aber zu dem Zeitpunkt 1.2.1865 war die Gefahr fast gebannt, aber man musste insgesamt für dieses Gebilde, für diesen 13. Verfassungszusatz eine Zustimmung der Union als Ganzes haben. So, was passierte, war am 14.04. die Ermordung von Lincoln. Der 13. Verfassungszusatz war noch nicht durch. Andrew Johnson folgt Lincoln. Andrew Johnson war auch auf Aussöhnung, aber auf seine Art bedacht. Der war der einzig verbliebene Südstaatler im Kongress und in der Regierung. Der Rest hat alles Abflug gemacht Richtung Heimatstaat, Virginia, North Carolina und eben was im Süden vorhanden war. Der Punkt ist jetzt der gewesen, der hat praktisch eine Amnestie auf die Leute, also auf die Führungskräfte erlassen, übrigens nach einem Field Code, nach einem Kriegsrecht, das 1863 von Francis Lieber aufgemacht worden ist. Da ist im Artikel 155 steht drin, dass der der Präsident praktisch begnadigen kann, sonst hätte es Gerichtsprozesse ohne Ende gegeben. Jedenfalls, der hat das gemacht, der hat die also praktisch begnadigt und hat dann diesen 13. Verfassungszusatz allen Staaten vorgelegt. Und jetzt gibt es diese einsame Geschichte bei der Annahme von Verfassungszusätzen, da muss jeder Staat in den USA zustimmen und man braucht eine Dreiviertelmehrheit aller Staaten, damit ein Verfassungszusatz durchgeht. So, und das ist jetzt der Punkt, der ist jetzt entscheidend. Für diesen 13. Verfassungszusatz haben 6 Südstaaten gegengestimmt. Nur 6 von 11. Die anderen 5 haben angenommen. Damit war die Dreiviertelmehrheit für diesen Verfassungszusatz tatsächlich gegeben. Der ist also durchgegangen. So, und dann passiert Folgendes. Seit dem Ende der Kampfhandlungen wird der Bürgerkrieg nicht mehr und weniger als 16 Mal für beendet erklärt. Entweder für alle, für bestimmte Regionen, Counties, für bestimmte Staaten. Völlig unübersichtlich und immer wieder haut der Kongress dazwischen und versucht, andere Sachen nach vorne zu bringen. Der Kongress war zu diesem Zeitpunkt wirklich so dominant von Republikanern beherrscht, die wirtschaftliche Interessen hatten, die auch wirklich in erheblichem Maße auf Banken zurückzuführen waren und auf Bahnen, auf Eisenbahnen.
auf Infrastruktur. Da steckt in dem Augenblick das meiste Geld drin. Und das ist auch im Bürgerkrieg bewiesen worden. Was dann weiter passierte, war der 14. Verfassungszusatz. Der kam dann 1866 im März. Gegen den hat Andrew Johnson als Präsident ein Veto eingelegt. So, der 14. Verfassungszusatz, der sagte auf einmal aus, den hatte der Kongress aber schon beschieden und durchgewunken, dass alle in den USA gleichgestellt waren, bis auf die Indianer natürlich, weil die Indianer in der Lage waren, mit Washington eigene Verträge abzuschließen, galten die nicht als Einwohner der USA oder als Einwohner der USA galten die nicht. Das muss man im Kopf auch noch behalten. Der 14. Verfassungszusatz sagte also aus, dass alle Menschen gleich sind, unabhängig von ihrer Hautfarbe. Was aber noch dazu kam, war, dass auf einmal der einzelne Staatsbewohner, egal ob der aus Alabama, Wisconsin oder Indiana oder sonst woher gekommen ist, auf einmal auch US-Bürger wurde. Denn der war überall in jedem Staat gerichtlich verfolgbar durch US-Bezirksgerichte, die es vorher schon gegeben hat, aber die komischerweise nur die US-Bezirksgerichte und der Supreme Court in Washington, nur die Gebilde liefen unter Admiralty Law. Das heißt im Prinzip, dass der 14. Verfassungszusatz eher ja durch Zufall entstanden ist. Also es war, also uns wird ja gesagt, nee, bewusst. Der ist bewusst entstanden. Okay. Die haben also genau gewusst, was sie machen. Also bei uns wird ja gesagt, der Bürgerkrieg ging ja eigentlich darum, um die Sklaven, die schwarzen Sklaven zu befreien. Nee. Der Bürgerkrieg ging in erster Linie darum, um die Union zu erhalten. Und das ist nämlich genau das, was mich im Alter von 14 Jahren stutzig gemacht hat. Als dieser Brief von Howard Grady bei Abraham Lincoln ankam und sagte, wir sind ja jetzt dafür angetreten, um die Schwarzen zu befreien, um die Negersklaven zu befreien, das steht wortwörtlich da drin, hat Lincoln geantwortet, wenn Sie mir einen Weg nennen, die Union zu erhalten, der darauf rüberführt, die Neger zu befreien, die Negersklaven zu befreien, würde ich auch das tun. Wenn Sie mir einen Weg sagten, dass ich die Union erhalten kann, ohne die zu befreien, würde ich auch das tun. Das war die Aussage nach der Schlacht von Antietam Creek, 17.9.1862, die für beide Seiten super verlustreich verlaufen ist, aber die man als taktischen Sieg verkaufen musste zum Ausland hin, um ein Zeichen nach England und nach Frankreich zu setzen. Daraufhin hat man sich zusammengefunden und hat gesagt, wir erklären zum 01.01.1863 die Negersklaven für befreit, aber nur ausschließlich in den besetzten südstaatlichen Territorien, noch nicht mal in den Nordstaaten, die selber Sklaven hatten, wie Missouri, Kentucky, Maryland, Delaware. Okay. Ja, dann lass uns doch nochmal. Aber nochmal, 14. Verfassungszusatz sind wir noch nicht zu Ende. Ja, okay. Da muss ich jetzt nochmal was Kleines hinterher schieben. Dieser 14. Verfassungszusatz, der ist nämlich von diesen Staaten, die ich eben genannt hatte, von diesen Nordstaaten, nicht anerkannt worden. Von Missouri, Kentucky, Ohio, Delaware, New Jersey und Maryland, die haben den nicht anerkannt. Damit waren also schon mal 6 weg. So, und wir wissen, wir brauchen eine Dreiviertelmehrheit, damit dieser Verfassungszusatz durchgeht. Und in dem Zuge haben die wieder eingesetzten Gouverneure, die vorher den 13. Verfassungszusatz haben durchgehen lassen, in den Südstaaten, die genau gewusst haben, was dahinter steckt, nicht, dass alle Menschen gleich sind, sondern dass alle Menschen auf einmal in den USA, in jedem Staat von einem Bundesgericht verfolgt werden konnten, kaufen konnten, verkaufen konnten, die konnten beschlagnahmt werden und, weil der Krieg nicht zu Ende war, die Executive Orders alle drin saßen, die besonders die General Order 100, zack, da war der Punkt da. Dann haben 10 von den 11 ehemaligen Südstaaten auch abgelehnt. Und wir hatten, 15, die abgelehnt haben. Wir hatten also keine Dreiviertelmehrheit. Der 14. Verfassungszusatz ist legal nicht durchgegangen. Was dann passierte, das gleicht Kanonenbootpolitik. In dem Augenblick wurde der Süden komplett wieder von Unionssoldaten besetzt, die Gouverneure abgesetzt und die Distrikte wieder neu eingeteilt mit Militärgouverneuren. Und diese Militärgouverneure, die haben dann bis 1868, 1869 diesen 14. Verfassungszusatz durchgewunken, also völlig illegal. Nicht gewählte Gouverneure, nicht legitimierte Gouverneure und darüber hinaus blieb noch der Süden
Florida und Louisiana bis 1877 von Bundestruppen besetzt und die Besatzung ist nur aufgehoben worden durch einen Deal, den ein Eisenbahnpräsident gemacht hat. Aber da will ich jetzt nicht drüber reden. Das heißt also, in dem Augenblick sind wir uns völlig darüber im Klaren, was passiert ist, 1866. Das Recht ist gebrochen worden, man hat es noch weiter glatt gebügelt, man hat versucht, dann ein Impeachment-Verfahren gegen Andrew Johnson einzuleiten. Das hat damals der Kriegsminister Edwin Stanton gemacht, der vorher alle Rüstungsaufträge unterschrieben hat und der sich hundertprozentig, also aus meiner Sicht raus, der sehr, sehr, sehr stark verstrickt ist in die Ermordung von Abraham Lincoln. Also das ist auch Beweis und belegbar, da habe ich einen eigenen Vortrag darüber aufgebaut. Das heißt nicht, dass, wenn ich das sage, das dazu ist, aber die Zusammenhänge sind einfach so platt und so gravierend, dass man den Mund offen stehen lässt. Und nach diesem Verfahren wird heute weitergearbeitet. Dann kommt 1871 der Washington DC Act, der eigentlich nur daher rührt, dass Washington pleite ist in dieser Nachkriegssituation, völlig überfordert ist mit seinem Wachstum, dass Kanalisation nicht funktioniert, Infrastruktur überhaupt nicht mehr gegeben ist. Man braucht Geld, man holt sich das Geld aus England und England sagt, also die Bank of London oder die Leute, die dahinter stehen, sagen, okay, machen wir aber alles in Form von einer Corporation. Und dann dazu hat man dann die District-Gesetze, die 1801 und 1802 aufgestellt worden sind, so lange gibt es Washington DC schon, die hat man dann geändert und hat praktisch alles so belassen, wie es ist. Man hat nichts geändert an den Verfassungen für die Staaten, man hat nichts geändert an der Verfassung der Vereinigten Staaten, nur alles war einfach durch diese Executive Orders, die niemals von Lincoln zurückgenommen werden konnten, alles außer Kraft. Die Reconstruction-Ära, die man so schön beschreibt, sagt, das ist der Wiederaufbau des Südens gewesen, war ein Ausnehmen und war eigentlich nur eine Militärhoheit, die hat also den Krieg nicht beendet. Und das war es eigentlich gewesen. Mitgespielt hat der damalige Präsident, der ehemalige Oberbefehlshaber der Unionsstreitkräfte, oder Ulysses Simpson Grant, der hat alles unterschrieben, was der unterschreiben konnte. Der hat alles mitgemacht. Und 1871 hat es dann so ausgesehen, dass Washington DC komplett losgelöst war als Corporation und hat, um andere daran teilhaben zu lassen, das haben die denen zur Wahl gestellt, also anderen Staaten, den Field Code eingeführt. Eine kodierte Abwandlung vom Common Law, die praktisch für die ganzen anderen Teile der Vereinigten Staaten gelten sollte, nur nicht für die Bundesbezirksgerichte, die überall waren, die District Courts. Und jeder Staat nahm an diesem Franchise-System insofern teil, wenn er sagte, ich erkenne den Field Code an. Ich bringe den in Aktion. Und das ist es, Entschuldigung, einfach gewesen, um praktisch eine Überlagerung zu machen von dem, was einmal das freieste Land der Erde sein sollte, nämlich die mit einer amerikanischen Verfassung, die auf preußischem Landrecht fußt. Okay. Ja, also es ist immer wieder schön, dir zuzuhören, gerade auch für Leute, die das sicherlich interessiert, da ein bisschen mal tiefer in diese Materie einzusteigen. Und es werden natürlich gewisse Zusammenhänge dadurch auch viel deutlicher. Ich frage mal ganz naiv, um auch nochmal zu unserem Thema zurückzukommen. Wir haben ja nicht nur das Wort Geschichte in der Thematik verwendet, sondern auch das Wort Marketing. Frag mal ganz naiv, gibt es so etwas wie Geschichtsplanung oder vielleicht anders gesagt, warum kann man im Zusammenhang von Geschichtsschreibung auch von Marketing reden vielleicht? Also ich möchte dazu sagen, also das ist jetzt meine Meinung und meine Empfindung, und Meinung ist immer etwas Kontroverses, also das muss jetzt nicht jeder adaptieren. Ab einem bestimmten Zeitpunkt gibt es tatsächlich Hinweise darauf, dass jemand eine gesunde Vorstellungskraft hatte, wie die Dinge zu laufen haben. Das gibt's. Das kann man nachvollziehen. Und das ist also locker, finde ich eigentlich, kann man das einsetzen mit der Revolution. Mit der amerikanischen Revolution von 1775. Ist natürlich auch ein interessantes Datum oder eine interessante Zeit. Da kann ich gleich mal die nächste Frage nochmal hinterher schieben. Welche Rolle spielen denn sogenannte Geheimgesellschaften auch aus deiner Sicht bei der Geschichtsmanipulation, nenne ich es mal so? Ja, also ich sag mal so, Geheimgesellschaften, die sind an der Gründung der Vereinigten Staaten ja dick beteiligt gewesen. Da mache ich jetzt eigentlich gar nicht so viel drüber sprechen, weil das kann man also rauf und runter lesen, wer alles in welchen Organisationen war.
ich sag mal nur ein Beispiel, was dann im Bürgerkrieg in der Schlacht von Gettysburg passiert ist. Da gab es diesen Angriff der Virginia Corps, von der Division von Pickett, nannte man Pickett's Charge. Da hat es einer Brigadegeneral eine Brigade nach vorne geführt, der auch diese Highwater Mark erreicht hat und überschritten hat. Das war Lou Armistead. Und der ist, ich sag mal, auf den letzten Metern durch einen Bauchschuss verwundet worden. Und da gibt's auch Filme drüber. Die Filme sagen dann, der wird dann von dem Bruder von Joshua Chamberlain praktisch unter einer Kanone gezogen. Also der Chamberlain ist ein Nordstaatler. Und kann ich Ihnen helfen, so nach dem Motto. Die echte Wahrheit, also die auch beschriebene zeitnahe Wahrheit, die sagt aus, dass Lou Armistead unter die Kanone gesackt ist und in dem Augenblick ein Freimaurerzeichen gemacht hat und dann tatsächlich einen Captain, aber nicht der Bruder von dem Joshua Chamberlain angelaufen gekommen ist und hat gefragt, ich helfe Ihnen, und hat gesagt, ich helfe Ihnen. So, das ist die Verquickung. Das heißt also, man hat in solchen Kreisen hat man, egal, also ich möchte mal sagen, frontenübergreifend Verbindungen. Ne? Und eine gezielte Verbindung, die 1856 gegründet worden ist, das ist der Mystic Grave of Comus. Das sagt euch nichts. Das ist eine Karnevalsgesellschaft in New Orleans. Ja, okay. Und in dieser Karnevalsgesellschaft, da trafen sich dann John Slidell und Judah Philip Benjamin. Der John Slidell, das war ein absoluter Befürworter vom Bürgerkrieg, der sah also den Krieg schon auf dem Präsentierteller, als alle noch dachten, oh, das kann man noch friedlich lösen. Das war es aber nicht. Und John Slidell, der war durch seine Nichte verwandt mit August Belmont, August Schönberg, der bei Rothschild in Frankfurt gelernt hatte und 1837 eigentlich nach Kuba sollte, aber dann in New York hängen geblieben ist aufgrund der Krise, die dann einsetzte, nachdem die zweite US-Nationalbank erledigt worden ist durch Andrew Jackson. Der fand dann super Betätigungsfeld. Und einer, der Judah Benjamin, der war genauso wie der Slidell Anwalt, der sich auch auf Admiralty Law spezialisiert hatte. Der hatte aber noch ein paar mehr Verbindungen. Sollte ich jetzt nicht despektierlich anhören, aber der war homosexuell und verlor dadurch seine Frau, die von Louisiana nach Paris gezogen ist und die da ab 1845 so einmal im Jahr besuchte, also auch seine Tochter. Der Benjamin, der wurde nachher erstmal oberster Richter der Konföderation. Dann wurde der Kriegsminister, dann wurde der Finanzminister. Und dadurch, dass er jedes Jahr immer einmal in Frankreich gewesen ist und auch Abstecher nach London hatte, ist er tatsächlich natürlich auch verantwortlich für die meisten Kredite, die gelaufen sind. Nicht? Und bezeichnenderweise war das einer von zwei Südstaatlern, die nach der Niederlage die USA verlassen haben, auch fluchtartig verlassen haben, am 2. Mai 1865. Und der ist nach London. Und der ist in London, man höre und staune, angekommen und hat sich da als Anwalt niedergelassen und wurde dann Crown Counsel, also Kronanwalt von Queen Victoria. Das sind alles so Zufälle, die eigentlich schlimm sind. Man hat von dem Judah Benjamin niemals richtig Unterlagen gefunden. Nur sehr, wirklich sehr, sehr wenige. Der hat alles verbrannt. Aber es lassen sich Verbindungen zu dem August Belmont hinführen. Es lassen sich Verbindungen zu James William Boyd hinführen. James William Boyd sieht ungefähr so aus wie John Wilkes Booth. Das ist derjenige, der Abraham Lincoln erschossen haben soll. Und in diesem Mystic Grave of Comus, da feiert man immer ein Ritual, The Death of the King. Mhm. Nicht, und ob das Slidell gewesen ist, ob das Benjamin gewesen ist, ob das Stanton gewesen ist im Norden, die Brüder Cook, die ich vorhin erwähnt habe, alle ranken sich tatsächlich um die Ermordung von Lincoln. Und das scheint so eine groß angelegte Aktion gewesen zu sein, die übergreifend bekannt war. Und na gut, da will ich aber nicht eingreifen jetzt, weil das ist ein Ding für sich alleine.
da, an dieser Stelle kann ich jedem nur sagen, wer sich nicht für das Detail interessiert, ich meine, man braucht dafür Zeit, gebe ich wirklich zu, wer sich nicht für das Detail interessiert, dem erschließen sich Zusammenhänge oft nicht. Und das ist eigentlich der Punkt, auf dem alles läuft, an Geschichtsverbrämung, Verklittung, und dass man sagt, hier, man braucht nicht unbedingt zu lügen, man lässt nur einfach was weg, das befriedigt die Leute, dann ist gut. Ne? Genauso wie man Berichterstattung aus Syrien über eine Pressestelle in London erfährt, zum Beispiel, ne? Ja, na gut, wie gesagt, es ist ja, wir haben das Thema ja schon so oft auch mal erörtert im Kulturstudio. Was mich nochmal interessieren würde, 1871 ist ja auch so ein ganz bestimmtes Jahr gewesen. Kannst du mal erzählen, was ist dort in Amerika passiert und was ist auch bei uns in Deutschland passiert? Also 1871 ist, wie gesagt, dieser Washington DC Act erlassen worden, vorgeblich um Washington zu modernisieren. Tatsache ist aber, die Rechtsstellung, die Rechtsprechung wurde da geändert und man hat da bewusst praktisch die Verfassung komplett außen vor gelassen und mit dieser neuen Rechtsprechung überlagert und eine Art Common Law, ein überarbeitetes Common Law eingeführt und hat gesagt, das soll jetzt für die ganzen USA gelten, natürlich aber nur dann, wenn ein Staat die annimmt. Also der sogenannte Field Code, der von dem Mr. Fields seit 1850 in akribischer Arbeit erarbeitet worden ist. Ich finde, die ersten Staaten, die das angenommen haben, das waren 1872, da ging es nämlich erst wirklich los. Da wurde nämlich die Washington DC komplett eingelagert wieder, aber nicht eingelagert in die USA, sondern überlagert über die USA. Das hatte dann also nichts mehr mit Federal Institutions zu tun, das war das eigene Gebilde, the United States Corporation. Ab da wurde auch geändert, nicht die Verfassung für die Vereinigten Staaten, sondern die Verfassung der Vereinigten Staaten. Und die wurde überhaupt nicht mehr berührt. Die wurde gar nicht mehr berührt. Das ist das Entscheidende. Ne? Auch wenn es heute noch Verfassungszusätze gibt, gelten die eigentlich gar nicht dafür. So, und ab 1872 haben dann California als erste den Field Code angenommen, dann im gleichen Jahr noch New York. Und ich weiß nicht, wer der letzte war, aber ich glaube 1976 ist erst der letzte Staat hingegangen und hat den Field Code angenommen. Ich, wobei man auch wissen muss, der Field Code ist auch noch ein Mix mit dem Lieber Code, da ist das von 1863 praktisch als Kriegsrecht an die Truppe rausgegeben worden ist. Wie behandle ich Kommandanten, Nicht-Kommandanten, wie gehe ich mit Rebellen um? Oder kann ich Rebellen so betrachten, als ob die reguläre Soldaten sind? Dieser Lieber Code, der ist dann auch praktisch 1874 in die ersten Verhandlungen in Brüssel eingegangen, wo man sagte, man muss ein internationales Kriegsrecht haben. Und tatsächlich hat er auch dann zum guten Teil Einzug gefunden in die 1899er begonnenen Verhandlungen über die Hager Landkriegsordnung. Aber die guten Teile sind da drin gelandet. Also das möchte ich mal so sagen. Also aus meiner Sicht als Mensch die guten Teile. Was wirklich gut ist, weiß man dann auch immer erst hinterher. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu bruchstückhaft erklärt. Also ab 1871 stellt also praktisch die komplette Überlagerung der alten Verfassung der Vereinigten Staaten an und der Verfassungsrechte der einzelnen Staaten, die auch alle eigenen Verfassungen haben und werden dann praktisch dazu genötigt, um weiter mitzumachen, weil Admiralty Law regelt alles das, was im Außen ist, und das regeln die Bundesbezirksgerichte. Also kein Staat hätte irgendwie was nach außen für sich regeln können. Okay. Ins Ausland. Ne? So, in dem Augenblick geht praktisch so ein Franchise-System da rein und sagt, ihr könnt aber daran teilhaben, wenn ihr den Field Code annimmt. Zack, und das war's. So, und wenn ich jetzt überleite nach Europa oder Mitteleuropa, dann ist 1870, 71 wirklich auch noch eine bemerkenswerte, Situation eingetreten durch den Deutsch-Französischen Krieg. Da sage ich jetzt mal in Bezug auf Krieg und auf den Lieber-Code, den ich vorhin angesprochen habe, kaum einer redet darüber, wie im Deutsch-Französischen Krieg Kriegsgefangene behandelt worden sind. Es hat in Frankreich ca. 21.000 deutsche Kriegsgefangene gegeben, 1870, 71. Und die sind bis auf wenige Ausnahmen, wirklich bis auf wenige Ausnahmen genauso behandelt worden wie die Kriegsgefangenen hier die hier in Deutschland waren. Das waren immerhin über 400.000 Franzosen. So, innerhalb von 3 Monaten hatte die deutsche Heeresführung alles in Bewegung gesetzt gehabt, dass jeder einen Schlafplatz hatte mit einem Dach über dem Kopf. Das ist bemerkenswert, es hat ab da keine Krankheiten mehr gegeben, also kein Cholera, kein Typhus, kein nichts mehr.
die französischen gefangenen Soldaten, die konnten hier in Deutschland sich selbstständig noch eine Arbeit suchen, mussten dann abends aber zu einer bestimmten Zeit wieder in dem Lager sein oder in der Kaserne sein. Die kriegten darüber hinaus alle Mannschaftsdienstgrade, die Besoldung von den preußischen Linieninfanteristen und die Offiziere, dort war ein preußischer Offizier bekam. Die Offiziere wurden privat untergebracht. Da rissen sich ganze, ja, so Kurinstitutionen wie Bad Ems oder Bad Neuenahr oder so weiter, die rissen sich um die französischen Kriegsgefangenen. Die machten dann Zeitungsannoncen und sagten, französische Offiziere, kommt zu uns, wir haben das und das und das. Und das klappte alles wunderbar. Die wurden auch super gut behandelt. Es ist ein einziger französischer Kriegsgefangener auf der Flucht erschossen worden. Und das war, wusste man gar nicht, ob der fliehen wollte. Das war ein echtes Versehen. Und einer ist abgeurteilt worden, der einen Zivilisten umgebracht hatte. Der ist aufgehängt worden. Aber das war alles. Das war alles. Auf französischer Seite hat man ein paar mehr Fälle gehabt, die wirklich fies waren, aber da will ich auch nicht näher drauf eingehen. Bemerkenswert ist noch gewesen, dass von diesen 400.000 Gefangenen 50.000 entlassen worden sind vorzeitig, noch während des Krieges, die dann in Frankreich wieder die Waffen aufnehmen durften, um gegen die Pariser Kommunarden vorzugehen. Das wäre ohne die Mithilfe von Deutschland, wäre dieser Aufstand überhaupt gar nicht zum Ende gekommen. Das sind bemerkenswerte Sachen. Und eine andere bemerkenswerte Sache, die 1870 bei der Schlacht von Sedau noch passiert ist, es gab da auch Kriegsbeobachter von der Unionsseite aus dem Bürgerkrieg, den Philip Sheridan, der hat sich mokiert darüber. Das muss ich manchmal vorstellen. Er hat sich mokiert bei der Beobachtung, dass um Sedan rum nicht die Dörfer gebrannt haben und die Städte gebrannt haben, um der Bevölkerung alles zu entziehen, damit die französische Armee sich nicht bewegen konnte. Und daraufhin hat man ihnen gesagt, wir führen einen Krieg gegen die französische Armee, wir haben die im Sack und wir machen sowas nicht. Da war der komplett nicht mit einverstanden. Das hat er auch so berichtet. Man muss wissen, dass Philip Sheridan neben William Tecumseh Sherman, den Namen Sherman muss man sich merken, also nicht nur, weil er ein General ist, sondern weil sein Bruder John Sherman richtig für Veränderungen gesorgt hat in den USA, die auch heute noch greifen. Der William Tecumseh Sherman, der hat einen Marsch von Tennessee bis nach Atlanta gemacht und einen 60 Meilen breiten Streifen von Verwüstung hinterlassen und ist dann von Atlanta bis nach Savannah marschiert und hat genau das Gleiche da hinterlassen. Da gibt es den Ausdruck Germans Wächter, das sind die einzig stehen gebliebenen Schornsteine von Holzhäusern. Das ist alles abgebrannt worden, die Ernte vernichtet worden, das war der absolut totale Krieg. Und Sheridan hat das Gleiche gemacht im Shenandoah Valley 1864, nachdem Jubal Early nochmal Washington bedroht hat, hat man gesagt, okay, die müssen irgendwie so eingeschränkt werden, dass sie nicht durch das Shenandoah-Tal nach Washington raufkommen können und sich dann aus dem Shenandoah-Tal noch versorgen können. Da hat er das ganze Shenandoah-Tal platt gemacht. Und was ich so unheimlich bemerkenswert finde, ist noch, dass die Amerikaner sich noch nicht mal scheuen, darüber Western zu drehen und das auf die leichte Schulter nehmen. Da gibt es einen Western mit John Wayne drüber, wo so ein Whisky-saufender Sergeant sich dafür bei der Frau von John Wayne, also bei der Frau von dem Hauptmann, dafür entschuldigt, dass er das Shenandoah-Tal mit verwüstet hat. Aber er sagt, er wäre meistenteils sowieso nur betrunken gewesen auf Whisky-Kontrolle und sowas. Also das sind so Sachen, wo man Geschichtsklitterung mitmacht, wo man Leute in die falsche Richtung schickt oder sagt, ja, das war ja zum Lachen. Also das Ding war totaler Krieg, der amerikanische Bürgerkrieg. Da war der deutsch-französische Krieg, also der war bestimmt schlimm, aber der hat das nicht auf keiner Seite ausufern lassen, weder von französischer Seite noch von deutscher Seite aus. Ne? Und das ist eigentlich bemerkenswert. Und was aus dem deutsch-französischen Krieg aus hervorgegangen ist, eben die Einigung der Fürsten zum Deutschen Bund oder zum Deutschen Reich, das ist eigentlich schon bemerkenswert. Und was sich daraus entwickelt hat, wenn man das weiter beobachtet, wie alles zustande gekommen ist und wohin das ausgelaufen ist, hat irgendwann mal einer gesagt hat, wir lassen hier das preußische Landrecht auslaufen zum 31.12.1899 und setzen am 1.1.1900 das BGB ein, das nicht auf kanonischem Recht, nicht auf Common Law funktioniert. Wir haben geschriebene, festgeschriebene Rechtsprechung, wir haben wir haben genaue Durchführungsverordnungen, wir haben nicht irgendwie die Möglichkeit, uns auf alte Prozesse zurückbesinnen, das braucht eigentlich alles gar keiner, nicht? Weil alles das, was sich in dem Punkt ab
so manifestiert hat in den USA. Es hat irgendwie ist 1938 nochmal pervertierter in den Prozess Erie Railroad gegen einen bestimmten Mr. Dickinson, dass auf einmal da festgesetzt wurde, dass man sich auf Fälle, die vor 1938 gelegen haben, nicht mehr berufen durfte. Was man immer machte. Das heißt, die ganze Rechtsprechung vor 1938 war in den USA auf einmal perdu. Du hattest Kriegsrecht, du hattest den Field Code, du hattest auf einmal nicht mehr die Möglichkeit zurückzugehen. Du hattest 1933 schon die Bankrotterklärung durch den Banking Day von Roosevelt. 1917 der Feindakterklärung, dass jemand, der in den USA lebte, mit einem Feind irgendwie Geschäftsverbindungen hatte, der wurde zum Feind erklärt und ab 1933 erstmal komplett dadurch, dass dieser Banking Act rausgerufen wurde, wurde die Banken praktisch in die Situation gestellt, im Ausland alles machen zu können, aber der einzelne Bürger in den USA überhaupt nicht mehr, der war dann der Feind. So, solche Sachen, solche Auswüchse und dann 38 eben das Streichen der Gesetzesvorlagen durch Fälle, die vor 1938 gewesen sind, ab da alles neu. Hervorragend. Und was man sich dazu mal begucken muss, das kann man auch tatsächlich bei Google abrufen, die Executive Orders. Seit 1861 werden die Vereinigten Staaten fast ausnahmslos über Executive Orders regiert. Und ich glaube, Bush alleine hat 1200 Stück gemacht in den 8 Jahren. Da ist Lincoln mit 148 Stück in 4 Jahren Krieg. Und das war wirklich eine bedrängte Situation für ihn, eine bedrängende Situation für ihn. Da ist er also wirklich schon sehr sparsam mit umgegangen, wenn man das sieht. Diese ganzen Sachen, die muss man sich wirklich mal so richtig vereinnahmen und dann auf die heutige Situation rüberbringen, was Obama im Augenblick macht, hier mit dem Einziehen der Waffen. Ich kann mich dahinstellen und sagen, in einer hasserfüllten Rede, ich verbiete euch alle Waffen und dann werde ich nur die abstimmen lassen, die von solchen Sachen betroffen sind. Klar, dass da keiner die Schnauze aufreißt. Aber eins muss man dabei auch bedenken. Der Bürgermeister von New York fängt an, Drohnen zu bestellen. Der Obama hat vor einigen Tagen oder vor einigen Wochen von der Janet Napolitano praktisch ein 16-seitiges eine 16-seitige Zustimmung bekommen, dass er Drohnen auch in den USA anwenden kann. Und das Einzige, was Drohnen gefährlich werden kann, das ist die bewaffnete Volksgemeinschaft in den USA. Nicht? Eine Drohne hat eine Reichweite von, ich glaube, noch nicht mal 1000 Metern oder sowas, wo die fliegen kann, wo die gesteuert wird. Also wo die ihren Punkt hat, wo die hin zurück muss und von wo die aus gefüttert wird. Tatsache ist, wenn ich weiß, wo so ein Ding ist und ich habe eine Langwaffe in der Hand, ist das Ding erledigt. Nicht? Und da muss man wissen, 300 Millionen Handfeuerwaffen, die unterwegs sind, die wiegen nicht das auf, was so böse sich das jetzt auch anhört. Was ein paar Massaker, wo keiner weiß, wie die gesteuert worden sind oder woher die kommen oder wer da was versäumt hat, was die eigentlich ausrichten. Das heißt, im Augenblick tobt in den USA nichts anderes als die Fortsetzung dessen, was 1861-65 gewesen ist. Vielleicht, und das hoffe ich, ist das die Umkehr wieder dahin, dass die sagen können, wir sind die Verfassung, wir leben die Verfassung. Wie gut die ist, wie schlecht die ist, völlig dahingestellt. Auf jeden Fall, da muss ich an dieser Stelle sagen, egal was ich davon halte, vom Können oder vom Wollen oder wie auch immer, in dem Augenblick, was sie da tun, die haben wirklich so ein Arsch in der Hose, da kann sich jeder eine Scheibe von abschneiden. All das, was daraus erwachsen ist mit der Bewegung der Constitutional Sheriffs, wie die agieren, wie die sich vor die Leute stellen, wie die Leute sich hinter die Sheriffs stellen, das ist also aus meiner Sicht unvergleichlich, wirklich unvergleichlich. Ja, Amerika hat mittlerweile, natürlich auch... Mittlerweile sind auch die ersten State Sheriffs, die sind nämlich auch schon übergewechselt dahin. Ja, so, ich denke mal, Amerika ist natürlich noch extremer betroffen. Das bekommen wir ja momentan noch gar nicht so mit. Also da ist ja auch wenig im Mainstream zumindest zu hören. Die Situation in Amerika, die natürlich dort extremst auch zugeschlagen hat mit, glaube ich, jetzt mittlerweile fast 50 Millionen, die auf Lebensmittelkarte leben und so weiter. Also dort geht es schon ja ziemlich heiß her. Was nochmal wichtig wäre, ich würde noch gerne mal auf dieses BGB eingehen. Also das heißt, dieses BGB ist ja ein unglaublich wichtiges Gesetzeswerk gewesen, die Deutschen sozusagen bekommen haben seinerzeit. Ja, absolut, ja. Es ist also nicht vergleichbar mit Common Law oder mit Admiralty Law, das
gemessen an der Zeit damals, sogar aus Rückblick von 2013, ist das ein absolut vertrauenswürdiges Ding. Absolut. Das wurde einfach nur verfälscht ab 1938, dort aus dem BGB, da dazugelassen worden ist, dass der Parland da eingreifen konnte mit Kommentaren, eigentlich so, wie wir das aus dem Common Law rauskennen, nicht? Dass nur nach den Kommentaren recht gesprochen wurde. Und das war vor 1933 eigentlich, da war das nicht der Fall. Das BGB ist das deutsche BGB ist ein ganz wichtiger Gesetzestext. Das unterscheidet sich vom österreichischen BGB von 1812. Das basiert auch noch auf kanonischem Recht oder auf dem Code Civil von Napoleon, der 1807 auch eingeführt worden ist, der auch eine ganze Zeit lang hier noch besonders hier in den westlichen Gefilden, hier im Rheinland und in Westfalen, unabdingbar gewesen ist. Vielleicht gibt es da noch aus dem Team noch ein paar Nachfragen zum BGB. Ansonsten würde ich da bei dem Thema Fortschritt einfach mal noch weiter einhaken. Gibt es noch mal aus dem Team jemand, der noch mal ein bisschen zu der Geschichte noch ein bisschen was ausführen möchte? Ich frage mal nach. Es ist ja, also ich habe hier von amerikanischen Freunden höre ich eigentlich, dass Obama fast nur noch durch Executive Orders eigentlich regiert. Also es scheint fast schon normal zu sein, dass Sachen gar nicht mehr durch den Kongress oder durch die Häuser gehen, sondern er das einfach per Executive Order macht. Das ist die eine Geschichte. Und er selber stellt sich ja immer da und seine Macher, sagen wir so, stellen ihn ja irgendwie als Lincoln auch da, ja, als der neue Lincoln. Und mit dem Hintergrund, was du uns gerade erläutert hast, ist das natürlich keine positive Sache, sondern eher ganz klar Richtung Bürgerkrieg geplant. So? Ja, vollkommen ganz einfach. Der Bürgerkrieg ist ja nicht zu Ende. Und die Executive Orders, das ist nicht das, das ist nicht das, was Obama erfunden hat. Das ist die Fortsetzung davon. Alleine die Executive Order, welche Nummer weiß ich jetzt echt nicht mehr, 10.11.1 oder sowas, die Kennedy damals gemacht hat in Bezug auf die Silbermünzen. Das ist euch noch ein Begriff, das war sein Todesurteil, das war auch eine Executive Order. Das war also auch kein Act oder irgendwie sowas. Nicht? Also ihr könnt wirklich bei Google reingehen, ruft den Begriff Executive Orders auf und dann findet ihr die Liste von allen Präsidenten, die Executive Orders verwendet haben. Und ihr seht, dass vor Lincoln das alles sehr, sehr sparsam gewesen ist. Meistens wirklich in Zeiten von Krieg, 1846, 48, mexikanische Krieg oder der 1812 bis 15 der britisch-amerikanische Krieg. Aber solche Sachen, das sind Sachen, die man nachverfolgen. Die werden also, die Executive Orders, die werden im Laufe der Zeit immer, immer, immer mehr. Im Laufe der Zeit seit 1861. Und es gibt nicht nur diese Executive Orders, es gibt auch die General Orders. Wobei die General Orders, die können von einzelnen Generälen praktisch rausgegeben werden, so wie da zum Beispiel hier ein Besatzungskonstrukt ist. Zum Beispiel, ne? Die General Orders, die haben nur eine Prämisse, die müssen alle fortlaufend sein. Beim Präsidenten ist das natürlich sehr einfach mit einer Executive Order. Der weiß, was er in seinem Tagebuch drinstehen hat und der nummeriert einfach auf. Aber die Generals, die müssen dann untereinander gucken, dass sie mit ihren Zahlen nicht kollidieren. Und das ist absolut bemerkenswert, dass das seit 1861 so läuft und alle Welt das einfach ja so als gottgegeben hinnimmt. Seit 1871 ist es auf jeden Fall so in den USA, dass niemand mehr zustimmt oder ablehnt oder sonst was. Und diese 21 Tage aus dem kanonischen Recht, römischen Recht, dass die einfach zählen. Also Ausführung nach Nicht-Zustimmung oder nach Nicht-Ablehnung. Ne? Okay, wir haben jetzt gerade eine leckende Leitung bei dir, das heißt, du bist ein bisschen schwer zu verstehen. Ich würde mal folgenden Vorschlag machen, dass wir dich ganz kurz mal auflegen, Volker, und den Bernhard gleich nochmal anrufen und die Leitung mit Bernhard nochmal neu machen, dann haben wir vielleicht wieder ein besseres Ergebnis, dass wir Bernhard besser verstehen. Bist du mal so nett, Volker? Und, ja, mache ich sofort. Okay, so, dann rufen wir den Bernhard gleich nochmal an, das ist halt manchmal, wirkt das ja Wunder. So, wirkt das? Ja, jetzt bist du auf jeden Fall wieder besser da. Perfekt. Ja, super.
Also ich habe noch mal eine Frage aus dem Hintergrund eingespielt bekommen. Du sagtest ja, es läuft so eine Art Plan ab. Und zweitens, die Deutschen haben das BGB bekommen. Was denkst du von wem? Weiß nicht, wie, auf was sich das bezieht, ob das jetzt auf den Plan bezieht oder auf das BGB. Ich vermute mal auf den Plan. Also ich denke, dass es bestimmt Leute gibt, die sagen, die Welt, die kann so und so laufen, wobei ich nicht ausmachen will, wer das ist. Aber ich kann erkennen im Laufe der letzten 250 Jahre, 300 Jahre, ja, 250 Jahre möchte ich mal eher sagen, dass es Leute gibt, die genau diesen Zug zu nutzen wissen und in einem Konzert mitspielen. Das kannst du absehen, ja. Es hat ja auch, sag mal so Situationen gegeben, wo das schon eher greifen sollte, aber aufgrund, ich sag, Leuten nicht gegriffen haben, die eine Art Wertetradition oder Wertevorstellung hatten. Vielleicht aus Selbstschutz, aber bestimmt auch aus Schutz der eigenen Bevölkerung. Ich glaube, das erkennt man also ganz deutlich an der Zeit nach dem Krimkrieg 1857 bei der ersten richtigen, wirklich großen Weltwirtschaftskrise. Nun haben wir ja so eine offizielle Geschichtsschreibung oder ein Weltbild, sage ich mal, oder die meisten haben zumindest ein Weltbild, dass man meint, so im Verlaufe der Geschichte gab es ja gesellschaftliche Fortschritte. Also wir sind vom Feudalismus, ja, über Sozialismus, Kommunismus bis hin zum Kapitalismus, auch zur hochgelobten Demokratie gekommen. Kann man nach dem, was du uns heute auch so alles ein bisschen erzählt hast, davon ausgehen, dass es wirklich ein Fortschritt gewesen ist oder bleibt eigentlich auch hinter den Kulissen dabei alles gleich? Also, vergleicht das mit einem Malbuch für ein Kind. Kaufst du ihm 10 Stück und sagst dann mal alle 10 mit anderen Farben aus. Aber du hast die gleichen Bilder. Wir haben, man könnte das verdeutlichen, vielleicht auch an Großbritannien. Ich bin jetzt also hier nicht angetreten, um Engländer schlecht zu machen. Also auf keinen Fall. Also nach wie vor, wenn du da hinkommst nach Schottland oder nach England, du triffst auf wirklich tolle. Also wirklich auf tolle Menschen, die sind unglaublich freundlich und die haben es eigentlich gar nicht verdient, dass sie so ja, beschissen werden, sag ich jetzt Na gut, da einfach mal stehen wir so. Deutschen natürlich mit einer Frau Merkel auch nicht anders da, ja, Nee, wir können uns die Hand reichen. Nicht? Also so wenn ich jetzt so das Recht sehe in Großbritannien. Großbritannien hat keine einheitliche Rechtsprechung. Nicht, weil das Common Law ist oder weil das Admiralty Law ist. Das ist, weil es gibt ein Recht für England und Wales, es gibt ein Recht für Schottland, es gibt ein Recht für Nordirland, es gibt ein Recht für Guernsey, eins für Jersey, eins für Alderney, für die Isle of Wight, für die Isle of Man. Und es gibt noch ein neuntes und das weiß ich jetzt im Augenblick nicht, wer das ist. Es ist jetzt kein Quatsch. Es ist wirklich kein Quatsch. Es sind 9 verschiedene Rechtsformen, die zwar auf Common Law basieren, aber anders angewendet werden. Und je kleiner das ist, also je mehr ich Richtung Kanalinseln komme, desto feudaler wird das, also desto mehr sitzt das im Mittelalter. Und in dem Bezuge ist es interessant zu wissen, dass das Vermögen der Queen noch nicht mal, also auf jeden Fall nicht in England verwaltet wird, auch nicht in der City of London, sondern auf Jersey und auf Guernsey. Und interessant ist dabei zu wissen, dass Alderney, Guernsey und Jersey nicht zu Großbritannien gehören, nicht zu England gehören, nicht zur Europäischen Union gehören, auch nicht auf dem Sockel Englands liegen geografisch, sondern auf dem Armorica-Sockel und damit ganz irgendwo anders hingehören. Eine ganz andere Rechtsprechung. Ja, also das wären natürlich alles nochmal Themen, die wieder weitere Sendung füllen würden. Ich habe dazu mal was gefunden, um dich auch mal ein bisschen kurz zu entlasten, was ich mal kurz vorlesen möchte. Und zwar ist es ein Auszug aus einem Artikel oder aus einem Beitrag, der sich nennt Der kapitale Weg vom Feudalismus zur Demokratie. Und ich habe das gefunden bei heinzsauren.wordpress.com und möchte da jetzt mal was draus vorlesen, was das vielleicht auch noch mal ein bisschen, also meines Erachtens nach sehr gut beschreibt.
Der Kapitalismus ist eine eigenständige Ideologie und basiert auf dem Feudalismus. Er ist die Fortsetzung des Feudalismus mit anderen Mitteln. Wo sich einstmals Macht und Herrschaft aus dem Besitz von Boden ergaben sie sich nun aus dem Besitz von Kapital. Die Mechanismen blieben die gleichen, nur die Namen der Protagonisten wurden angepasst. Beide Systeme berufen sich auf ihre Schaffung aus göttlichem Grunde und beide Systeme arbeiten nach dem gleichen Grundprinzip: die Maximierung von Gewinn und Besitz durch die Abschöpfung von Rechten, die sich aus dem Besitz selbst begründen und der Nutzung der Arbeit der Mittellosen. Der Übergang in den Kapitalismus gestaltete sich so reibungslos, dass noch nicht einmal die alten Feudalherren beseitigt werden mussten. Nach einer kurzen Zeit der Buße, dem Gelübde, von nun an nicht mehr dem Geblüt, sondern dem Kapital zu behuldigen, wurden sie alsbald in den Kreis der Kapitalisten aufgenommen. Einzig die führenden Repräsentanten des Feudalismus, wie Könige, mussten symbolträchtig für den Untergang des Feudalismus exekutiert oder zumindest verbannt werden. Mit der einsetzenden Liberalisierung zum Ende des 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts und dem Zugeständnis von rudimentären Rechten an die Menschen sah sich der Kapitalismus gezwungen, die Möglichkeiten zuzulassen, dass Arbeiter und Bauern zumindest ein bescheidenes Maß an Kapital ansammeln konnten. Doch aus der Not und der Angst, die göttlichen begründeten Rechte nun mit dem Heer der Arbeiter teilen zu müssen, entstand eine Tugend. Musste der Kapitalismus zuvor noch selbst den Gewinn erwirtschaften und zu diesem Zweck die Arbeiter ausbeuten, so taten diese das von nun an freiwillig, sofern man sie mit Bedürfnissen fütterte. Die Konsumgesellschaft war gegründet und brachte nur eine wesentliche Änderung für den Kapitalismus. Der Gewinn konnte vervielfacht werden, dadurch, dass er jetzt nicht mehr direkt durch die Arbeit, sondern indirekt durch den Konsum abgeschöpft wurde. Für die Arbeiterschaft war die Neuschaffung der Möglichkeit, für die Arbeiterschaft war die Neuschaffung der Möglichkeit, eigene Bedürfnisse zu schaffen und diese mittels Konsum zu befriedigen, eine empfundene neue Freiheit, in dessen Licht die Politik sich rühmte und der Arbeiterschaft als schwer erstrittenes demokratisches Recht ans Herz legte. Ein System, was Zukunft haben sollte. Die Erkenntnis, dass es sich bei den neuen Bedürfnissen nur um solche handelte, die dem Konsum dienten und die Produktion steigerten und nicht der Schaffung und Befriedigung eigener Bedürfnisse, konnte wirkungsvoll verhindert werden. Doch die Euphorie wollte sich nicht so recht einstellen. Die Vertreter des Kapitalismus hatten es noch nicht verwunden, einen Teil ihrer Kontrolle über die Arbeiter verloren zu haben, aber auch die schienen noch nicht so recht glücklich zu sein, da ihre Möglichkeit des Konsums auf das durch ihre Arbeit erwirtschaftete Geld begrenzt war. Trotz unterschiedlichster Interessenlagen wurde der Zustand auf beiden Seiten als unbefriedigend empfunden und die Lösung fand sich in der Gründung eines neuen Geschäftszweiges, den Verbraucherbanken, die den Kapitalismus idealistisch in seiner reinsten Form pflegten und dabei den Konsum ganz pragmatisch bis zum Exzess ermöglichten. Dieser Spagat und die sich daraus ergebende Gewinnmaximierung rechnen die Vertreter des Kapitalismus zu seinen größten Leistungen. Diese Banken kreditierten die Wünsche ihrer neuen Klientel nach dem noch immer tragenden feudalistischen Prinzip: Ich gebe dir Brot und dafür dienst du mir. Um das demokratische Selbstverständnis der Arbeiterschaft, die sich nun Arbeitnehmer nannte, nicht zu sehr zu strapazieren, sie hatten sich ihre demokratischen Rechte ja schließlich schwer erstritten, besann man sich auf weniger unterwürfige Formulierungen. Ich kreditiere dir deinen Wunsch, dafür bringst du mir am Monatsende den Ertrag deiner Arbeit. Und weil ich so großzügig bin und dir das gestatte, behalte ich einen Teil deines Geldes für mich. Ja, das war ein Auszug aus diesem Artikel. Wie gesagt, die Quelle ist dort Heinz Sauren als ein Wort.wordpress.com. Also Beifall, uneingeschränkt. Ich fand es halt auch sehr gut beschrieben und also gibt es auch nichts mehr als Beifall von deiner Seite dazu zu sagen. Absolut, es ist absolut treffend. Ja, dann lass uns doch nochmal zum Schluss
vielleicht darüber sprechen. Es gibt ja so ein ganz, ganz schlimmes Wort, das nennt sich Revisionismus. Dieser Revisionismus wird ja in der Regel immer ja in unserem Verständnis ja belegt mit den Sachen, die zum Beispiel auch deutsche Geschichte betreffen, also sprich die Zeit von 33 bis 45. Aber Revisionismus hat ja eigentlich ist eigentlich ein Wort, was einen Sinn hat, einen gewissen Sinn hat und natürlich auch wichtig ist. Also ich sage mal, ohne Revisionismus wäre die Erde ja immer noch eine Scheibe. Wie stehst du zu diesem Thema Revisionismus? Also Revisionismus ist insofern eine wichtige Kiste. Und zwar, es gibt ja Revisionisten, da möchte ich mal einen beschreiben, den Christopher Duffy. Professor Christopher Duffy, der hat über die Militärgeschichte im 18. Jahrhundert und insbesondere mal über den Jakobitenaufstand The 45, was das Buch heißt The 45. Das ist ein Paradebeispiel dafür, wie jemand revisionistisch an eine Sache im Detail rangeht. Das ist ein dicker Wälzer, den gibt's auch, der ist auch nur auf Englisch verfügbar. Der ist aber im Detail so dermaßen gut beschrieben. Und der wertet nicht, der beschreibt. Der wertet nicht, der beschreibt. Mit zeitnahen Quellen. Der hat also sehr, sehr viel Aufwand betrieben, um dieses Buch in der, ich sag mal, in der Ordnung überhaupt an den Mann bringen zu können. Das ist ein wahnsinniges Paradebeispiel dafür, wie man eine kurze Epoche, mit vorauseilenden Ereignissen, mit nacheilenden Ereignissen beschreiben kann und dann zu einer Hypothese kommt, was wäre, wenn, und dann klar manifestieren kann, ja, das hätte geklappt. Nicht? Und das ist bemerkenswert und schlüssig sowas. Und das kann man natürlich auf jedes Vorkommnis und auf jede Zeit anwenden. Es gibt aber immer nur den Hinweis darauf, dass man sagt, reiße nicht das aus deiner Zeit in deine Zeit, um bestimmte Personen zum Arschloch zu machen, weil die nicht genehm sind oder sonst was, sondern beschreibe einfach und überlasse die Wertung anderen. Nicht? Und das sollte sich eigentlich jeder zu eigen machen. Das ist egal, in welche Zeit man reingeht und revisionistisch tätig ist. Wobei man sagen kann, man kann alles revisionistisch betrachten, nur wenn man sich auf die Zeit zwischen 1933 und 1945 einlässt, dann hat man ganz schnell den STGB 130 vor Augen. Nicht? Wenn man bestimmte Sachen daraus anpackt und wenn man bestimmte Sachen einfach nur weglässt, dann hat man immer einen, der eine Frage stellt, ja, was sagst du denn dazu oder hierzu? Und da muss ich einfach sagen, es gibt einfach Sachen oder viel zu viel Sachen, die sind unter Verschluss und werden unter Verschluss bleiben. Da kann ich eigentlich nur hoffen, dass es darum geht, dass man auf der einen Seite sagen kann, ja, die halten wir unter Verschluss, weil ihr sonst elendig zusammenbrechen werdet, was für schlechte Menschen ihr seid. Oder dass einer sagt, ja, das können wir nicht veröffentlichen, weil dann irgendwie alles wieder neu aufgerollt werden muss. Nicht? Das könnte alles dabei rauskommen. Da will ich mich aber im Grunde genommen gar nicht zu äußern, weil das ist nicht meine Sache, meine Aufgabe. Da können wir durchaus alles das annehmen und selber bewerten, was jeden Tag, also mittlerweile jeden Tag im Sender rauf und runter gespult wird, um ein Bild zu vermitteln, wer wir sind und was wir vor allen Dingen nicht sind und was wir gar nicht sein dürfen. Das meine ich in Bezug auf jeden hier, nicht nur der Zuhörer. Welchen Hinweis hättest du oder welchen Ratschlag hättest du auch nochmal in Bezug auf Leute, auf die Menschen, die sich vielleicht mit deutscher Geschichte auseinandersetzen möchten? Wie gesagt, da haben wir auch ein sehr festgeschriebenes Geschichtsbild, was zumindest die letzten 70 Jahre betrifft. Es ist nun mal so, dass Leute, die zeitnah operieren und eine Biografie über irgendjemanden machen, also wirklich zeitnah operieren, auch aus der Zeit kommen, natürlich dazu neigen, jemanden unheimlich in den Himmel zu loben. Dann gibt's auch kritische Anmerkungen. Ich kann das auch nur so als Beispiel sagen, jetzt auch nicht direkt in Bezug auf Deutschland. Also die Militärgeschichte kennt Robert Edward Lee als ein absolutes Genie. Also der wird eigentlich bewundert, auch heute noch. Es gibt aber kaum jemand, der hingeht und sagt, ich mach mal da eine kritische Erwägung drüber. Und ich habe mal ein Buch in die Finger bekommen, vor fast 20 Jahren, Lee Considered, also wo einfach nur abgewegt wird, musste der eigentlich
zu jedem Zeitpunkt, wo der das Gefühl hatte, der ist in einer Angriffs- oder hat eine Angriffsposition, musste der da angreifen? Das ist immer die Frage, ne? Und das sind Fragen, die stellt man sich kaum. Und zum Beispiel, wenn ich das mal in Bezug auf Bismarck sehe, es gibt also gerade in der heutigen Zeit unheimlich viel Menschen, die sich dahinstellen und den einfach sich verhöhnend über den äußern oder entschuldigend, ja, das ist ja eben alles Pickelhauben-Mentalität oder das ist eben der Herrschaftsanspruch gewesen. Was sich mir so aufdrängt bei diesem ganzen, diesem Darstellen aus so einer Situation heraus, ist immer, wie unermesslich reich muss sich Bismarck denn am Deutschen Reich gemacht haben, dass der das alles riskiert hat. Den Streit mit seinem Sohn Herbert, die öffentlichen Rücktrittsdrohungen, weil sein Sohn nicht standesgemäße Ehe eingehen wollte. Wer tut denn das? Darüber spricht keiner. Also bei aller Liebe, so Sachen, die, oder wie Kaiser Wilhelm das später mal beschrieben hat, das hat eine Zeit gegeben, bevor Wilhelm der zweite Kaiser war, dass die beiden sich privat näher standen, als Bismarck sich mit seinem Sohn Herbert nahe gestanden hat. Kaum zu glauben. Aber ist so. Und Wilhelm II., der hat das später mal selber beschrieben, was da aneinander geklatscht ist bei den beiden. Das war nicht das Verständnis, wie man was machte, das war einfach ein Generationenproblem. Man muss bedenken, der Wilhelm II. Ist 1859 geboren im Januar und Bismarck ist immerhin von 1815 gewesen, was dazwischen gelegen hat. Mhm. Ja? 44 Jahre Altersunterschied. Und trotzdem hat der Bismarck den angefordert, dass er bei ihm im Auswärtigen Amt mitarbeitet. In den 80er Jahren. Was er auch getan hat. Und er hat ihn auch gefördert. Nicht? Man kann Leute immer von den verschiedensten Seiten aus belichten und beschreiben. Man kann Bismarck eine ganze Menge vorwerfen. Man kann Kaiser Wilhelm dem Ersten eine Menge Ignoranz vorwerfen. Und dem Wilhelm dem Zweiten Militarismus bis zum geht nicht mehr. Man kann es vorwerfen, man kann es immer machen. Was mir aber dann mehr liegt, ist, wie kann ich so Situationen einfach beschreiben an Details, an Anekdoten oder Vorkommnissen oder an einer großen Bewegung in eine bestimmte Richtung, in einen Stream rein oder so. Ne? Und bei Bismarck lässt sich bei mir auf jeden Fall eins erkennen. Bismarck war also in seiner frühen Zeit absolut verlottert. Der war verlottert, ehrlich. Der hatte Affären, der hatte auch noch in der Zeit Affären, als der Gesandte am russischen Hof war. Und das hat seine Frau, die Johanna von Puttkamer, bestimmt nicht gut gefunden. Aber wirklich nicht. Und der hat Teile sogar offen ausgelebt und das spricht nicht unbedingt für jemand. Aber der hat das irgendwann mal eingestellt. Nicht wie Gerhard Schröder, dann nochmal die vierte Frau oder sowas und alle damit konfrontiert und das muss keiner haben. Nicht? So, und insofern lässt man sich da einfach in ein normales Leben reinfallen. Und wenn ich so durch Bismarcks Zeit durchgucke, das ist, was wirklich so auffällig ist, ist die Aufgeschlossenheit gegenüber den USA. Absolute Aufgeschlossenheit. Und der hat die USA als halt wirkliche Pfand der Menschlichkeit, also des menschlichen Vorankommens beschrieben, des staatlichen Vorankommens. Und Bismarck war die Lenkung des Staates in eine bestimmte Richtung wichtig. Der hatte seine Vorstellung davon und der wollte davon auch nicht loslassen. Und das kann man auf der einen Seite kritisieren, aber auf der anderen Seite auch zugute halten. Wenn ich das mal an nackten Fakten festmachen kann, als der Deutsch-Französische Krieg ausbrach, 1870, hatte das dann noch umfassende Bundesgebiet ohne Österreich knapp 41 Millionen Einwohner. Knapp 41 Millionen. Frankreich lag bei 39,4. So, jetzt hat im Verlauf des Krieges hat es natürlich Verluste gegeben. Elsass-Lothringen ist von Frankreich abgetreten worden. Übrigens ist das alles vor der Haager Landkriegsordnung passiert. Bitte ich jetzt nochmal einfach nur im Kopf zu behalten. Und dann haben natürlich Entwicklungen eingesetzt. Frankreich ist dazu verdonnert worden, 5 Milliarden Franc Kriegsentschädigungen zu zahlen, die Frankreich auch tatsächlich bezahlt hat. Dann sage ich mal so aus der Perspektive, so aus heutiger Sicht
Also das Deutsche Reich hat ab einem bestimmten Zeitpunkt schon in den 70er Jahren versucht, in besseren Kontakt mit Frankreich zu kommen und Frankreich auf der anderen Seite auch. Die haben in wirtschaftlicher Hinsicht auf einer guten Ebene nachher zusammengearbeitet und haben auch voneinander profitiert. Da gab es dann in der Hinsicht auch keine Missstimmungen. Ne? Also die Sache sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Und was für Deutschland auch wichtig gewesen ist, ist aus Bismarcks Sicht auch wichtig gewesen ist, nicht unbedingt in aller Welt Missstimmung zu erzeugen. Also ausgleichend tätig sein, aber trotzdem dabei eine gewisse Machtposition zu behalten und die Machtposition als Schutz für die Außenhaut zu garantieren und einfach einzubringen. Und so würde ich die Politik und das Auftreten von Bismarck also wirklich beschreiben. Und eine bestimmte Geschichte, dass er im Inneren Ruhe haben wollte, das ist hundertprozentig der Kulturkampf gewesen von 71 bis 78. Und der setzte wirklich schon nach der Reichsgründung ein und fing eigentlich damit an, dass Jesuiten, Priester und Pater von der Kanzel aus gegen Bismarck, gegen das Reich und gegen die Konstitution des Reiches gewettert haben. Also wirklich Politik gemacht haben von der Kanzel runter. Und Bismarck ist dann hingegangen und hat das eingeschränkt. Die Kulturgesetze von 1878, die sagen eigentlich nichts anderes aus im ersten Paragraphen, dass politische Vereinigungen und religiöse Vereinigungen und die politischen, da steht dann auch drin, egal ob sie nationalistisch sind, sozialdemokratisch sind oder also alle sind da drin erwähnt. Sobald die Strömungen anfangen, die Eintracht zwischen den Klassen zu gefährden, werden die verboten. Und ich könnte dann auf die heutige Zeit also wirklich so münzen, in dem Augenblick, wo einer hingeht von der PDS und hetzt hiergegen und einer von der CDU sagt, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass alle Hartz-IV-Empfänger Idioten sind oder sonst was, dann hätte Bismarck die im wahrsten Sinne des Wortes eingeknastet. Er hat nicht davor zurückgescheut, Bischöfe einzusperren, Pfarrer einzusperren, die sich da nicht dran gehalten haben. Und von 1871 an bis 1917 hat es keine Jesuiten in Deutschland gegeben. Die sind erst 1917 wieder zugelassen worden und 1924 sind sie tatsächlich wieder eingerückt. Es hat im Sinne Bismarcks keine Staatskirche gegeben, die war auch nicht in der Verfassung geregelt. Wir haben anscheinend auch keine Staatskirche, wir haben aber den Paragraphen 100, den Grundgesetzartikel 140, der eigentlich die Weimarer 137 bis 140 beinhaltet, die Artikel aus der Weimarer Reichsverfassung, dieser Weltanschauungs, Artikel, der also praktisch Kirchen zulässt oder auch zulässt, dass Kirchen eigene Beamte aufstellen und der dann auch zulässt, dass aufgrund einem Reichskonkordat von 1933, was auch durchaus weiter gilt, Reichskonkordat von 33 zwischen dem Papst, also zwischen von Papen und, wie hieß der, Edo Kelly? Dass daraufhin Kirchensteuer erhoben werden kann. Nicht um dieser Kulturkampf, der den Bismarck auszutragen hatte, der hatte in erster Linie praktisch gegen die Kirchen und natürlich auch gegen Sozialdemokraten aus seiner Sicht zu bestehen, aber seine schärfste Kritikerin, das war tatsächlich die Frau von Kaiser Wilhelm I., die fand das gar nicht gut, was Bismarck da machte. Und das ist natürlich keine Lobby. Das heißt, er hat also da richtig schwer drum kämpfen müssen. Und aus meiner Sicht hat jemand, der so ein Gesetz erlassen kann und das auch im Reichstag verabschiedet wird, das ist im Reichstag verabschiedet worden, hat er so einen Kampf nicht verloren. Da braucht sich keiner also darüber despektierlich zu äußern. Und wenn ich die Zeitspanne sehe von 1871 bis 1878, die eine absolut wichtige Zeitspanne gewesen ist, weil in der Zeit sich klar die Einflüsse herausstellten, die auf Deutschland, also auf das Deutsche Reich einwirkt von außen her. Und ich denke, es ist kein Zufall, dass im Jahr darauf, 1879, Bismarck im Reichstag öffentlich erklärt hat, dass er die Schutzzölle für Deutschland eingeführt hat. Dass er sagt, ich habe das amerikanische Modell lange Jahre beobachtet und sehe, dass das den Amerikanern gut tut
Und insofern denke ich, dass es uns auch gut tun wird. Und das ist es. Die Schutzhülle eingeführt und im gleichen, gleich hat da der spätere Edward VII., der hat dann darauf aufgesattelt und praktisch diesen Wirtschaftskrieg gegen Deutschland ab 1880 begonnen. Ne? Also Deutschland praktisch in die Enge zu treiben, hat Deutschland sich nicht dem Freihandel öffnet, hat in Deutschland immer noch verboten war, ne? Dort eine Aktienbank Aktien rausgab an Ausländer und so weiter. Und insofern sich also praktisch nicht beeinflussen lassen konnte. Nee, im Gegenteil. Also immer mehr an Wirtschaftskraft und an Wirtschaftsleistung gewann und dafür interessanter wurde für andere, für Frankreich, für Russland, für die USA, für Venezuela. Überall hin wurde geliefert, überall hin schickte man auch deutsche Unterhändler. Und selbst die britischen Unterhändler, die haben früher Berichte abgegeben, dass sie gesagt haben, wenn ich unsere Leute sehe, wie die auf dem Weltmarkt auftreten, dass die irgendwie zu einem Kunden gehen und sagen, Kunde, friss oder stirb, also entweder du kaufst oder ich interessiere mich nicht mehr für dich, dann haben die Deutschen einfach die Nase vorne. Die kommen immer wieder und noch für das kleinste Ding, kümmern sich bis zuletzt um den Kunden und nehmen auch kleine Aufträge in Kauf. Das waren allgemeingültige Beschreibungen der 1880er Jahre, die sich praktisch aus dieser Zeit von 1871 bis 79 entwickelt haben, in dem Findungsprozess, also eine gemeinsame Währung, dass nicht überall Geld gedruckt werden konnte in Deutschland und. Und das Hinarbeiten auf praktisch einen Code, wie das BGB, also auf einen echten Gesetzestext, vorher schon richtige Verfahrensabläufe hatte mit Strafprozessordnung, Zivilprozessordnung und so weiter, preußisches Handelsrecht von 1864. Alles das, was die Welt danach adaptiert hat im Handelsrecht, ist zum größten Teil aus dem preußischen Handelsrecht. Ja, und das muss man sich mal vorstellen. Da spricht heute kaum einer drüber. Es ist also eine wahnsinnige Entwicklung in Gang gesetzt worden, von der aus verbrämter Sicht heute gesagt wird, ja, Militarismus und. Nicht? Sprechen wir einfach nur über die Fakten, die sich ab 1870 ergeben haben. Von diesen 41 Millionen Einwohnern wuchs Deutschland bis 1914 auf 67 Millionen Einwohner. Jetzt dürft ihr mal fragen, wie sah es denn in Frankreich aus? Die hatten gerade mal 200.000 Einwohner mehr als 1870. So, und in dem Augenblick, wenn ich dann auch noch zugestehen muss, dass in der ganzen Zeit auch noch 8 Millionen Deutsche ausgewandert sind. Tja, da ist auf jeden Fall was passiert. Da ist was passiert. Wir hatten im Deutschen Reich von 1871 an einen Bevölkerungszuwachs jedes Jahr von netto 600.000 Menschen. Wir haben jedes Jahr ungefähr 380.000 Arbeitsplätze dazu bekommen. Und das ist eine Sache, die heute verbrämt wird mit Demografie, mit demografischem Wandel. 600.000 Netto-Bevölkerungszuwachs jedes Jahr. Es ist einfach so, dass du innerhalb von 2 Jahren bei 600.000 Zuwachs 200.000 mehr Arbeitsplätze hast, weil das einfach erforderlich ist. Das ist eine Versorgung. Wo das letztendlich hinführt, in der Überbevölkerung oder sonst, da mache ich mich gar nicht zu äußern. Fakt ist aber erstmal, dass sich in der ganzen Zeit der technische Standard in Deutschland unheimlich entwickelt hat, die Produkte auf einmal mehr als gefragt waren, dass selbst der Stempel vom 01.01.1885 Made in Germany, also keine Verballhornung mehr war oder eine Ausgrenzung, sondern das wurde wirklich zu einem Qualitätszeichen. Übrigens, das ist echt wirklich auf Befehl von Edward VII. Ergangen, dass deutsche Waren im angelsächsischen Raum mit Made in Germany gestempelt werden mussten, damit die Leute dort einfach nicht kauften. Aber genau das Gegenteil trat ein. Und es gibt so bemerkenswerte Sachen, was heißt bemerkenswert, aber als 1940 die Abwehrkämpfe waren, als die deutschen Truppen nach Norwegen einrückten, übrigens einen Tag vor den Alliierten, komischerweise, sind noch deutsche Schiffe versenkt worden mit Kanonen von Krupp von 1907. Das ist auch bemerkenswert, nicht? So, das soll jetzt nichts über die Qualität der deutschen Kriegswirtschaft aussagen. Da will ich auch nochmal drauf abstellen. Es hat also Entwicklungen gegeben, die vermuten lassen, dass sich die Bevölkerung hier wohlgefühlt hat, sonst hätte die sich nicht so ausgeweitet. Das heißt, es muss Arbeit gegeben haben, es muss Verbesserungen gegeben haben. Fakt ist, es hat in der ganzen Zeit eine Schnittmenge gegeben von 1-2% Arbeitslose.
über die ganze Zeit von 43 Jahren. Dann hat es eine Analphabetenquote gegeben, die bei unter 1% gelegen hat im Jahre 1900. Und wenn ich das vergleiche, die Arbeitslosenquote in England und in Frankreich, die waren durchgängig zwischen 10% und 14% in der ganzen Zeit. Dann die Analphabetenquoten, die lagen zwischen 8% und 16% in beiden Ländern, also in Frankreich höher als in England. Und zum gleichen Zeitpunkt in den USA gab es 47% Analphabetenquote. Darf ich mal eine Zwischenfrage stellen? Mhm. Bezüglich dieses enormen Fortschritts in dieser Zeit, technisch und auch sozial, denke ich mal, Rentenversicherung und so weiter. Ist das nicht, bin ich da jetzt richtig informiert, dass das Ganze sogar ohne dieses Luftschöpfungszinsgeld passiert ist? Meines Wissens haben wir ja da noch einen Goldstandard, weil gerade heutzutage wird uns ja immer wieder impliziert, Fortschritt im 19. Jahrhundert hat es eigentlich nur geben können, eben wegen dieses Geldsystems, also wegen dieser Geldschöpfung aus Luft. Und soweit ich weiß, war das ja hier im Bismarckreich ja eben nicht der Fall, sondern wir hatten tatsächlich ja wohl ein goldgedecktes System hier, oder? Richtig. Richtig. So, kann man das unter Propaganda abtun, dass man, dass da gesagt wird, also nur mit diesem Geldsystem, was wir heute ja haben, hat es überhaupt diesen Fortschritt geben können? Das ist einfach dummes Geschwätz, ja. Das ist dummes Geschwätz, ja. Es hat etwas ganz anderes gegeben und zwar, wir hatten vorhin über diese Sestwicke Use gesprochen. Es gibt sowas auch in Deutschland von Alters her, also im Deutschen Reich gab es das. Ne? Es gibt heute noch 5 Stück von den Dingern, das sind diese sogenannten Fideikommisse. Da hatten wir mal so in einzelnen Unterredungen mal so drüber gesprochen. Die Fideikommisse, die wurden eigentlich vom Adel irgendwo eingeführt vor einigen Jahrhunderten schon. Und da wurden einfach Besitztümer zusammengehalten und die hatten jetzt in Bezug auf den Bauern eigentlich eine bestimmte Auswirkung. Der Bauer, der übergab dann praktisch seinen Hof oder sein ganzes Vermögen seinem ältesten Sohn zum Beispiel oder dem geeigneten Sohn oder der geeigneten Tochter und der konnte dann also die Ländereien nicht veräußern, weil die eben in diesem Fideikommiss, in dieser Art Trust, so eine Art Familienstiftung drin waren und hatte dann einen zweiten separaten Teil, das waren die Nutzteile, so Ackergeräte und so weiter, die der dann zur freien Verfügung hatte. Der hatte dann so ein, ich sag mal, die Aufgabe auch daraus, die anderen Geschwister dann so gut wie möglich zu unterstützen. Und in Bezug auf Adel zum Beispiel hatte das eine ganz besondere Bewandtnis. Man machte diese Fideikommisse, damit Familienangehörige zum Beispiel der Armee beitreten konnten und die mussten sich ja von unten nach oben dienen. Die bekamen also in der preußischen Armee oder in der deutschen Armee nicht viel Geld, um zu repräsentieren. Die mussten also noch Geld von zu Hause mitbringen und dafür brauchte man auch diese Fideikommisse. Jetzt sagt man aus heutiger Sicht, die Fideikommisse, die mussten aufgelöst werden, weil die der Schaffung vom Bruttosozialprodukt entgegengestanden haben. Also ich kann das für die Zeit von 1871 bis 1914 in keinster Weise erkennen, dass sie für die Fideikommisse dem entgegengestanden haben. Bemerkenswert dabei ist, dass 1807 der Bauer in Preußen für frei erklärt wurde und frei handeln konnte, frei Grund erwerben konnte, frei sich vergrößern konnte und damit den Fideikommiss für sich auch nutzen konnte. Was passierte, war tatsächlich mit der Weimarer Reichsverfassung und das ist eigentlich so die wirklich den Knack versetzt, die das übrigens auch die Brücke schlägt zur 1849er Verfassung in der Paulskirche. Beide sind darauf angelegt, den Fideikommiss abzuschaffen. Also praktisch das Rückgrat der Familie oder des Familieneigentums zu berechnen. Bei der Verfassung in der Paulskirche kann ich mir vorstellen, dass man einfach dann nur den Aristokraten an den Hals wollte, um die da praktisch kleiner zu, also finanziell kleiner zu machen.
Aber letztendlich hätte das auch diese Auswirkungen auf den bäuerlichen Stand gehabt. Und der war damals noch enorm vertreten. Der war auch super wichtig. Und der ist auch heute, der wäre heute noch genauso wichtig, nicht? Und die Weimarer Reichsverfassung ist dafür angetreten, dieses Ding genauso zu erledigen. Und in das gleiche Horn haben auch die Nazis gestoßen. Die haben zum 01.01.1939 eine Verfügung erlassen, dass die Fideikommisse abgewickelt werden und das alles in der Zeit von 4 Jahren oder innerhalb von 4 Jahren. Da kam dann der Krieg im September 39 dazwischen und dann wurde das außer Acht gelassen. Aber wo das weiter abgewickelt wurde, das war natürlich die Bundesrepublik Deutschland und man findet auch dazu einen Erlass wieder in den Bereinigungsgesetz von 2007. Also hat das Sinn und Verstand, dass man irgendwo dran wollte, wo vorher schon die englischen Könige rangegangen sind, um die auflösen zu lassen. Allerdings schon Jahrhunderte vorher. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, wie rückschrittlich sind denn die Deutschen, dass die erst im Jahre 2007 dazu kommen, so ein Fideikommiss aufzulösen. Da sage ich einfach mal, vielleicht haben die ganz anders gedacht, die Aristokraten. Denn das Deutsche Reich hat in seiner Verfassung 1871 den Fideikommiss ganz klar in die in die Staatsverfassungen zurückgegeben. Die sollten sich darum kümmern. Da konnte jeder sich selber darum kümmern. Und man hat sich positiv darum gekümmert in der Zeit. Das Deutsche Reich ist also nicht in die Grütze gegangen. Nein, ich sag mal so, augenscheinlich ist die Entwicklung auch dermaßen so gewesen, dass erst im Jahre 1913 der verfassungsgemäße, also von der Verfassung geforderte Stand von 1% der Bevölkerung als stehendes Heer erfüllt werden konnte, weil vorher keine Kohle dazu da war. Der Rest wurde nämlich in die Innovation gesteckt und in die Aufbereitung der deutschen Wirtschaft und Produktivität vor allen Dingen, weil es eben keine, nicht in dem Sinne diese Kreditabhängigkeit gab, wie im, naja, wie in der übrigen Welt. Ne? Ein gutes Beispiel dafür ist auch eigentlich so einer der eigentlichen Kriegsgründe für den Ersten Weltkrieg, die Bagdad-Bahn. Als man hingegangen ist und hat gesagt, wir wollen irgendwie eine Verbindung bauen, damit das Osmanische Reich, also das Osmanische Reich in sich selber, zu einer geschlosseneren Wirtschaftsleistung kommt, indem Güter einfach besser fließen von Küste zu Küste. Das waren ja unheimliche Strecken. Das einzige Land, das gesagt hat, ja, wir sind bereit, euch die Bagdadbahn zu bauen und das keinen politischen Einfluss dafür geltend machte, also haben wollte, war Deutschland, das Deutsche Reich. Der Rest wollte überall Mitspracherecht haben, hier in der Politik, dort, also besonders auch die Amerikaner. Und dann hat damals der Sultan gesagt, nee, das will ich ja gar nicht. Und dadurch, dass die Deutschen sich so verhalten haben, haben die den Zuschlag einfach gekriegt. Und für die war es also sehr schwer, weil die Geldschöpfung in Deutschland wirklich nur über Produktivität lief, rechtzeitig Gelder zusammenzukriegen. Das hat, ich glaube, fast 10 Jahre gedauert, bis die so viel Geld zusammen hatten, dass die loslegen konnten. Und dann fingen alle anderen an, darauf den Zug aufzuspringen, sagten, ja, nehmen uns doch mit an Bord. Also Franzosen, Engländer, Amerikaner. Und was dann aber zu einem kleinen Teil auch passiert ist. Aber die Deutschen haben dann die Bagdadbahn tatsächlich aus eigenen Sachen anfinanziert und laufen lassen und haben vor allen Dingen bei dem Bau maximal gute Vorarbeiter, also diese in geringem Maße und natürlich Ingenieure, die was wussten und was konnten, eingesetzt. Aber der Rest der Arbeiter, der Geld verdienen konnte und sollte, das waren alles Einheimische gewesen. Das war also ganz bemerkenswert. Und aufgrund dessen, dass das so gelaufen ist, hat der Sultan damals, also ich sage jetzt die türkische Regierung, denen zugestanden, dass die Deutschen links und rechts der Bahn 10 Kilometer jeweils das nutzen konnten, was sie an Bodenschätzen vorfanden. Das war ein Angebot von der Regierung aus. Das haben die Deutschen gar nicht gefordert. Und dann kam zum Tragen, dass man auf einmal Öl fand, dass man Gold fand und. Naja, nicht? Ja, die bösen Deutschen, furchtbar. Nicht? Also nochmal bemerkenswert in Bezug auf Militarismus, in der Verfassung von 1871 wurde gefordert, dass der Kaiser dafür zu sorgen hatte, also den Schutz für das Deutsche Reich zu gewährleisten hatte, über die Armee, die dann im Kriegsfall zur deutschen Armee wurde, und vorher waren es alles bayerische, sächsische und preußische, dass diese Gesamtstärke 1% der Bevölkerung ausmachen musste. Und dieses 1% ist erst 1913 erreicht worden. So militaristisch war es. Und in Bezug auf Frankreich kann man sagen, dass Frankreich zu der Zeit etwas über 800.000 fast über 800.000 Soldaten hatte, bei einer Bevölkerung, die ein Drittel niedriger war als bei dem Deutschen Reich.
Ja, also man muss auf jeden Fall, da bin ich voll bei dir, natürlich immer die Situation aus der Zeit heraus betrachten. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Fakt, sich zurückversetzen können in die Situation. Was waren damals für Verhältnisse und so weiter. Aber um den Bogen nochmal zu schließen, welche Erkenntnisse können wir dann aus der Geschichte ziehen, gerade auch in Bezug auf die heutige Zeit und natürlich auch der Entwicklung, der wir gra hier gerade, die, also die wir hier gerade durchleben? Ja, also ich sage, dass was der Kaiser mal in einem seiner letzten Kaiserbriefe gesagt hat, der hat gesagt, ab jetzt, und das in Bezug auf die deutsche Staatsangehörigkeit von 1934, hat er gesagt, ab jetzt kann ich jedem Deutschen nur empfehlen, sich nur noch auf sich selber zu verlassen. Das soll in Bezug auf unsere Zeit heißen, wer hier nichts zu sagen hat, der ist selber schuld. Tja, das ist natürlich ja, genau die Schwierigkeit, an der wir natürlich auch arbeiten, den Leuten irgendwo auch ein bisschen Mut zu machen. Dementsprechend, wenn man natürlich in der Geschichte, so wie wir es ja heute gemacht haben, ein paar Zusammenhänge auch mal anders betrachtet, dann ja, wird ja auch, erscheint halt vieles anders, vieles auch anders im Weltbild und dementsprechend ja, kann man auch die Lügen der heutigen Zeit gut enttarnen und wir sehen ja, wo es momentan hingeht. Wir stehen natürlich, sehen natürlich nicht so rosigen Zeiten entgegen. Wir haben dort eine ja, EU-Diktatur, so kann man es eindeutig benennen. Tja, wir hoffen natürlich, dass vielleicht viel mehr auch immer hinterfragen, weiter hinterfragen und sich da ein Bild darüber machen und auch ihre Ängste loswerden. Ja, man merkt natürlich, überall ist natürlich das Problem der Angst, der Existenzangst natürlich ganz, ganz groß, weil das ist, weil dieses System natürlich eins geschafft hat, die Leute abhängig zu machen. Ja. Ja, also da stimme ich dir wirklich zu. Ich denke aber insgesamt, wenn man zurückblickt auf die Geschichte oder wenn man sieht, was heute läuft, dann möchte ich auch wirklich jedem Mut zusprechen. Denn Mut hat jeder verdient. Auch der Nächste, der neben einem sitzt oder neben einem steht, der nächste Nachbar, der hat Mut verdient. Nicht, ich will nicht von einer positiven Ausstrahlung sprechen, aber einfach von dem, ich sag mal, von der Situation, dass man sagt, man packt an, man macht, man tut. Wir haben alle Aussichten. Es kann in jede Richtung abgehen, aber wir kümmern uns jetzt in Zukunft nur noch darum, dass es nach vorne abgeht, und zwar zu einem gesunden Menschenbild, und wir laden jeden dazu ein. Und das Positivste, was wir hier in diesem Land haben, was uns ureigen ist, ist das Deutsch oder Deutschsein, nicht eine Nation beschreibt, sondern eine Haltung beschreibt. Und wir haben so viele Beispiele. Ich habe auch bekannte Freunde, die sind Engländer, die hier arbeiten. Und da hat mir mal einer gesagt, was ich echt ergreifend fand. Der hat einen Arbeitskollegen, auch einen englischen Arbeitskollegen, mit dem der Bier trinken geht und auch schon mal hier so eine Fußballhalle besucht. Der sagte, wenn ich in England geblieben wäre und ich hätte den da als Arbeitskollegen, wären wir aufgrund unserer Standesunterschiede niemals dazu gekommen, Bier zu trinken. Und das ist einer der Gründe für mich, warum ich nicht wieder zurück will nach England. Das ist aber seine persönliche Meinung, seine persönliche Ansicht. Ich bin der Meinung, wenn ich da hinkomme, ich treffe grundsätzlich auf hilfsbereite Leute. Und Leute, die in einer, ich sag mal, in einer ähnlichen Not, in der wir heute sind, schon vor 15 Jahren gewesen sind. Mit drei, vier Jobs, da muss man sich mal vorstellen. Ich habe das damals nicht begriffen, als ich da war. Ich fragte meine Cousine, wieso haben die drei, vier Jobs? Da sagt die, ja, gewöhn dich dran, das wird bei euch auch kommen. Die haben eine ganz andere Sicht auf die Dinge, die reden auch über uns ganz anders, die hetzen auch nicht über uns. Nicht? Da gibt es Leute, die sagen, ich komme in ein Meeting, wenn Deutsche da sind, fangen die sich erstmal an zu entschuldigen dafür, dass sie Deutsche sind. Mir hängt da zu den Ohren raus, kriege ich dann immer zu hören. Und ich will auch von manchen zu hören, du bist der erste Deutsche, der sich nicht entschuldigt. Ich habe keinen Grund. Nicht? Und das ist eigentlich das Wichtige. Die normalen Menschen, egal wo sie herkommen, die kommen untereinander alle klar. Was Grenzen aufmacht, ist, dass man zusammenarbeitet und dass man zusammen die gleichen Interessen haben. Und die gleichen Interessen, das sind einfach, wenn ich die runter reduziere,
Das ist, ich sag salopp gesagt, ich möchte gerne, am liebsten auch gerne irgendwo sitzen in der Sonne, in einem Straßencafé mit einer Tasse Kaffee und habe einen guten Nachbarn dabei oder einen guten Freund dabei oder unterhalte mich mit, egal mit wem auch immer, auf eine nette Art und Weise. Und das ist eigentlich so eine Sache, die man gern vor Augen hat. Aber das, worum ich mich kümmern muss, das ist in erster Linie meine Familie. Das, ne, meine Familie, das muss sicher sein. Das ist der Mikrokosmos, der funktionieren muss. Und das ist in England, in Schottland, das ist in den USA und in China und in Russland auch nicht anders. Und das heißt, wenn du mit jemand zusammenarbeitest, der auf der gleichen Ebene ist, und damit meine ich jetzt wirklich, ob du jetzt eine Scholle umgräbst oder ob du ein Haus baust, verschwimmen und verschwinden diese Grenzen. Die Grenzen verschwinden zwischen uns nur dann nicht, wenn so Leute wie Frau Merkel oder die Hollande und wie heißt diese Frau, diese Lagarde, die von dem IWF, wenn solche Leute Marketing machen im Fernsehen und den Leuten erzählen, was besser ist und was besser geht und welche guten Sachen die schon erreicht haben. Wenn ich alleine Schäuble oder der sagt, wir sind ja weiter als gedacht, klar ist der weiter als gedacht. Die können auch weiter gedacht sein, als sie gedacht haben. Entscheidend ist, und das ist jetzt auch wirklich richtig billig, es gibt zwei Filme, die ich wirklich jedem empfehle. Der eine, das ist, da lacht ihr euch auch bestimmt kaputt, das ist ein Sheriff, auch ein Sheriff braucht mal Hilfe mit James Garner. Der zweite ist, guckt euch den 97er Film von Merlin an. Es gibt auch nur bestimmte Situationen, die ihr euch darin angucken müsst. Bei dem Film mit James Garner ist das da, wo der diesen Kreidestrich im Gefängnis zieht, weil die Gitter nicht angeliefert wurden. Weder für die Fenster noch für die Schließtüren. Und der muss einen einlochen oder der will einen einlochen. Einen richtig gefährlichen Rabauken. Und er zieht einen Kreidestrich von einer Wand zur anderen, findet dann noch einen Eimer mit roter Farbe und tupft dann da so ein paar Farbspritzer auf den Kreidestrich drauf. Der locht den ein und dann sagt er so, Joe, hier bleibst du. Dann, Herr Sheriff, Moment mal, also was soll das? Sie wollen mir doch hier keinen Witz verkaufen. Nein, Joe, wir treffen nur eine Vereinbarung. Du bleibst hinter dieser weißen Linie und ich setze mich vorne ins Büro rein und warte darauf, dass dein Paar kommt. Sheriff, Sie können doch von mir nicht erwarten, dass ich hier bleibe. Guckt auf die roten Tupfer und sagt, Sheriff, ist es das, wofür ich es halte? Joe, bleib hinter dem weißen Strich. Hüpft hinter dem weißen Strich. Das ist das. Nicht? Und irgendwann mal sagt der Vater von dem Jungen im Saloon, da fragt einer von seinen anderen blödköpfigen Söhnen, Pa, du hast doch mal gesagt, ein Gefängnis, das ein Denby innen behalten kann, das muss erst noch gebaut werden. Ja, und jetzt haben sie eins. Also es ist auch im Prinzip dieses geistige Gefängnis symbolisch gesehen, ja, in dem wir gehalten werden. Das meiste machen wir uns selber. Das meiste ist, ich weiß, dass ich bin kein besonders mutiger Mensch. Kann ich von mir nicht behaupten. Und wenn ich so wirklich zurückblicke, die letzten 7, 8 Jahre, das hätte ich mich vor 10 Jahren nicht getraut. Da hätte ich in die Hose gekackt. Das ist einfach so. Und ich bin immer noch der Meinung, es ist immer noch so, dass es Tage gibt, wo ich einfach ein mulmiges Gefühl habe oder so. Das ist einfach so. Aber ich bekämpfe das noch nicht mal, ich lasse das einfach so, wie das ist. Patton hat mal gesagt, und das fand ich wirklich ganz bemerkenswert, der hat gesagt, Mut ist, jeden Tag seine Angst aufs Neue zu überwinden. Und das ist einfach so. Und es gibt Situationen, wo ich auch wirklich bereit bin, wo ich das auch wirklich so sage, ich bin bereit, auf die Narbe ranzuspringen und mir die Brust durchschießen zu lassen. Und es ist einfach so, dass es irgendwo nur noch in die Richtung geht, dass es für die Menschen zählt. Und da ist jeder, ob das ein Staatssekretär ist, ein Polizist ist oder ob das ein Beamter ist, der ist wirklich dazu eingeladen, daran mitzugestalten. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Polizist oder jemand, der irgendwie eine Exekutive, eine Order hat, dass der so in der Luft hängt, wie die Leute heute, dass die sich, ich sag mal so, an 5 Marks Ovix da vergehen und damit 3 Streifenwagen auftreten, die Tür einschlagen und dich mitnehmen. Aber wenn eine Frau irgendwo vergewaltigt wird, dass sie 4 Stunden brauchen, um da zu sein. Nicht? Und allein und das meiste aus Rechtssicherheit, das kann sich doch ein Mensch nicht vorstellen. Das, was das für Ausprägungen hat. Nicht nur, dass wir alleine verbeutelt und vergängelt werden von einer bestimmten Equipage, aber dass keiner mehr, der irgendwo wirklich gebraucht wird, wir werden nicht ohne Polizisten auskommen.
Nicht? Wir sind nicht alle geistige Wesen oder in so einem Bewusstsein, dass alles mit einem Fingerschnips dahin gelöst ist, dass wir uns alle super gut verstehen. Das wird nicht sein. Und wenn wir auch auf dem Weg dahin sind, werden wir die Leute nicht vergessen. Absolut nicht. Und es gibt Leute, die sind dazu, die sind prädestiniert, Schutzmann zu sein. Ich sage jetzt mal bewusst nicht Polizist, sondern Schutzmann, der um die Ecke kommt und fragt im Laden, ist heute was gewesen oder wie ist es? Und einfach nur so. Und der Achtjährige, der dann den Bonbon da aus der Schale rausklaut und der nimmt den beim Ohr und sagt dann mal, du gehst jetzt aber mal dahin und entschuldigst dich mal bei dem. Und der tut das. Und er sagt, wie können wir das aus der Reihe kriegen, aus der Welt kriegen? Du bist jetzt 2 Tage hier und machst jetzt 2 Tage, sortierst du da die Zeitungen an, dann ist die Sache vergessen. Das sind Sachen, wie wir die mal hatten und wie wir die wieder brauchen. Und nicht einfach, ein Leben zu führen, wenn du aus der Tür rauskommst, dass du darauf aufpassen musst, welche Strafe du dir heute wieder einfängst. Nicht? Und nicht nur, dass du da bestraft wirst, nein, du wirst dann dafür bestraft, dass du arbeitest, dass du fleißig bist, dass du vor allen Dingen, dass du Deutscher bist oder deutscher Staatsangehöriger bist und so weiter. Solche Sachen braucht keiner. Die braucht keiner unserer Nachbarn über die Grenzen rüber oder auch die Nachbarn auf der nächsten Tür. Keiner braucht so Menschen wie uns, die so dermaßen darin gefangen sind, auf eine Strafe zu warten und den Kopf einziehen und sich auch wirklich alles erzählen lassen. Die braucht keiner. Und auf der anderen Seite sieht es so aus, dass wir immer noch dermaßen Qualität in uns haben, auch bei diesem ganzen Bildungssystem, was hier ist, dass wir erstmal rein betriebswirtschaftlich die mittlerweile ein Billiglohnland sind, die loyalsten Arbeitnehmer haben, die innovativsten Arbeitnehmer haben und die auch noch haben, die richtig überlegen können und aus einer Blechbüchse in den Urwald ein Schlachtschiff machen können, damit wieder rauskommen können und das fahren lassen können und der Urwald steht immer noch. Das ist das, wo ich für einstehe. Und das ist genau der Punkt, wo ich wieder hin will, dass wir da wieder anknüpfen. Es hat, und das vernehmt einfach so, wie ich das sage, das braucht ihr auch nicht zu glauben, aber es hat um die Jahrhundertwende, 1800 auf 1900, aus meiner Sicht, kein freieres Volk gegeben als die deutschen Völker im Deutschen Reich. Ja, das hast du wirklich super gesagt. Also kann ich einfach nur dem 100% zustimmen und das unterstreichen. Ja, Bernhard, wir haben, glaube ich, noch ein paar Fragen vom Volker und vom Gino, dann bevor wir dann gleich auch die Sendung langsam beenden wollen. Ja, bitte Volker erstmal, würde ich sagen. Ja, danke. Es ist jetzt, das war ja schon fast eigentlich ein tolles Schlusswort und ich traue mich jetzt gar nicht da, jetzt völlig aus dem Kontext heraus, habe ich mal hier so ein paar Fragen auf meiner Liste zu stellen, aber ich mache es trotzdem mal. Man könnte eigentlich neue Sendungen darüber machen. Zum einen, was hältst du von diesem Papstrücktritt? Was vermutest du oder hast du nicht nur Vermutungen, sondern eher vielleicht konkretere Informationen, was das denn jetzt bedeuten könnte? Also ich habe da nur die Informationen, die auch aus der Mainstream-Presse. Bemerkenswert ist, dass er jetzt noch vor einiger Zeit gesagt hat, wir müssen von diesem Schuldgeldsystem weg, damit die Menschen wieder leben können. Dann hat er das aber so ein bisschen in Richtung Afrika gedreht, als man jetzt eigentlich nur in Bezug auf Afrika legen könnte, was ich aber eigentlich nicht glaube. Das war schon umfassender gemeint. Insgesamt sage ich das mal sehr diplomatisch, der hat sein Alter erreicht und wenn er die Option zieht, der zweite Papst zu sein innerhalb von 2000 Jahren, der zurücktritt aus eigenem Willen, dann sage ich mal Hut ab. Es kann natürlich auch so sein, dass er so dermaßen unter Beschuss gestanden hat, dass sich da etwas angebahnt hat, was der eventuell mit einer schlechteren Gesundheit bezahlt hätte. Das kann alles sein, das kann ich nicht bemessen. Aber insgesamt ist das, was Papsttum ausmacht, das, ich sag mal, nicht das Schicklichste. Ne? Bei dem, was man sieht, was da gedreht wird. Wenn ich jetzt so auf die letzten Ereignisse nochmal gucke, mit dem, was da mit dem Privatdiener von dem Papst oder mit dem Sekretär von dem Papst passiert ist, der da Internas verbreitet hat und dann auf einmal entlassen wird oder vom Papst begnadigt wird, entlassen wird,
Das kann für mich eigentlich nur heißen, ich erspare dir das Gefängnis, und, aber wenn du aus dem Gefängnis raus bist, dann höre ich kein Wort mehr von dir. Also ich glaube ja eher, der Papst will sich jetzt mehr um seine Familie kümmern. Um seinen Bruder oder was? ja, pass auf. Okay, das war jetzt eigentlich mal so eine Anmerkung. Ich glaube, dass wir den Grund für seinen Rücktritt erst noch sehen werden. Denke ich auch. Und das wird vielleicht sogar vor Ostern oder nach Ostern, kurz nach Ostern werden wir sehen, warum er das getan hat. Dann habe ich noch eine andere Frage. Auch wie gesagt, auch ganz anderer wieder Kontext und so weiter. Und zwar ist es bei vielen amerikanischen Protagonisten, die so bei Jeff Renz und bei George Nuri auftreten und dort Dinge zu Illuminaten und so weiter da von sich geben. Da habe ich immer so das Gefühl, dass die sogenannten gnostischen Illuminaten mit der Thule-Gesellschaft gleichsetzen, also mit den Nazis. Hast du da differenziertere, sag ich mal, Ansichten oder Hintergründe oder Wissen darüber? Ja, weil ich sehe das nicht so, dass man das in einen Topf schmeißen kann. Also da habe ich zu wenig Einblick, Volker, muss ich offen eingestehen. Ich betrachte das fast nur am Rande. Ich kenne die Termini. Und mir ist halt auch schon aufgefallen, dass da so eine Gleichschaltung passieren soll oder vorgegeben werden soll. Was mit zu der heutigen Marketingstruktur was dazu beiträgt, das ist also nicht nur das, wie man über Geschichte erzählt oder wie man einzelne Sachen schäbig macht oder so, ne? Das ist auch die Vielfalt der Informationen. Aus welcher Richtung die kommen, wie die gelenkt werden, wann die verbreitet werden, wem die nützen, wen die eigentlich nur davon abhalten, irgendwie Tagesgeschäft zu machen oder den Alltag zu bewältigen. Und das sind so die Sachen, die mir dabei auffallen. Ne? Und das kann ich jetzt noch nicht mal in Bezug auf Illuminati sagen und die verschiedenen Gruppierungen darunter. Ich kann mir immer eins vorstellen, egal ob ich jetzt bei Skull and Bones, Illuminati oder Knights of the White Circle oder The Mystic Grave of Commus drin mich schlau mache oder bei Freimaurern oder wie auch immer oder Rotarier oder was es auch alles gibt. In erster Linie muss man mal sehen, das, was unten am Anfang rekrutiert wird, das wird mit guten Aussagen rekrutiert, dass man gute Sachen vollbringen will und dass man sich da und dafür einsetzt und, und. Wer will das hier einem Lions Club zum Beispiel abschlägig bescheiden, wenn er hier sich an der Krefelder Tafel beteiligt und Essen dafür bereitstellt? Da sind alle Leute super toll. Die Frage ist nur, was passiert, wenn ich über diese Ebene hinaus bin? Wenn ich über diese Ebene hinaus bin, ob ich dann nicht irgendwo bei den Jesuiten lande oder sonst bei irgendjemand anderem oder die plötzlich um mich rum finde und dann in ganz andere Sachen reingezogen werde und mir dann ganz andere Nachrichten anhören muss. Das ist immer das Problem, irgendwelche Sachen auseinanderzuhalten. Und mich lenkt das jetzt mittlerweile immer mehr so dahin, zu sagen, Jungs und Mädels, lasst uns einfach mal schauen, dass wir an den Sachen, die ureigens für uns wichtig sind, die ihr zum großen Teil auch rausgefunden habt, also da wirklich Hut ab dafür, je mehr ich mich in die Sache reinfallen lasse, desto mehr komme ich darauf und desto mehr Zuspruch gibt es auch von Bürgermeistern und so. Nicht? Und das ist unsere Aufgabe, die Rechtsstaatlichkeit erwecken. Und das will ich auch jetzt gar nicht mehr so hier weiter ausführen, aber das sind unsere Sachen, die wir vorhaben, die wir alle vorhaben, dienen erstens dem Friedensvertrag, den wir haben wollen, den die Welt haben muss, und zu unserem menschlichen Vorankommen und über unsere menschlichen, also grundeigenen Grundbedürfnisse. Das heißt Arbeit, eine vernünftige Bezahlung für die Arbeit und vor allen Dingen in einer absoluten rechtssicheren Norm, aus der wir uns menschlich qualitativ weiterentwickeln können, zu einem freien Bewusstsein.
Ja gut, ich gebe dann mal an Gino weiter. Genau, dann gehen wir mal weiter an Gino. Bitte, Gino. Danke, Volker. Also ich kann das auch nur wiederholen. Eigentlich ist das schon ein schönes Schlusswort gewesen. Eigentlich auch irgendwie so hörte sich das zumindest an. Und ich wollte da in diese Richtung auch nur meinen Senf geben. Also während des ja, Geschichte-Erzählens, ich habe ja auch sehr aufmerksam zugehört, ging es dann zum Beispiel um Jersey. Und ich habe gleichzeitig auch nachrecherchiert und sehe da auf einmal ein europäisches Union-Passport, also ein Reisepass, und habe dann danach aber auch erst gelesen, dass ein Sonderstatus da ist. Also die haben die Rechte, aber nicht die Pflichten als EU-Zugehöriger, zumindest im Sinne des Passes, und haben auf jeden Fall einen Sonderstatus. Was ich damit sagen will, ist, also gerade für die Zuhörer auch, weil wir hauptsächlich deutsche Zuhörer haben, unabhängig davon, wer euch irgendwas erzählt, also nichts gegen Bernhard, überprüft alles, glaubt Ja. nichts. Und hängt euch nirgendwo dran an irgendjemanden, weil ihr müsst euch selbst genug sein. Und wenn ihr euch selbst genug seid, dann habt ihr auch weniger Angst, oder die Angst baut sich von ganz alleine ab, weil ihr seid eigentlich der Ritter oder die Waffe, die geschliffen werden muss. Und also das ist genau das Ding. Also es sind zu viele Geschäftsmodelle in unseren Problematiken, also auf die europäische oder mitteleuropäische Thematik, weil das ist kein deutsches Problem. Ähnliche Gruppierungen gibt es in Holland, England und so weiter, sowie in Frankreich auch, die souveräner werden möchten und merken, dass also hier ganz groß was abgeht. Und wenn wir uns nicht bilden, ja, wer soll es dann sonst machen? Also, und deswegen finde ich also den heutigen Gast, den Bernhard, also insofern sehr interessant, oder fand ihn von vornherein sehr interessant, weil er den Anspruch erhebt, also selbst nachzurecherchieren und das niemand anders überlässt oder so. Und ich habe einfach die Schnauze voll von Betreuung und bin gerne bereit, aber auch vielen anderen Leuten Ansätze zu geben oder sowas. Und wenn wir gemeinsam wirklich uns austauschen und vernetzen, und das nicht nur, um irgendwelche komischen Internetspielchen miteinander zu spielen, sondern wirklich miteinander zu arbeiten, dann können wir diese Thematiken, die uns beschäftigen, auch hinter uns lassen. Weil ich habe keine Lust, in 5 Jahren mehr über gewisse Themen zu sprechen, über die wir heute zum Glück nicht gesprochen haben. Also vielen Dank nochmal an das ganze Team und auch an Bernhard. Einfach war ein sehr netter Abend. Danke. Ja, da freue ich mich. Ich sage auch danke. Ja, Möchte auch nochmal bei dem Gino nochmal eben noch ganz kurz da reingreifen. Was er gesagt hat, ist super wichtig. Es nützt nichts, ich sag mal so über Geschichte zu erzählen und dann zu sagen, ja, da gibt es die und die Quellen, das und das und das. Nein, Geschichte erzählen sollte immer den Anstoß vermitteln, hey, da ist eine Sache, die interessiert mich, ich will da selber reinspringen, ich bin mir nicht sicher. Das ist das Einzige, was ich erreichen möchte. Nicht? Und wenn jemand sagt, das sage ich jetzt auch wirklich, man muss nicht alles das wissen, was ich weiß. Für die meisten Leute wäre das auch zu viel und das würde die auch nur behindern. Wichtig ist nur, wenn ich vor irgendeiner Entscheidung stehe, die Frage, hat es das irgendwann mal gegeben, ist da schon mal eine Entscheidung getroffen worden, welche Hintergründe? Dann ist das unerlässlich, was der Gino gesagt hat, reinspringen, sich schlau machen. Und dann ein eigenes Gefühl in sich erzeugen und zu sagen, ey, ich will da durch. Nicht? Und das ist wichtig. Ja, Bernhard, dann bleibt mir natürlich zum Schluss mir auch nur noch dir natürlich vielen, vielen Dank zu sagen. Wir haben mal wieder eine schöne lange Sendung hingelegt, 3,5 Stunden. Hätten natürlich auch noch 3,5 Stunden weitermachen können, das weiß ich. Wir kennen dich ja mittlerweile. Und das weiß ich auch an dir zu schätzen, dass du natürlich auch sehr quellensicher bist und dort natürlich auch einen ziemlich guten Überblick hast über viele Geschehnisse. Ja, also ich kann das Gesagte einfach nur noch unterstreichen und dein Schlusswort, was wir eigentlich schon vor ein paar Minuten gehört haben, ja, ist einfach, ja, mehr ist dem nicht hinzuzufügen. Ja, deswegen herzlichen Dank und vielleicht ja, kommen wir nochmal zusammen in der Kulturstudio-Sendung oder in anderem Kreise, dass wir vielleicht auch nochmal mit anderen Gesprächspartnern vielleicht nochmal etwas erörtern und du vielleicht auch nochmal Gast bist oder vielleicht auch nochmal zum speziellen Thema du selber nochmal hier Gast sein wirst, würde ich mich freuen. Ich hoffe, ja, deine Aufregung hat sich auch etwas gelegt. Du warst auch noch etwas angeschlagen, du warst erkältet die Woche. Das sei auch nochmal zu sagen, zu deiner Entschuldigung, dass du natürlich jetzt hier auch noch 3,5 Stunden durchgeredet hast. Ja, spricht einfach nur noch für dich. Ja, vielen Dank, lieber Bernhard. Ja, ich danke auch. Ich wünsche euch einen guten Abend.
Ja, ebenfalls. Ja, dann bedanke ich mich natürlich auch bei unserem Publikum, bei unseren Zuschauern, bei unserem Livestream und natürlich auch bei OkiTalk für die Übertragung heute Abend wieder. Und wir sehen uns in 14 Tagen natürlich wieder mit einer Klartext-Sendung. Die Themen werden wir natürlich wieder bekannt geben über Facebook, über unseren Blog und so weiter. Schaut da auch mal rauf, da sind auch täglich immer ein paar News. Kulturstudio.info sei hier nochmal erwähnt an dieser Stelle. Ja, und bis dahin wünsche ich allen einen schönen Abend noch, eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss.